Hallöchen. Eigentlich wollte ich um 15 Uhr anfangen, aber dann habe ich es eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Aber ich sehe hier gerade was im Chat, da muss ich direkt mal kurz intervenieren. Und zwar schreibt Talk Reviewer: Ich habe das Gefühl, in keinem Freitag der 13. Film wird wirklich der Tag angesprochen. Doch in Freitag der 13. Teil 6 gibt es eine Szene, als die Polizisten einen abgetrennten Arm oder so finden von diesen Paintball-Leuten, die im Wald getötet werden. Und dann sagt der eine Polizist zum anderen, das passt ja zum Tag. Und dann meint der andere so, hä, wieso? Und dann sagt der andere, Happy Friday the 13th. Also in Teil 6 wird tatsächlich der Tag angesprochen. So, gut, jetzt habe ich eh schon angefangen zu reden, dann kann ich auch die Kamera anmachen. So, ich wollte eigentlich um 15 Uhr anfangen. Ich habe es gerade vorhin im Chat geschrieben, dass sich das heute ein bisschen nach hinten verschiebt. Es ist irgendwie immer die Küche schuld. Die Küche grätscht immer rein. Letztes Mal habe ich mir vorm Stream mit dem beim Käsehobeln habe ich mir ein Stück Haut weggerissen und habe dann geblutet und wurde dann im Stream noch gehandicapt, weil mir dauernd das Blut runtergelaufen ist, weil dieses blöde Pflaster nicht gehalten hat. Und heute haben wir, das war vor allem richtig dumm, wir haben, Anni hat sich neulich so ein Kochbuch gekauft. Das liegt da hinten. Hier, so ein Foodporn-Kochbuch. Und wir haben daraus gerade ein Rezept machen wollen. Jetzt passt auf, finde ich das sofort. Hier, wir haben Spinat-Ravioli mit Pilzen gemacht. Danke, Rocco, für die 2 Euro. So, und hier steht dran, 20 Minuten. Das Gericht dauert 20 Minuten. Und meine Mitbewohner, ein Mitbewohner hat vorhin noch gefragt, hey, wir bestellen was zu essen. Wollt ihr auch was essen? Zu essen bestellen? Und meinte ich noch, nee, der wollte um 14 Uhr bestellen. Ich meinte, nee, ich stream um 15 Uhr. Wenn ich um 14 Uhr Essen bestelle, ist es zu knapp. Dann schaffe ich das nicht vorm Stream. Oh, Hi hat auch 6 Euro dagelassen. Dankeschön, boah.
Ich gucke das gleich alles nach. So, auf jeden Fall stand bei diesem Rezept, bei diesen angeblichen 20 Minuten, nicht dabei, dass man den Teig noch eine halbe Stunde ziehen lassen muss. Und dann hat es viel länger gedauert. Und dann kam das Essen, was die bestellt haben, an und die konnten schon direkt losessen. Und wir waren noch nicht mal mit dem Teig fertig oder so. Musik zu laut? Okay. Warte. Fuck, falsches Spotify. Hier. So. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ja, und jetzt hat das Essen, das ich selber machen wollte, damit ich nicht bestelle und es knapp wird, hat dann doch viel länger gedauert. Aber jetzt bin ich gut genährt und es kann losgehen. So, direkt, warte, was habe ich von Hai verpasst? Der hatte, glaube ich, eine Frage gestellt. Hast du dir schon die Serie Community gegönnt? Nein, ich habe nur die ersten 2 Folgen oder so geguckt. Bin noch nicht wirklich warm damit geworden. Aber Markus hat die Serie fertig geschaut. Und der meinte, dass die Serie schon ganz cool sei. Vielleicht gucke ich die mal. Danke für die 5 Euro, Florian. So. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie ich das mache. Denn in dem Stream soll es ja darum gehen, dass die Filmsammlung gezeigt wird. Und hier kommen zwischendrin auch immer Fragen von euch rein. Ich weiß, dass beim letzten Mal hatten Leute geschrieben, also es gab beim letzten Mal dann Leute, die halt immer Fragen gestellt haben und dann bin ich manchmal auf die Fragen eingegangen, manchmal nicht. Es gab dann welche, die meinten, oh, ich habe die irgendwie absichtlich überlesen oder so und gehe nicht drauf ein. Und andere Leute haben sich dann beschwert, dass wenn ich auf die Fragen eingehe, dass ich dann zu krass abschweife und es ja eigentlich um die Filmsammlung gehen sollte. Deshalb sage ich jetzt schon mal am Anfang, es soll hier hauptsächlich um die Filme gehen. Ihr könnt natürlich zwischendrin auch mal ein paar Fragen stellen, aber es wäre halt gut, wenn die zu den Filmen oder Sachen passen, die ich hier zeige. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, einen Film reinhalte und kurz über den rede und sag, ja, den fand ich nicht so cool, oder wenn irgendwas dabei ist, was ihr auch habt oder so, es wäre cool, wenn es irgendwie halbwegs zu dem passt, was ich hier zeige, damit ich nicht so mega krass abschweifen muss. Soll jetzt nicht heißen, dass ich überhaupt nicht auf andere Fragen eingehe, das werde ich schon ab und zu machen, ich kenne mich, ich schweife sowieso wieder ewig ab, ich habe jetzt gerade die ersten 3 Minuten über Ravioli geredet, das passt auch nicht wirklich zur Filmsammlung, aber ja, nur dass ihr das wisst. Hier steht es auch schon, naja, du kannst nicht auf alles eingehen. Das stimmt. Bei Twitch, normalerweise streame ich bei Twitch, da habe ich immer so durchschnittlich, was weiß ich, 10 Zuschauer. Da geht es immer relativ gut mit dem auf alles Mögliche eingehen. Aber hier auf YouTube habe ich ein bisschen mehr Abonnenten, ein bisschen mehr Follower und dann gucken auch, okay, es zeigt mir gerade an, dass hier gerade 112 Leute gleichzeitig zugucken. Und der Chat geht hier auch viel schneller durch. Deshalb ist es hier auch ein bisschen schwerer, auf alles einzugehen, was ihr mir in den Chat schreibt. So, aber gut. Ich schaue gerade, ob ich noch irgendwas Wichtiges jetzt auf Anhieb verpasst habe. So. Warte, von den Leuten, die was in den Superchat geschrieben haben, wäre es schon gut, wenn ich darauf eingehen würde. Community habe ich schon geredet, feinste Filme, ja, die kommen gleich und Florian hat einfach nichts dazu geschrieben. Dann, okay, gut, legen wir mal los. Ich habe mich diesmal vorbereitet und habe direkt am Anfang die Sachen schon hier hingestellt und diesmal sollten wir auch relativ gut mit durchkommen, weil wir haben jetzt die größten einzelnen Filme und so durch. Das, was jetzt noch hier steht im Regal, worüber wir nicht geredet haben, sind meistens so größere Boxen, wo dann irgendwie eine ganze Filmreihe oder so drin ist. Dann muss man da nicht alles einzeln zeigen. So. Hier kommt ein Film, der heißt Stretch. Ich weiß gar nicht, ob der so bekannt ist. Ich glaube, das ist ein eher unbekannterer Film. Der ist von dem Regisseur, ich glaube, ich beim letzten Mal gezeigt, von Smoking Aces, dieser Film mit denen, wo 7 Auftragskiller einen Typen fertig machen müssen und die Auftragskiller sich dann irgendwie so gegenseitig in den Weg kommen. Den fand ich ziemlich cool und habe dann gesehen, dass der Regisseur auch noch den Film Stretch gemacht hat. Den fand ich auch ganz cool. Es geht darum, dass der Typ hier, was war denn nochmal grob die Geschichte? Der ist irgendwie, er wollte Schauspieler werden, aber das hat nicht geklappt und jetzt verdient er Geld als Limousinenfahrer. Und er chauffiert da halt oft irgendwelche Schauspieler rum und kriegt dann so den Alltag von ihnen mit. Und dann muss er aber, ich weiß gerade gar nicht, ob der Typ sich selber spielt oder ob das
Okay, Chris Pine spielt, glaube ich, nicht sich selbst. Aber Chris Pine auf jeden Fall kommt vorbei und will zu so einem exklusiven Club oder sowas gebracht werden und sagt ihm, dass er dem Fahrer richtig, richtig viel Geld gibt, wenn er den Tag durchzieht. Und es geht dann halt richtig ab. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe den 2-3 Mal geguckt, aber ich habe es nicht mehr so genau drauf, was da passiert ist. Ich weiß nur noch, dass Chris Pine irgendwie mit einem Fallschirm auf der Limousine landet und er dabei nackt ist und einen Teddybär-Rucksack trägt oder so. Auf jeden Fall ein richtig abgefuckter Film mit ein paar ziemlich coolen Szenen, die ich so noch irgendwie nicht in anderen Filmen gesehen habe. Den fand ich echt cool. So. Kenne ich nicht. Okay. Hier meinen schon ein paar Leute, die kennen den Film nicht. Der ist auch, glaube ich, nicht so bekannt. Den habe ich wirklich, wie gesagt, nur gekauft, weil ich diesen anderen Film von dem Regisseur cool fand. So, dann kommen wir, da können wir relativ viel jetzt auf einen Schlag abhaken. Und zwar, passt mal auf, das alles hier gehört zusammen. Ich habe hier nämlich Supernatural The Animation. Das habe ich, glaube ich, auch im Supernatural Video angesprochen, dass es zu Supernatural eine Anime-Serie gibt. Und zwar ist die ist von, steht es hier nicht drauf? Ich glaube, die heißen Madhouse. Das sind die, die auch den Death Note Anime gemacht haben. Und deshalb hat der Supernatural Anime auch ungefähr den gleichen Zeichenstil wie Death Note und ist eigentlich relativ cool animiert. Da hatte ich neulich mit Markus angefangen, den nochmal zu schauen. Aber irgendwie haben wir nicht fertig geguckt. Wir haben nur, was weiß ich, 5-6 Folgen oder so geschaut und dann aufgehört. Das ist bei Markus und mir oft so, dass wir irgendwas anfangen und dann einfach damit aufhören. Das ist auch irgendwie, das ist richtig komisch, weil es gibt da keine deutsche Synchro von. Man kann sich das entweder mit japanischem Ton anhören oder mit englischem. Und beim Englischen ist es auch nicht wirklich konsequent, weil das basiert ja auf der Realfilmserie. Und Jared Padalecki, der Sam in der Realfilmserie spielt, der spricht sich in allen Folgen selbst. Also Sam hat dann quasi im Anime die gleiche Stimme wie im englischen Original in der Serie. Aber Dean, der von Jensen Ackles gespielt wird, hat einen anderen Synchronsprecher, außer in den letzten 2 Folgen, da hat Jensen Ackles Dean selbst gesprochen. Das heißt, es gibt da keine einheitliche Synchro, wo Dean immer die gleiche Stimme hat. Außer du guckst es auf Japanisch. Das ist irgendwie ein bisschen weird. So, und ja, das ist hier, was ich sonst hier rumliegen habe. Das ist auch sowas, was wahrscheinlich nicht, gar nicht so, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein paar Leute stört. Mich stört es auf jeden Fall. Ich habe hier Staffel 1 bis, ich dachte, ich hätte die 10. auch gehabt. Okay, dann habe ich hier Staffel 1 bis 9 von Supernatural. Und die ersten 6 sind in einem Pappschuber, aber danach haben die sich einfach gedacht, nö, die anderen bringen wir nicht mit Pappschuber raus. Und das sieht halt im Regal richtig scheiße aus. Vor allem, der 6. ist in Deutschland, glaube ich, auch eigentlich nicht in einem Pappschuber. Deshalb habe ich den aus den UK geholt und da ist es in einem Pappschuber drin. Aber da passt dann die Seite hier nicht zusammen. Warte, kriege ich das so hin, dass man es sieht? Seht ihr das? Da stehen die Zahlen drauf von den Staffeln. Aber nur bei 1, 2, 4 und 5, weil 3 und 6 aus den UK sind. Deshalb ist das halt auch nicht einheitlich. Ich weiß nicht. Das kotzt mich immer richtig an, wenn du irgendwelche Sammlungen hast und das Zeug einfach optisch nicht zusammenpasst und es so raussticht. Weil irgendwie, es gehört ja zusammen. Es soll zusammenpassen. Das ist wie wenn du dir bei einer Buchreihe, die aus 5 Büchern besteht, kaufst du 4 mit so einem richtig schicken Einbund und der andere kommt dann irgendwie nur als Taschenbuch raus und so und ist dann nicht so groß wie die anderen. Das sieht auch immer scheiße aus. Das stört mich total. Was findest du besser, die Animationsserie oder die reale Serie? Ich finde die Animationsserie ist halt kürzer und ich finde, die Realserie hat halt später so krass abgelassen, aber ich finde die Realserie besser, aber nicht durchgehend alles von der Realfilmserie. Das kenne ich, ist bei mir auch so mit Supernatural richtig nervig. Ja, boah, ich weiß gerade nicht, ob ich noch andere Filme habe, bei denen das so ist. Florian lässt nochmal 5 Euro da, Dankeschön. Vor allem, ich sehe das hier im Chat immer, bevor es im Video... Nice.
jetzt kommt die Einblendung im Video. Deshalb, ja, trotzdem danke, schon verfrüht. Supernatural ist nicht wirklich meins, hatte mal vorgehabt, die zu schauen, aber ist dann irgendwie wieder an mir vorbeigegangen. Ja, ich habe das auch oft, dass ich irgendwie, dass ich auch oft Serien anfange, die ich vielleicht auch eigentlich ganz gut finde, aber irgendwie verläuft sich's dann und dann fange ich wieder was anderes an oder so. Ist halt manchmal so. Jensen Ackles spielt bald Batman. Ja, aber er spielt nicht Batman in einem Realfilm oder in einer Realserie oder so. Er spricht Batman in einem Cartoon. Esst mir um Gurken, fragt um welche Serie es geht. Wir haben gerade über Supernatural geredet. So. Ja gut, das war's mit Supernatural. Jetzt habe ich hier... Jetzt habe ich hier Spider-Man Homecoming. Den habe ich mal bei Prime Now bestellt, um auf den Mindestbestellwert zu kommen. Weil, ich weiß nicht mehr, was da war. Das war noch vor dem Lockdown. Das heißt, es ging nicht mal darum, irgendwie Kontakt zu anderen Menschen einzudämmen, sondern es ging einfach nur darum, ich war eine faule Sau. Vielleicht war ich auch krank. Vielleicht war ich auch krank und habe deshalb bestellt. Aber in Berlin kannst du bei Amazon Prime Now bestellen. Da kannst du halt Lebensmittel und so ein Zeug reinmachen und innerhalb von 2-3 Stunden oder so kommt es dann zu dir. Aber die haben einen Mindestbestellwert und ich kam mit dem Essen so nicht auf den Mindestbestellwert. Deshalb habe ich noch Spider-Man Homecoming dazu bestellt, damit die Lieferung bei mir ankommt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den schon angeguckt habe. Also ich hatte den Film im Kino gesehen damals. Und ich habe ihn daheim auch schon mal wieder angeguckt, aber halt wahrscheinlich irgendwie im Streamingdienst. Aber ich glaube, die Blu-ray habe ich noch nicht angeguckt. Das war wirklich einfach nur, damit ich auf den Mindestbestellwert komme. Ja, guter Film, cooler Film. Ja, ich fand den Film auch cool, aber die Blu-ray habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber eigentlich, ich weiß auch gar nicht, was habe ich für aktuelle Marvel-Filme auf Blu-ray? Gar nicht so viele, aber da bin ich eigentlich voll gespannt drauf, mir das Bonusmaterial mal anzugucken. Weil mich deshalb wirklich interessiert, wie die Filme gemacht werden. Und so wie es hier aussieht, ist auch einiges an Behind-the-Scenes-Zeug drauf. Bisher ungesehene alternative Captain America PSAs. Was sind PSAs? Weiß einer, was ein PSA ist? Keine Ahnung. So. Danke für die 2,99, Julius. So. Magst du Bioshock? Ja, ich habe hier im Hintergrund ein komplettes Bioshock-Fach, wo die Spiele drin sind, Artbook und so anderes Zeug. Als nächstes haben wir hier Taxi Driver. Da habe ich letztes Mal schon drüber geredet. Letztes Mal im Stream habe ich euch King of Comedy gezeigt, den ich mir gekauft hatte, weil als Joker rauskam 2019 habe ich sehr oft gelesen, dass der sich sehr inspirieren hat lassen von Martin Scorsese-Filmen, wie zum Beispiel Taxi Driver oder King of Comedy. Und Taxi Driver ist so ein Klassiker, der oft in irgendwelchen Film-Top-Listen so auftaucht, den einige richtig gut finden. Und ich hatte den noch nie wirklich nachgeholt, deshalb habe ich mir den dann halt auch zusammen mit King of Comedy auf Blu-ray gekauft und haben wir einen Filmabend gemacht und den direkt mit mehreren Leuten angeschaut. Das war noch vor Corona. Da war das noch in Ordnung. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ist so ein Film, den musste ich mir nochmal angucken. Ich weiß nicht, wenn ich einen Film einmal gucke, beim ersten Mal versuche ich immer so die Story irgendwie aufzunehmen und zu verstehen, was da passiert und so. Und beim zweiten Mal achte ich dann eher auf Details wie, okay, wie ist die Szene inszeniert, wie spielt die Musik mit der Handlung irgendwie überein, wie ist dies und das. Und Taxi Driver hat mich nicht so mega krass von den Socken gehauen. Das kann aber auch einfach nur daran liegen, dass der davor schon so krass groß angepriesen wurde. Und ich dann dachte, der muss ja mega, mega krass sein. Und wenn du mit solchen Einstellungen, mit so einer Sichtweise an den Film rangehst, ich glaube, dann kann man eigentlich fast nur enttäuscht werden. So. Kannst du deine Spielesammlung zeigen? Weiß nicht, ich habe halt nicht so viele. So viele Sachen habe ich, glaube ich, nicht hier.
weil das meiste Zeug hole ich mir halt inzwischen irgendwie digital, dass ich es bei Steam oder sowas habe oder bei Epic oder kauf's mir im PlayStation Store. Deshalb, so viel habe ich nicht hier. Aber vielleicht, wenn Interesse besteht, kann man das mal machen. So, ach, weil wir gerade bei Marvel waren, was hältst du von Falcon and the Winter Soldier? Ich finde die Serie eigentlich ganz cool, aber wir haben gestern die aktuelle Folge geguckt und die war halt, irgendwie fand ich sie schon gut, aber gleichzeitig war sie auch ultra vorhersehbar. Also wir haben die ganze Zeit geraten, was gleich passiert und dann ist es halt wirklich passiert. Die ist halt so, das ist, finde ich, ist oft das Problem bei solchen Marvel-Sachen. Da sieht man halt immer so, es gibt ja diese Formeln, nach denen Filme gemacht werden mit Aufbau und dann hast du irgendwo einen Höhepunkt und dann fällt's ab und es gibt meistens so die gleichen Origin-Geschichten laufen meistens gleich ab, dass, oh, dann verliert irgendjemand einen Familienangehörigen oder einen Freund und das ist dann seine Motivation, stärker zu werden oder so. Es gibt halt immer solche Formeln, die sich durchziehen und ich finde, bei Marvel merkt man sehr oft, wie stark es sich an dieser Formel entlang gehangelt wird, ohne große Risiken einzugehen. Und das ist halt, finde ich, bei der Serie merkt man das auch sehr. Ich habe gestern einen richtig guten Film gesehen, der heißt The Experiment. Ich glaube ich, wahre Begebenheit. Der sagt mir gar nichts. Wo hast du den denn geguckt? Gibt es den auf Netflix oder so? Nice. Florian lässt schon wieder 2 Euro da und sagt, Taxi Driver soll ähnlich wie The Transporter sein. Naja, also von der Geschichte her finde ich gar nicht. Weil bei Taxi Driver hast du ja diesen Typen, Robert De Niro, der, wie war denn das nochmal? Der verguckt sich doch in so eine Wahlhelferin, die von so einem, die eine Kampagne irgendwie leitet oder mitarbeitet von einem Typen, der Bürgermeister werden will oder so. Und, wie war das? Und gleichzeitig lernt er irgendwie, war das Jodie Foster oder so? Die war da aber noch richtig jung. Er lernt da irgendwie so eine Teenagerin kennen, die aber, weiß nicht, wurde die sexuell belästigt oder wurde die, ist die auf den Strich gegangen oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Bei Transporter ging es doch eher darum, dass er eine Person transportieren muss. Und bei Taxi Driver geht es halt eher um den Typen, der sich in jemanden verliebt hat und sehr obsessiv in die Person verliebt ist und dann, weiß nicht, das ist, glaube ich, geht schon ein bisschen eher in eine andere Richtung. So. Okay, diesen Experiment gibt es anscheinend auf Netflix. Ja. Aber war der gut? Warte, was hattest du denn dazu geschrieben? Ach so, doch, du hast geschrieben, einen richtig guten Film. Ja, okay. Was ist deine Meinung zu Jurassic Park? Da kommen wir später noch zu, weil ich Jurassic Park auch in meiner Sammlung habe. Da würde ich dann einfach später drüber reden, wenn ich den Film auch hier zeige. So, dann habe ich hier Terminator Salvation bzw. Terminator die Erlösung. Der vierte Teil, der als erstes aus der Reihe so ein bisschen ausgebrochen ist, weil er nicht Arnold Schwarzenegger als Hauptperson oder als Hauptfigur drin hatte, sondern der spielt halt auch in dieser Zukunft. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich kann mich hauptsächlich daran erinnern, dass es da diesen Behind-the-Scenes-Clip gibt, bei dem Christian Bale so mega ausgerastet ist und irgendwie einen Statist oder so oder irgendeinen Kameramann oder sowas angemault hat, weil der im Hintergrund rumgelaufen ist. Kennst du den Film Let the Right One In? Nee, sorry, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ja, Terminator, ich glaube, der ist ziemlich viel zwiegespalten, die Meinung der Leute, wie sie den finden. Ich habe schon sehr oft gehört, dass den Leute schlecht finden. Kann ich auch nachvollziehen, warum man den nicht mag. Der ist halt schon sehr anders als die anderen. Aber ich glaube, ich fand den damals gar nicht so scheiße. Ich müsste mir den nochmal angucken. Ich müsste mir allgemein die Terminator-Reihe nochmal angucken. Ich glaube, ich fand den ganz okay. Arnold Schwarzenegger spielt nicht mal mit. Ja, der kommt ja nur als CGI-Arnold vor. Da kommt ja so ein
junger CGI-Arnold, der dann rumläuft und da gibt es doch irgendwie so einen Kampf in der Fabrik. Also ich weiß, dass halt so ein CGI-Arnold mit im Film dabei ist. So, bleiben wir direkt mal bei Terminator. Ich habe hier Terminator SEC, die komplette zweite Warum denn die zweite Staffel? Habe ich nicht die erste? Ich glaube, die erste hatte ich mal auf DVD und die zweite habe ich mir dann auf Blu-ray gekauft. Aber ich habe die zweite Staffel noch nicht geguckt. Also die erste hatte ich damals auf jeden Fall gesehen, aber die zweite habe ich nicht geguckt. Ich glaube nur die erste Folge. Ich glaube, in der ersten Folge von Terminator SEC Staffel 2 ist da gab es so einen dramatischen Opening-Moment, wo irgendwie jemand, ich glaube, so ein gegnerischer Terminator kommt da in so ein Motel rein oder so, in so ein Hotelzimmer oder so, und dann gibt es so eine Sequenz, wo die irgendwie in Zeitlupe rumlaufen. Aber das ist ich hasse das. Das gibt's auch bei Freddy vs. Jason sehr oft. Diese Zeitlupe, die nicht wirklich smooth ist, dass die Bewegung so langsam ist, sondern diese Zeitlupe, wo dann einfach zwischendrin, das sieht dann aus wie so eine Dia-Show, dass du dann ein Frame hast, wo die Hand zum Beispiel hier ist, dann hast du den nächsten Frame, wo sie da ist und dann da, und das wird dir als Zeitlupe verkauft. Dass du nicht wirklich dieses langsame Gefühl hast, sondern dass es einfach so abgehackt mit mehreren Frames ist, die, ja. Und das war, ich weiß noch, das war ganz schlimm am Anfang dieser Serie und dann dachte ich so, Alter, wie scheiße sieht das denn aus? Und dann habe ich irgendwie nicht weitergeguckt. Ja. Das ist schade. Das ist bei Freddy vs. Jason gibt es das auch sehr oft, dass in solchen hektischen Momenten, ich glaube zum Beispiel gerade in dieser Szene, als Jason dann, als Jason in Brand gesteckt wird und bei dieser Rave-Party im Maisfeld, als er dann rausrennt und die Leute umbringt, da gibt es auch sehr viele solche Zeitlupe-Shots, wo dann alles mit so komischen Frame-by-Frame-Bildern irgendwie gezeigt wird. Das finde ich immer so unangenehm zum Anschauen. Die habe ich angefangen und nie zu Ende geguckt, schreibt Fisch HD. Ja, ich weiß noch, die wurde ja auch, glaube ich, abgesetzt nach der zweiten Staffel. Ich weiß nicht, ob die jetzt nach der zweiten Staffel dann richtig einen Abschluss hat, wo die Geschichte auch zu Ende ist, oder ob das dann quasi so ein Open End ist, wo es dann eigentlich noch weitergehen sollte, aber die Geschichte wurde einfach nie zu Ende erzählt. Deshalb, ich weiß auch nicht, ob es sich dann so krass lohnt, die Serie überhaupt noch fertig zu gucken. So, jetzt kommen wir in die Vampirecke meiner Filmsammlung, beziehungsweise Seriensammlung. Ich habe hier, oh mein Gott, also, ich zeige euch das einfach mal. Ich habe hier True Blood auf Blu-ray, die Serie, die ersten drei Staffeln. Und ich habe noch nie eine Folge von dieser Serie geguckt. Ich hatte damals so einen Vampir-Hype. Ich habe irgendwie, was weiß ich, das war 2011, 2012 oder so. Da hatte ich gerade nochmal Twilight geguckt und habe auch die Bücher zum Teil gelesen. Und ich habe Vampire Diaries, die Serie, geguckt. Und irgendwie war ich dann im Vampir-Hype und ich hatte gelesen, dass True Blood richtig gut sein soll. Das ist halt so eine HBO-Serie mit Vampiren, aber es geht irgendwie darum, dass Vampire und Menschen zusammenleben oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich das bei eBay gesehen, da hat jemand die ersten drei Staffeln, glaube ich, verkauft in einem Paket und es war relativ billig und dann dachte ich mir, boah, cool, da hast du schon viel Gutes drüber gehört, kaufe ich einfach mal, weil hat nicht viel gekostet und seither steht es bei mir im Regal rum und ich habe noch nie so eine Blu-ray von denen in mein Laufwerk gesteckt. Ich habe noch nie eine Folge von True Blood gesehen, aber ich habe drei Staffeln davon zu Hause. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ich weiß halt nichts über die Serie, außer dass irgendwie Vampire und, dass es um Vampire und Sex und was weiß ich was geht. Habe ich noch nie gesehen. Hat einer von euch True Blood geguckt? Ist es gut? Sollte man sich das mal anschauen? True Blood habe ich alle Staffeln und alle Folgen dreimal durch. Ich mag die total, schreibt JD's Pausbäckchen. Okay, ja. Ich weiß nicht, also ich fand ja schon Vampire Diaries ganz cool, obwohl das auch eher so ein Guilty Pleasure ist, weil die ist halt schon auch ziemlich trashig teilweise, die Serie. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass True Blood so eine wirklich gute Serie ist. Deshalb weiß ich nicht. Vielleicht gucke ich mir die mal noch an, aber bisher habe ich das noch nicht gemacht.
wie findest du Game of Thrones? Die fand ich anfangs echt cool. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mal mit der Serie angefangen habe. Ich hatte da schon einige Freunde, die geguckt haben. Und die meinten, die wäre richtig gut. Und man hat auch im Internet immer Gutes darüber gelesen. Aber irgendwie habe ich nie damit angefangen. Ich glaube, ich habe erst mit Game of Thrones angefangen, als es schon 4 Staffeln oder so gab. Und dann fand ich es richtig geil. Aber danach, irgendwann, ich glaube, bei Staffel 5 ging es dann los, dass ich immer mehr dachte, irgendwie finde ich es nicht mehr so ganz cool. Und von der letzten Staffel war ich dann halt so richtig enttäuscht. Also, weiß nicht. Wir hatten auch, als die letzte Staffel rauskam, hatten wir nochmal zusammen mit der WG irgendwie angefangen, einen Rewatch zu starten und haben nochmal von Staffel 1 angeguckt. Und die erste Staffel haben wir dann auch nochmal durchgeschaut, aber dann kam halt irgendwann das Serienfinale raus und irgendwie war dann halt voll die Motivation bei uns weg, die Serie nochmal zu gucken, weil wir alle so enttäuscht waren. Bitte hör auf, Vampirfilme sind gar nicht mein Gebiet. Verstehe nicht mal, was die Filme für einen Sinn haben sollen. Ich finde, es kann halt schon ganz coole Vampirfilme und so geben. Ich finde, so mit Vampiren, das ist auch eigentlich eine coole Thematik, ich mag diese Vorstellung von Leuten, die halt so uralt sind, aber nicht so uralt aussehen. Weißt du, die dann irgendwie schon voll viel Erfahrung gemacht haben. Und ich finde zum Beispiel auch die Elben in Herr der Ringe voll faszinierend, die einfach tausende Jahre alt sind, weil die unsterblich sind. Und dann hast du halt Elrond, der damals den Krieg irgendwie mit angeführt hat, an vorderster Front mit dabei war, als sie gegen Saurons Armeen gekämpft haben. Und dann hast du den einfach 3000 Jahre später, wie er mit Frodo redet und so, ja, ich war damals dabei, als Sauron halt gefallen ist und so. Das finde ich immer cool, wenn du halt so alte Leute hast, die dann schon ganz viel miterlebt haben. Und bei Vampir-Sachen kann man das halt irgendwie richtig cool machen. Da kannst du dann auch immer so coole Vergangenheitsmomente machen, so Flashbacks, wo sie dann irgendwie im Mittelalter mit dabei sind oder so. Das fand ich bei Vampire Diaries halt immer cool. Da haben sie dann auch solche Flashbacks gemacht, gerade als diese Originals dazu kamen, die Urvampire, mit denen es angefangen hat. Weil die waren halt irgendwie, die hatten, glaube ich, einen keltischen Ursprung oder so. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Die haben auf jeden Fall so Wikingerartig irgendwie gelebt. Das fand ich halt cool, dass du dann diese Flashbacks immer mit denen machen kannst. Das finde ich ganz geil. Hast du schon Attack on Titan gesehen? Nee, ich habe noch nicht eine Folge von Attack on Titan gesehen. Noch gar nichts. Ich habe auch nicht diese Realfilme oder sowas dazu geguckt. Was sagst du zu den sogenannten Snuff-Filmen? Ich finde das ganz interessant. Ist nicht so wirklich meins. Vor allem, nee, mag ich nicht. Ich glaube, der edgy Daniel früher, so mit 18, 17, 16, hätte ich das wahrscheinlich auch noch cool gefunden. Aber inzwischen, nee, muss ich mir nicht angucken. So, warte, wo bin ich? Ach, hier. Wo wir gerade bei Vampiren waren, geht's auch mit Vampiren weiter. Ich habe hier Twilight und New Moon. Ich hatte damals, okay, don't judge me, guys. Ich war damals in der Schule in eine Klassenkameradin verknallt, die richtiger Twilight-Fan war. Und ich dachte, wenn ich mich auch mit Twilight auseinandersetze, dann haben wir vielleicht was, worüber wir reden können. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob... Das war, glaube ich, eine der ersten Blu-rays, die ich gekauft habe sogar. Ich weiß noch, als ich Twilight gekauft habe, war ich 16 Jahre alt. Und ich bin dann an der Kasse gewesen und wollte mir das kaufen. Und die Frau an der Kasse fragt mich, ob ich denn schon 12 bin. Weil ab 12 ist. Ich war da 16. Und ich sah nicht so jung aus. Also ich sah auf jeden Fall nicht aus wie 12. Ich dachte, die will mich verarschen. Aber ja, die hat mich tatsächlich gefragt, ob ich schon 12 bin. Ja. Ich durfte neulich mit meiner Freundin die letzten Twilight-Filme gucken. Ich habe nicht alle gesehen. Die ersten zwei habe ich gesehen, weil ich die halt auch auf Blu-ray hatte. Den dritten habe ich damals nicht geguckt, weil es war so, ich habe erst die ersten zwei Filme gesehen. Dann habe ich die ersten zwei Bücher gelesen. Und beim dritten Film dachte ich mir, den gucke ich erst, wenn ich das Buch gelesen habe. Ich will einmal das Buch davor gelesen haben, bevor ich den Film gucke. Aber dann habe ich das Buch nach der Hälfte oder so aufgehört und habe den dritten Film nie geguckt und dann habe ich auch die anderen Filme nie geguckt. Und Anni hat neulich mit mir die letzten zwei Filme geschaut. Also es gibt 5 Twilight-Filme
Der letzte ist wie bei Harry Potter, ist halt ein Buch in zwei Filme geteilt worden. Das heißt, ich habe den ersten gesehen, den zweiten gesehen, den dritten habe ich nicht gesehen, aber die letzten zwei habe ich dann wieder gesehen. Und ich finde die nicht so geil. Also, was? Ich höre hier aus dem Hintergrund Andi schon was rufen. Ich fand die früher, als ich so versucht habe, mich reinzulesen und so, da fand ich die ganz okay. Aber inzwischen, nee. Ich weiß noch, wir haben mal versucht, Anni und ich haben mal versucht, den ersten Teil zusammen zu gucken. Und ich fand den so schrecklich. Jammer lässt 2 Euro da. Let the Right One In ist ein Vampir-Drama/Horror. Let the Right One In. Ist der gut? Oder ist dir der nur eingefallen, weil das halt ein Vampirfilm ist? Warte, was hattest du denn vorhin dazu geschrieben? Ach nee, ich weiß gerade nicht mehr, was du vorhin dazu geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob du da schon eine Wertung dazu gelassen hast, ob der Film gut ist und man sich den anschauen sollte. Bleibt der Stream online? Ja, ich habe nach dem letzten Stream mit meinen Kanalmitgliedern mich beraten. Und wir meinten, dass solche besonderen Streams, die vielleicht für mehrere Leute interessant sind, dass wir die ausnahmsweise öffentlich online lassen können. Ansonsten sind die Streams nämlich immer nur für Kanalmitglieder nachträglich einzusehen. Aber die Filmsammlung, die Streams bleiben nachher offline. Die könnt ihr also auch nachholen. Falls ihr jetzt irgendwie nachher, falls ihr einen wichtigen Termin habt oder so am Sonntag und denkt, boah, scheiße, dann verpasse ich den Rest. Ihr könnt es auch nachträglich dann einfach morgen oder übermorgen oder in einem Jahr angucken. Wie findest du Nosferatu? Den kenne ich eher aus der Popkultur. Ich kenne die Filme nicht. Gibt es da überhaupt mehrere Filme? Ich kenne nur die Figur. Ich weiß, dass er in der SpongeBob-Folge in der großen Krabbe das Licht immer an- und ausgemacht hat. Aber ich habe Nosferatu, Filmserie, was das ist, habe ich nicht gesehen. Jammer schreibt, der ist sehr gut. Empfehlung. Warte, ich schreibe mir das mal auf, damit ich das nicht vergesse. Let the right one in, okay. So, machen wir weiter mit Alfred Hitchcocks Vertigo. Warum habe ich mir... Ich habe halt immer so... Es gibt so ganz viele bekannte alte Filme, so Klassiker, die man eigentlich kennen sollte, wenn man Filmfan ist und wenn man sich nicht nur die neuen Sachen angucken will. Und Vertigo ist halt einer dieser Klassiker, allgemein die Hitchcock-Filme. Und von Hitchcock habe ich noch gar nicht so viel gesehen. Ich habe früher mal Psycho gesehen, den fand ich halt ganz cool. Und über Vertigo habe ich sehr, sehr viel Gutes gehört und dass das irgendwie Hitchcocks bester sein soll. Deshalb habe ich mir den dann mal auf Blu-ray gekauft und habe den auch angeguckt. Aber ich fand den gar nicht so gut. Ich habe nur Lobeshymnen auf diesen Film gehört, dass Leute meinen, oh, das ist der beste Film, den Hitchcock je gemacht hat und so ein guter Film. Und ich habe mir dann auch Videos angeguckt, warum Leute den so gut finden und was Hitchcocks Stil da so irgendwie besonders ausmacht. Und man muss sagen, ich kann viele Punkte nachvollziehen, die Leute da gut fanden. Und dass auch gerade die Kameraarbeit und so ein paar Sachen, die Hitchcock irgendwie macht. Und dass da sehr existenzielle Fragen aufgestellt werden, wie es geht darum, dass dieser Typ, der verliebt sich in die hier. Wie heißen die? Marion Crane? Oder ist Marion Crane die aus Psycho? Ich weiß es gar nicht. Er verliebt sich auf jeden Fall in diese Frau. Und diese Frau, die stirbt dann aber. Und er trifft dann aber zufällig eine, die genauso aussieht wie sie. Nur halt, dass sie einen anderen Kleidungsstil hat. Und dann, ich will jetzt noch nicht den Plot-Twist irgendwie verraten oder so, aber er
er sieht dann in dieser anderen Frau, die in die er früher verliebt war, und versucht die dann immer so zu ändern, dass sie aussieht, wie sie es früher war. Und da kannst du dann voll viel reininterpretieren mit, liebt er wirklich diese neue Frau oder liebt er sie nur, weil er sie manipuliert und abändert, dass sie so aussieht wie etwas, was er von früher kennt oder so. Dass du da halt richtig viele irgendwie, dass man sehr viel in diesen Film reininterpretieren kann. Aber ich fand die Geschichte halt einfach total dumm. Ich fand, also, wie die Frau stirbt, ist halt so, also manche Sachen fand ich echt total dumm. Ich weiß nicht mehr, wie genau das war. Irgendwas wurde da aufgeklärt mit, die ist vom Glockenturm runtergefallen oder sowas, aber irgendwas fand ich da richtig bescheuert. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich fand die Geschichte an sich, den Plot, den fand ich irgendwie dumm, aber ich kann verstehen, warum das drumherum und wie der Film gemacht ist und so, warum das so gelobt wird. Aber so rein von der Geschichte her mochte ich den Film nicht so. Ich weiß jetzt gar nicht, muss mal gucken, ob hier jetzt Leute, habt ihr, ob hier Leute sind, die Vertigo auch richtig gut finden oder ob ich da der Einzige bin. Oh. Ich glaube, hat hier überhaupt keiner was zu dem Film? Habt ihr den einfach nicht gesehen? Vielleicht ist das völlig die falsche Zielgruppe. Ja. Ich weiß nicht. Ich fand den nicht so geil. Aber ich finde es faszinierend, solche alten Filme auf Blu-ray zu gucken, wenn die dann restauriert wurden und die halt so richtig gut aussehen. Da hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich ein Video zu machen soll, weil ich fand es halt, ich weiß noch, wie geflasht ich war. Das kann ich euch nachher erzählen. Da kommt auch noch ein Film dazu, wo das irgendwie besser passt. So, dann haben wir hier, hier sind ein paar Sachen, so ein paar Fragen, die überlese ich, weil ich weiß, dass die Sachen, nach denen ihr fragt, die sind später noch in meiner Filmsammlung dabei. Gehe ich auf manche Sachen, die ihr schreibt, noch nicht ein, weil ich weiß, dass genau das, was ihr fragt, nachher sowieso kommt. Aber hier wurde zum Beispiel gefragt, ein paar Mal, wie ich Westworld finde. Westworld, die Serie fand ich richtig cool. Da habe ich aber auch aus irgendeinem Grund die zweite Staffel noch nicht geguckt. Also die erste fand ich echt super. Die habe ich auch schon, ich habe sie anderthalb Mal gesehen. Also ich habe sie einmal ganz geguckt und dann habe ich nochmal angefangen, aber sie nicht fertig geschaut. Da muss ich auch unbedingt weiter gucken. Ich glaube, von Westworld gibt es ja inzwischen auch schon die dritte Staffel, wenn nicht sogar schon die vierte oder so. Aber ja, die will ich auf jeden Fall mal noch weiterschauen. So, dann habe ich hier The Walking Dead. Von Walking Dead habe ich aber nur zwei Staffeln auf Blu-ray. Die erste wieder in so einem richtig schicken, glänzenden Pappschuber. Ich weiß nicht, ich mag solche Pappschuber. Ich finde das richtig hübsch. Das ist jetzt vielleicht was wieder hauptsächlich mich stört und den meisten Leuten egal ist, aber was ich an The Walking Dead der ersten Staffel überhaupt nicht mochte hier bei, zumindest auf der Blu-ray. Also die Staffel an sich fand ich echt gut. Auch wenn ich die zweite mehr mag, ich mag dieses ganze Scheunen-Szenario, also wo die auf der Farm leben. Aber was mich richtig ankotzt ist, ich schaue halt gern Sachen im Originalton und meistens mache ich dann halt englische Untertitel an, weil das habe ich mir früher so angewöhnt, als ich Englisch gelernt habe. Das meinte mein Lehrer, dass man sich dann am besten Sachen auf Englisch angucken soll und dann sollte man das, wenn man es lernen will, nicht mit deutschen Untertiteln gucken, sondern mit englischen, weil du dann halt zum einen, man lernt ja durchs Hören, lernst du die Sprache, aber du lernst auch durchs Lesen und dann hast du irgendwie, einmal hörst du die Wörter und du liest sie gleichzeitig, dadurch kann man sich die besser merken und dann kommt man auch besser und weiß man halt auch direkt, wie man die ausspricht oder so und oft nuscheln die Leute halt irgendwie, gerade wenn es irgendwas die Amis haben ja auch total viele Dialekte, gerade wenn die irgendwie in Texas sind und so Hillbillies reden oder so. Verstehe ich oft einfach nicht, was die sagen. Oder, Alter, wir haben The Lighthouse geguckt mit Willem Dafoe und, wie heißt er? Robert Pattinson, genau. Und, Alter, den ohne Untertitel gucken auf Englisch, das kannst du auch nicht machen. Wie krass die reden, versteht man kein Wort. So, bei The Walking Dead aber, du kannst es zwar auf Englisch gucken, aber die haben nur deutsche Untertitel. Und weiß nicht, das nervt mich halt total. Ich verstehe auch nicht, warum man da nicht einfach englische Untertitel mit draufpacken kann.
Hier bei Staffel 2 auch. Sprachen, Deutsch, Englisch, Untertitel, Deutsch. Warum packt man nicht auch einfach englische Untertitel mit drauf? Ja. Bei Walking Dead muss ich auch mal noch die letzten Folgen jetzt nachholen. Die hatte ja jetzt eine längere Pause. Ich glaube bis Folge 16 die letzte Staffel. Und dann ging es nochmal weiter. Und ich glaube, ich habe Folge 17 gesehen. Aber die danach kamen, noch nicht. Und es ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass die raus sind. Ich muss mal noch Walking Dead auf den aktuellen Stand gucken. Wer ist dein Lieblings-The Walking Dead-Charakter? Boah, das ist schwierig. Boah, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, ich mag Daryl irgendwie. Hauptsächlich, weil ich mag Armbrüste und Pfeile und Bogen und so ein Shit. Und weiß nicht, Daryl ist halt so der Biker mit der Armbrust. Das ist halt schon cool. Ansonsten, ich muss sagen, dass mir Negan inzwischen richtig ans Herz gewachsen ist. Also anfangs fand ich den, es ist sehr leicht, ihn zu hassen. Er ist ein richtig guter Bösewicht. Ich finde, man hasst ihn, aber er ist halt trotzdem richtig gut als Bösewicht. Ich weiß nicht, ich finde, Negan hat die Serie total interessant gemacht. Und jetzt aktuell finde ich ihn eigentlich auch ganz cool, so wie er jetzt noch irgendwie mit dabei ist. Deshalb, Daryl und Negan finde ich ganz cool. So, dann habe ich hier Wanted. Zu dem Film habe ich auch eine lustige Geschichte. Den habe ich damals im Kino gesehen. Und ich glaube, der kam an meinem 15. zu meinem 15. Geburtstag in... Ich habe mir zum Geburtstag gewünscht, den zu sehen. Da muss ich jetzt auch mal ein allgemeines Problem der Trailerkultur irgendwie... Es gibt ja von Filmen ab 18 oft zwei Trailer. Es gibt einen Red Band Trailer, ich weiß nur, dass die in Amerika so heißen, und es gibt einen Green Band Trailer. In einem Green Band Trailer sind halt die ganzen blutigen, brutalen Sachen draußen. Das ist dann ein Trailer, der Jugendfreigabe hat, wo halt der Film angepriesen wird, ohne zu zeigen, wie brutal der ist, weil du den ja auch zum Beispiel im Fernsehen ausstrahlen willst. Und du kannst mittags im Fernsehen halt nicht irgendwie ausstrahlen, wie jemand geköpft wird oder sowas. Deshalb gibt es dafür diese harmloseren Trailer. Und ich habe halt früher diese harmlosen Trailer von Wanted gesehen, wo irgendwie die Szene kam, wo sie irgendwie mit dem Auto driftet und die Tür aufmacht und den Typen dann auffängt und der dann im Auto sitzt und sie wegfahren. Und ich dachte so, boah, cool, es ist halt ein geiler Actionfilm mit irgendwie krassen Stunts und so. Und da habe ich meine Eltern gefragt, ob ich zum Geburtstag, ob wir da ins Kino gehen können und den Film schauen können. Und ich war, glaube ich, 15. Mein kleiner Bruder ist auch mitgegangen und der war 12. Und wir haben uns, das war halt noch, wir hatten da nicht wirklich Internet irgendwie zu der Zeit und da hat man sich halt nicht irgendwie schlau gemacht über die Filme. Deshalb meine Eltern so, ja, können wir machen. Und dann sind wir ins Kino und wir kamen ein bisschen zu früh an, haben schon gezahlt und die Vorstellung davor lief noch. Wir waren vor unserer Vorstellung da und als gerade noch das Ende vom Film lief. Und das haben wir irgendwie nicht geschnallt und haben uns reingesetzt und haben dann halt schon die Endschlacht vom Film gesehen. Und die geht halt richtig ab. Da sind so lauter kleine Ratten, die irgendwie Sprengstoff an sich dran haben und dann explodieren die und dann siehst du lauter platzende Ratten und dann kommt so ein Typ rein und nimmt irgendwie eine Pistole und schießt einem anderen in den Kopf und dann sprengt von dem die Hälfte vom Kopf raus und er nimmt dann die Waffe und steckt die in die Augenhöhle rein und nimmt den dann als Schutzschild und knallt dann währenddessen andere ab. Das war so fucking brutal und da fliegen dann irgendwie Körperteile rum und sowas und ich sitze da mit 15 und mein Bruder sitzt da mit 12 im Kino und wir gucken uns das so an und ich dachte so, wow, what the fuck? Ich dachte vom Trailer, das wäre halt irgendwie so ein cooler Actionfilm mit ein paar Autostunts oder so. Aber der war richtig blutig. Und als dann die Vorstellung, also als der Endkampf dann vorbei war, sind dann halt Leute aufgestanden und ich glaube ein Pärchen, so ein Ehepaar hat dann meine Eltern angeschnauzt, warum die mit mir und meinem Bruder in so einen Film gehen. Aber wir wussten halt einfach nicht, dass das so ein brutaler Film ist. Und ja, aber wir haben den dann trotzdem nochmal von vorne geguckt, komplett. Ich fand den richtig cool. Vor allem dieses mit um die Kurve schießen und so. Also die machen da diesen komischen, das war irgendwie der Move, der auch im Trailer so immer gezeigt wurde, dass die irgendwie die Waffe nehmen und dann machen die so krasse Trickshots, dass die Kugel dann so um die Ecke fliegt und ja.
also weiß nicht, ich fand es richtig geil. Und da ist halt so viel Zeitlupe drin und ich bin ein richtiger Fan von richtiger Zeitlupe. Nicht so wie das bei Terminator, was ich vorhin meinte, wo dann irgendwie Frame für Frame das abgeschnitten ist, sondern so richtig schöne Zeitlupe. Und da gibt es in dem Film halt auch einiges von. Es gab auch ein Spiel zu dem Film, was in Deutschland aber irgendwie richtig, ich weiß nicht, ob es in Deutschland indiziert war oder einfach nur krass zensiert, aber ich hatte das dann aus Österreich geholt. Es war so zu der Zeit, als ich öfter mal Spiele aus Österreich geholt habe, weil die da halt unzensiert waren. Und bei dem Spiel konntest du halt auch so cool um die Ecke schießen und manchmal gab es so eine coole Zeitlupe und dann hast du irgendwie den Headshot besonders cool gesehen oder so. Ja, ja, den könnte ich auch mal wieder gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch wirklich gut finde, aber ich weiß, dass ich die Action-Szenen immer richtig, richtig geil fand in dem Film. Den habe ich früher auch öfter mal geguckt. Gibt's bei euch Leute, die Wanted gesehen haben? Mochtet ihr den? Ist es schwer für dich, wenn Lieblingscharaktere aus Filmen oder Serien sterben? Puh. Das kommt drauf an. Wenn sich ein Tod irgendwie... Manchmal rege ich mich dann auch eher darüber auf, weil manchmal gibt es so diese Tode, wo man denkt, der war total unnötig. Der hätte jetzt eigentlich nicht sterben müssen oder so. Aber gerade, ich überlege gerade, was gab es denn für Charaktere, die ich sehr mochte, die gestorben sind? Ich weiß nicht, ob Vader zählt. Vader fand ich schon cool, aber fand ich jetzt nicht so schlimm, als er gestorben ist. Ich glaube, mich hatte damals tatsächlich der Tod von Padme mehr mitgenommen als der von Vader, weil ich Padme sehr mochte. Ich war als Kind richtig in die verknallt oder als Teenager. Florian, danke für die 5 Euro. Ich war von Columbia total überrascht, weil solche Filme kennt man ja nur, wenn Männer die Hauptrolle spielen. Aber dass eine Frau die spielt, war geil. Meinst du diesen Columbianer? Also der mit Zoe Saldana oder wie die heißt, wo sie irgendwie so eine Killerin oder sowas spielt, die, ich weiß gar nicht mehr, was da die Geschichte war, genau. Aber ich kenne diesen Kolumbianer-Film mit Zoe Saldana, die von, die bei Guardians of the Galaxy zum Beispiel mitspielt oder bei Avatar. Mir fällt gerade auf, dass die in voll vielen so großen Filmen dabei war und da immer so ein CGI beziehungsweise total krass geschminkten Charakter gespielt hat. In Avatar war sie ja so eine Navi, da war sie komplett blau und CGI, glaube ich. Und in Guardians of the Galaxy ist sie Gamora und halt komplett grün angemalt. Natalie Portman ist auch wunderschön. Ja, genau, ich war deshalb, also in Episode 1 und 2, ich war mega in die verknallt. Ich glaube, deshalb hat mich auch der Tod von Padme dann so mitgenommen. So, dann habe ich hier wir. Oder Ass. Den habe ich... Warum habe ich mir den nochmal gekauft? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den... Habe ich den auf Blu-ray geguckt? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den mal online gesehen habe und mir den dann gekauft habe. Oder ob ich den... Nee, ich glaube, es war so, ich wollte den online gucken. Aber manchmal nimmt Netflix ja Filme wieder raus und dann irgendwie wieder rein oder so. Ich hatte, glaube ich, in Erinnerung, dass es den auf Netflix gibt und wollte den dann gucken. Dann hatten die den auf Netflix aber nicht mehr. Also habe ich ihn bestellt und dann kam er doch wieder auf Netflix oder so. Das heißt, ich hatte dann die Blu-ray zu Hause, habe den aber der Einfachheit halber doch auf Netflix geschaut. Das heißt, die Blu-ray hatte ich, glaube ich, auch noch nicht drin. Habe ich noch nicht, also ja, das Bonusmaterial und so habe ich auch noch nicht gesehen. Den Film fand ich, ich weiß, dass viele den mega gut fanden und mich haben auch einige gefragt, ob ich mal eine Review zu dem Film machen soll oder so. Aber ich glaube, den müsste ich mir auch nochmal anschauen, weil eben wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich beim ersten Mal eher so versuche, die Geschichte zu verstehen und dann beim zweiten Mal achte ich eher drauf, was vielleicht den Film so besonders macht oder wie dann irgendwie die Kameraarbeit ist oder so. Ich weiß, dass ich ihn beim ersten Mal ganz cool, also ja, schon gut, aber jetzt nicht so mega krass fand. Ich hatte vor allem gedacht, dass der Film eher
ich hatte mir eine andere Art von Grusel irgendwie vorgestellt. Der ist schon creepy, der Film, aber nicht so auf diese Art, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ja, kann man sich schon auf jeden Fall angucken. Werde ich wahrscheinlich auch mal irgendwann nochmal machen. Und weiß nicht, vielleicht mache ich dann auch mal ein Video dazu. Ich weiß halt, dass ich... Jordan Peele hat ja auch Get Out gemacht, steht ja auch hier drauf. Und Get Out mochte ich halt nicht wirklich. Get Out war, finde ich, so ähnlich wie Vertigo. Ich fand die Geschichte halt irgendwie total... Ich mochte die Geschichte nicht so, aber ich kann verstehen, warum das drumherum, um die Geschichte herum, wie der Film gemacht ist, warum das so gelobt wurde und warum das so viele mochten. Ich fand es halt irgendwie sehr vorhersehbar, die Geschichte, und manche Sachen fand ich irgendwie so ein bisschen so wirklich. Also, dass der Typ zum Beispiel in der Familie ankommt, und ich fand das Foreshadowing ein bisschen zu krass. Dass so, oh, wir haben hier Familienfotos und hier ist ein Foto von unserem, was weiß ich was, Opa aus der Olympiade, die zufällig zu Nazi-Zeiten in Deutschland war. Ich finde, es hat einem so die ganze Zeit zu krass ins Gesicht gemalt, dass die Familie mega weird ist und dass die eventuell rassistisch sein könnten und dass die eventuell nichts Gutes mit dem vorhaben. Ich finde, ja, manche Sachen fand ich da irgendwie ein bisschen zu offensichtlich oder zu plakativ. Deshalb, Get Out fand ich nicht so cool. Ich fand Wir aber auf jeden Fall besser als Get Out. Den mochte ich ziemlich. Also, wie gesagt, ich fand ihn gut, aber nicht mega überragend. Aber ich muss ihn vielleicht auch einfach nochmal schauen. Hast du Sherlock gesehen? Wenn ja, wie fandest du die Serie? Ich habe vielleicht die erste Staffel gesehen. Ich weiß es nicht. Die Folgen waren doch da auch so mega lang. Das waren doch fast wie Filme, oder? Die waren noch eine Stunde oder sogar noch länger. Ich kann mich noch an Ich kann mich nicht mehr an die Fälle erinnern. Ich kann mich noch erinnern, dass es irgendwie eine Folge gab mit einem Museum und irgendwie so chinesischen oder anderen asiatischen Töpfen und sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe die Serie Sherlock auf jeden Fall nicht fertig gesehen. Ich glaube, ich hatte nur die ersten 2 oder 3 Folgen geguckt. Aber ich habe halt gehört, dass die letzte Staffel nicht gut sein soll. Und das haben irgendwie viele Serien das Problem, dass die irgendwie weiter laufen, als sie eigentlich laufen sollten und dann irgendwann richtig schlecht werden. So. Dann sind wir jetzt bei der letzten regulären Blu-ray, und zwar Zombieland. Ich weiß noch, das war früher auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Da gab es aber auch einen schwierigen Start. Ich fand den anfangs, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Es gab in der Schule so einen Freund, der hatte den gesehen und meinte so, Daniel, der ist ultra geil, besorg dir den. Den musst du unbedingt gucken, der ist richtig, richtig cool. Und hat mir dann so einzelne Szenen und Witze aus dem Film erklärt und gesagt, boah, den musst du unbedingt schauen, der ist so lustig und so gut. Und dadurch, dass er mir den so angepriesen hat, habe ich schon eher keinen Bock mehr drauf gekriegt. Weil der hat so viel von diesem Film geredet, dass ich dachte, boah, nee, da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Halt einfach die Fresse, lass mich mit diesem Film in Ruhe. Und dann habe ich ihn mir dann irgendwann doch angeguckt und fand ihn dann doch richtig geil. Das wurde auch eine Zeit lang zu so einem Film. Es gab so 3 Filme oder so, die immer, wenn ein Kumpel da war und er meinte, dass er den Film noch nicht kannte, habe ich den mit dem geguckt. Und Zombieland war einer dieser Filme. Den habe ich bestimmt 5-mal geguckt, um ihn irgendwelchen Leuten zu zeigen. Den habe ich mit verschiedenen Freunden schon öfter gesehen. Und als dann die letzten Jahre, ich weiß gerade gar nicht, kam der 2019? Der kam, glaube ich, 2019 raus. Als Zombieland Double Tap rauskam, der zweite Teil, da habe ich mir den ersten vorher nochmal angeguckt, bevor wir ins Kino sind. Und dann fand ich den irgendwie gar nicht mehr so cool, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Da war ich dann so ein bisschen enttäuscht, weil ich den irgendwie als viel besser und cooler in Erinnerung hatte. Und irgendwie fand ich den dann nicht mehr so geil. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Weil ich habe mich gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass ich den schon so oft gesehen habe oder... Und dass die Witze dann einfach nicht mehr zünden.
Aber Scott Pilgrim habe ich noch öfter gesehen. Und Scott Pilgrim finde ich immer noch mega witzig jedes Mal, wenn ich ihn gucke. Aber bei Zombieland ist das irgendwie, weiß nicht, den fand ich dann irgendwie nicht mehr so geil. Keine Ahnung. Ich finde ihn trotzdem noch witzig und kann man sich auch angucken. Der ist halt, der ist von den gleichen Leuten, die Deadpool gemacht haben. Der ist, glaube ich, von Rhett Reese und Paul Wernick. Also die haben den geschrieben. Und Rhett Reese und Paul Wernick haben auch Deadpool 1 und 2 geschrieben. Deshalb, ja, könnte man sagen, geht in so eine ähnliche Richtung vom Humor her wie Deadpool. Also, wenn ihr sowas mögt, wenn ihr Zombiefilme mögt oder Horrorkomödien, könnt ihr euch den schon angucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ich, ich fand den eigentlich, ich finde den immer noch cool, nur nicht mehr so cool, wie ich ihn früher fand. So, jetzt bin ich hier mit dem Stapel einmal komplett durch, deshalb gucke ich mal schnell, ob hier jetzt noch irgendwie Meinung zum Snyder Cut von Justice League. Da kannst du dir einfach die neue Podcast-Folge anhören, die letzte oder vorletzte Woche rauskam. Da haben wir drüber geredet. Ich weiß gerade gar nicht, warte. Markus, Obacht, ich poste einen Link. Hier, da ist meine Meinung zum Snyder Cut. Das ist die letzte Podcast-Folge. Also, wenn dich das interessiert, schau da rein. Da rede ich genauer drüber, als ich das jetzt hier machen könnte. Wie findest du Lost und wer war dein Lieblingscharakter? Über Lost habe ich heute tatsächlich erst ein Video geguckt. Und ich hätte auch Bock, die Serie mal wieder zu schauen. Das ist nur so ähnlich wie bei Game of Thrones irgendwie, weil ich das Ende von der Serie halt überhaupt nicht mochte, schreckt es mich ein bisschen davor ab, die Serie nochmal zu gucken, weil ich halt weiß, worauf es hinausläuft. Aber ich weiß halt, dass ich die ersten 4 Staffeln von Lost richtig, richtig gut fand. Und Lieblingscharakter, weiß ich nicht. Das ist auch sowas, wo sich, glaube ich, meine, das könnte ich aktuell nicht sagen. Ich müsste das nochmal gucken. Ich weiß noch, dass die gleiche Mitschülerin, die Twilight mochte, wegen der ich angefangen hatte, Twilight zu gucken, die war halt auch ein richtiger Fan von Lost. Und über die habe ich dann, glaube ich, auch mit Lost angefangen. Und sie war ein riesiger Fan von Sawyer. Das war irgendwie ihr Lieblingscharakter. Aber ich fand Sawyer, als ich das damals geguckt habe in der Schule, fand ich Sawyer unausstehlich. Ich mochte den überhaupt nicht. Mein Lieblingscharakter war damals irgendwie Charlie. Ich fand Charlie total cool. Und sie fand Charlie total nervig. Aber ich dachte so, hä, wieso? Ich finde Charlie richtig geil. Und als ich mir dann vor ein paar Jahren mit Markus hier in Berlin zusammen die ersten paar Folgen angeguckt habe, fand ich plötzlich auch Sawyer cool. Und Charlie fand ich dann total nervig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach nur so, man ändert sich ja auch mit der Zeit. Der Charakter ändert sich ja auch ein bisschen. Man legt dann Wert auf andere Sachen und so. Deshalb, ich weiß, dass ich früher Charlie cool fand. Ich weiß aber, dass er mir beim letzten Mal ein bisschen auf die Nerven ging, als ich es nochmal geguckt habe. Weil er halt auch so mega dumme Sachen gemacht hat. Aber Sawyer macht halt auch so mega dumme Sachen. War das nicht Sawyer, der die Waffe genommen hat, um dem... Da gab es doch diesen FBI-Agenten, der im Flugzeug war und der irgendwie eine Verletzung hatte und im Sterben lag. Und Sawyer hat doch irgendwie die letzte Kugel aus der Waffe genommen und den Typen abgeknallt, weil er ihm quasi so den Gnadenschuss geben wollte, dass er tot ist. Aber stattdessen hat er ihm aus Versehen, anstatt ins Herz zu schießen, hat er ihm in die Lunge geschossen. Und dann hat sich die Lunge langsam mit Blut gefüllt und dann hatte er einfach nur noch mehr Schmerzen. Ich weiß noch... Ja, Sawyer hat, ich kann bei beiden Charakteren verstehen, warum man die nicht so cool findet. Ich könnte spontan nicht sagen, welcher da mein Lieblingscharakter war. Deine Meinung zu Armee der Finsternis, ist halt ein ziemlich abgefahrener Film, ne? Also vor allem, wenn man so guckt, im Vergleich zu Evil Dead 1 und 2, geht er ja schon in eine andere Richtung. Ich kann mich aber gar nicht mehr so genau an den Film erinnern. Ich weiß, dass ich ihn ganz gut fand. Jetzt auch nicht mega krass. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn im Vergleich zu Evil Dead 1 und 2 fand. Müsste ich auch mal nochmal gucken. Aber da kommt da jetzt, glaube ich, auch ein neuer raus, oder? Mit Matthias Schweighöfer. So, dann hole ich jetzt mal den Rest aus dieser Reihe. Das können wir auch gleich relativ schnell abhaken.
Das ist nämlich tatsächlich alles, also bis auf das, was ganz oben liegt, ist das alles, gehört alles zusammen. Passt auf. Ich habe hier eine Zurück in die Zukunft Box. Die finde ich echt ganz cool. Ist halt die Trilogie und das ist in so einem Pappschuber und dann kannst du den so aufklappen und da sind halt alle drei Filme drin. Ich weiß, ich glaube, von der Box gab es auch noch eine etwas teurere Version, wo dann ein DeLorean dabei war. Aber ich habe nur die hier. Die hat auch mal mein Bruder gehört. Der hatte die gekauft. Und ich weiß nicht mehr, was ich ihm dafür gegeben habe. Aber das war ähnlich wie mit diesem Amazing Spider-Man vom letzten Mal. Haben wir getauscht. Also die hat mein Bruder gekauft und ich habe die dann irgendwann einfach von ihm gekriegt. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm dafür gegeben habe. Und hier kann ich jetzt das ansprechen, was ich vorhin bei Vertigo schon meinte. Ich war richtig geflasht, wie gut die Filme auf Blu-ray aussehen. Weil die halt so knackscharfes Bild haben. Das ist halt so abnormal. Ich dachte so, wie geht es? Das war damals so das erste Mal, wo ich mich ein bisschen mit Analog- und Digitalfilm beschäftigt habe. Weil ich dachte halt so, als jemand, der die Filme auf VHS gesehen hatte oder im Fernsehen, ich kannte die halt nur mit dieser alten Qualität, die halt nicht so geil aussah. Und ich dachte so, ja okay, ich habe auch noch irgendwelche alten Videoaufnahmen oder so von Schulausflügen, die ich mit der Digicam gemacht habe. Und dann dachte ich, ja, aber meine alten Digicam-Aufnahmen sehen heute scheiße aus, wenn ich die auf einem HD-Fernseher gucke. Warum sieht das so gut aus, obwohl das ja viel, viel älter ist? Und dann habe ich mich das erste Mal mit Analogfilm und sowas beschäftigt. Und da habe ich mich neulich nochmal mit beschäftigt, weil ich meinte ja in dem Video, in dem ich diese Freitag der 13. Box gezeigt habe, die da hinten steht, dass die alten Filme, also dass man die Filmrollen genommen hat und die in 4K eingescannt hat. Das ist halt voll krass, was für eine hohe Auflösung du aus so Filmrollen von früher rausziehen kannst. Ich hatte mal gelesen, ich glaube, du kannst, theoretisch könnte man so alte Filmrollen auch in 8K einscannen. Und das ist voll heftig. Das ist so heftig, was für eine Qualität du nur aus diesen alten Filmen rausholen kannst. Einfach weil dieses analoge Format mit auf Filmrolle gespeichert, das, wie groß du das machen kannst. Das ist so genial. Und irgendwann gab es ja dann so Ende 90er, Anfang 2000er diesen Sprung, dass ganz viele Regisseure ihre Sachen dann digital aufgenommen haben. Dass sie dann nicht mehr auf Filmrollen aufgenommen haben, sondern halt digital, weil es halt einfacher ist und du die Sachen dann direkt auf einer Festplatte hast und du mehr Sachen filmen kannst und du dann nicht so diese Logistikprobleme hast mit, okay, wo machen wir die ganzen Filmrollen hin, wie machen wir das und so. Und deshalb gibt es aus den frühen 2000ern und späten 90ern total viele Filme und Serien oder so, bei denen die Qualität einfach nicht so geil ist. Friends zum Beispiel gibt's komplett auf Blu-ray, weil das damals noch analog aufgenommen wurde und man das dann einfach halt in höherer Qualität einscannen konnte und deshalb kannst du Friends auf Blu-ray gucken und es sieht richtig geil und scharf aus, bis auf manche Einstellungen, die dann irgendwie blöd geschnitten werden mussten oder so. Aber Prince of Bel-Air gibt's halt immer noch nur in Scheißqualität, weil das, glaube ich, digital aufgenommen wurde und du kannst das digitale Bild nicht nachträglich nochmal neu einscannen oder so. Das ist halt einfach in nicht so guter Qualität aufgenommen worden und weil du es halt digital gemacht hast, kannst du es nicht aufbessern. Und da habe ich was rausgefunden, weil ja jetzt viele Filme nochmal in 4K rauskommen und bei so alten Sachen wie den hier kannst du das richtig gut machen, weil du einfach die alten Filmrollen in 4K einscannen kannst und es dann halt super funktioniert und es so toll aussieht. Aber bei manchen Filmen, die halt digital aufgenommen wurden, geht das nicht. Wisst ihr, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Bei aktuellen Filmen, wie den Marvel-Filmen, ist es zum Beispiel so, dass Landschaftsaufnahmen und sowas, wo keine Special Effects krass drin sind, die sind in nativen 4K. Die sehen richtig gut aus. Aber Special Effects werden in 2K gerendert, weil das in 4K auch doppelt so lange dauern würde, die Special Effects zu rendern. Deshalb sind solche CGI-Effekte auch in großen neuen Filmen, selbst wenn du die auf 4K in Blu-ray kaufst, dann ist der Hintergrund in 4K, aber die Special Effects sind in 2K und die sind hochskaliert. Und
Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger, das hatte ich mal in so einer Liste gesehen, der ist in 1080p aufgenommen worden, in Full HD. Das heißt, Star Wars hat die gleiche Auflösung, Episode 2, wie meine YouTube-Videos zum Beispiel. Und es gibt Star Wars Episode 2 auch auf einer 4K Blu-ray zu kaufen, aber das ist halt kein richtiges 4K, sondern es ist halt Full HD, was hochskaliert wurde und so aussehen soll, als wäre es 4K. Aber es ist kein echtes 4K. Das heißt, die alten Star Wars Filme, Episode 4, 5 und 6, konnten eingescannt werden und sehen super gut aus in 4K. Aber Episode 2 sieht schlechter aus als 4, 5 und 6, zumindest wenn es um die 4K-Version geht. Das ist halt voll krass, dass es so diese... Inzwischen kann man ja auch digital irgendwie in 8 oder 12K oder so aufnehmen und dann sieht alles knackscharf und super aus. Und das ist irgendwie so witzig, weil du hast diese ganz alten Sachen, die analog aufgenommen wurden, und die ganz neuen Sachen, und die haben alle eine richtig hohe Auflösung. Aber zwischendrin, so in dieser kurzen Zeitspanne, so 10 Jahre davon, was weiß ich, 1995 bis 2005, hast du richtig viel Zeug, was es halt einfach nur in Güllequalität teilweise gibt. Also hier, Fresh Prince of Bel-Air kann man sich nicht in HD anschauen, Malcolm mittendrin gibt's nicht in HD, oder... Also das kann man sich auch auf Blu-ray kaufen, aber da steht dann drauf, dass du es auch auf der Blu-ray nur in SD-Qualität hast. Ja, weiß nicht. Das hat bei mir so mit Zurück in die Zukunft angefangen, diese Faszination mit, dass man alte Filme so gut restaurieren kann, dass es so geil aussieht. So, und jetzt das hier gehört alles zusammen. Das ist alles im Prinzip Pokémon. Ich habe hier die erste Staffel von Pokémon, die zweite Staffel von Pokémon, das ist aber ein bisschen wirr jetzt. Ich habe die ersten zwei Staffeln von Pokémon. Dann habe ich hier Staffel 17 auf Blu-ray, Staffel 18 auf DVD und Staffel 19 habe ich wieder auf Blu-ray. Die habe ich mir aber auch alle nicht gekauft, die habe ich zugeschickt bekommen. Deshalb ist das auch so wirr. Die sind teilweise auf DVD, teilweise auf Blu-ray. Dann habe ich hier diesen Du bist dran, das war, glaube ich, der 20. Pokémon-Film. Den habe ich, den fand ich sogar ganz cool. Da habe ich auch eine Review zugemacht. Dann habe ich noch den Film, der danach kam, auch auf Blu-ray. Und was habe ich hier? Die habe ich mal von Annie bekommen. Die hatte die noch irgendwie zu Hause rumliegen und hat die nicht wirklich gebraucht. Deshalb habe ich hier noch so ein paar andere Pokémon-Filme auf Blu-ray. Die habe ich aber... Welche habe ich denn gesehen? Also ich glaube Teil 4 und 5, die habe ich noch gesehen, aber alles danach habe ich noch nicht gesehen. Das fand ich auch total weird. Die habe ich noch nicht gesehen, die zwei. Aber ich weiß nicht, ob hier jemand dabei ist, der die gesehen hat. Bei Pokémon Schwarz und Weiß gibt es den gleichen Film. Das ist der gleiche Film anscheinend. Der genau gleiche Film. Zweimal, aber bei einem hast du quasi dieses weiße legendäre Pokémon dabei und beim anderen ist dieses schwarze legendäre Pokémon dabei. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich irgendwie so verstanden von dem, was ich mir durchgelesen habe. Also wirklich, das sieht auch hinten total gleich aus, da ist der gleiche Dude drauf, nur das legendäre Pokémon ist anders. Und das würde mich interessieren, ob das halt wirklich der gleiche Film ist und nur ein Pokémon ausgetauscht ist. Das fände ich irgendwie ein bisschen weird. Das ist, ja, keine Ahnung. Habe ich aber noch nicht geguckt, kann ich nichts zu sagen. Und hier habe ich nochmal einen Film. Ein Zoroark, was weiß ich was. Habe ich auch noch nicht geguckt. So, dann packe ich mal das Pokémon-Zeug weg. Und jetzt kommen wir zu... Jetzt sind eher so Special-Zeug da. Irgendwie so Film-Collections, wo irgendwie drei Filme auf einmal drin sind oder... ganze Serien oder so. So, ich guck erstmal noch schön. Immer schön analog filmen. Ja, aber ja, ich glaube, heutzutage ist es aber gar nicht mehr so schlimm, weil heutzutage hast du ja auch Kameras, die 8K und 12K und sowas können, deshalb wenn du die Möglichkeit hast, ich glaube, heutzutage macht es nicht mehr so einen großen Unterschied. Aber da kann man es passt doch, weil... Boah, was war denn das?
Boah, was waren das? Es gibt ja so ein paar Filmemacher, so ein paar Regisseure, die immer noch analog filmen. Wie zum Beispiel, ich glaube, Quentin Tarantino filmt sehr gern noch auf Film. Und, wie heißt er? Nolan. Christopher Nolan. Der macht es auch noch. Eben weil diese Sachen dann halt so zeitlos sind. Deshalb macht er auch so viele Sachen echt und nicht mit CG. Zum Beispiel bei Inception, wo dann irgendwie in einer Szene ein Zug auf der Straße fährt und Autos wegboxt. Das haben die halt echt aufgenommen mit einer Filmkamera, weil du das dann halt auch in irgendeiner beliebigen größeren Auflösung einscannen kannst und es dann immer noch gut aussieht. Und bei Tenet ist er zum Beispiel wirklich, hat er wirklich ein Flugzeug in so einen Hangar reinfahren lassen und das alles kaputt gemacht. Und er hat es halt analog gefilmt, damit man dann später auch in 10 Jahren nochmal hingehen kann und sagen kann, ja, jetzt scannen wir das halt einfach in 8K oder was weiß ich was ein. Und dann sieht es halt immer noch gut aus. Also es kann schon von Vorteil sein, Sachen auch heute noch analog zu machen. Ist wirklich so bei Schwarz und Weiß, 1:1 selber Film. Wirklich, da ist wirklich nur das legendäre Pokémon ausgetauscht? Das ist ja richtig weird. So, ich hole jetzt die anderen Sachen. Okay, hier ist jetzt ein bisschen so Steelbook und Film-Collection-Zeug und sowas dabei. Ich habe hier die ersten 2 Staffeln von Slasher. So eine Serie, die gibt's auch auf Netflix, glaube ich. Die wurde mir da zumindest schon ein paar Mal vorgeschlagen. Die hatte ich auch mal verlost in meinem Adventskalender, den ich vor 2 Jahren oder so gemacht habe. Und ich habe Slasher noch nicht geguckt. Das ist auch so eine Sache, wo ich einfach nie so wirklich Zeit dafür hatte. Aber ich finde, die Box sieht halt sehr cool aus. Ich finde, so Steelbooks sehen immer sehr edel aus. Deshalb habe ich die auch gern einfach nur hier rumstehen. So, warte. Boah, wo packe ich das Zeug jetzt hin? Okay, so. Wie viel Mal hast du Tenet geguckt, um es zu checken? Ich habe Tenet noch nicht fertig geguckt. Ich habe nur die erste Hälfte oder so gesehen und fand es teilweise ziemlich langweilig. Und dann, weiß nicht, dann habe ich aufgehört und den noch nicht fertig geschaut. Bei digital aufgenommenen Filmen fehlt das Filmkorn und auch der Weißpunkt unterscheidet sich von Digitalaufnahmen. Damit sehen Analogfilme einfach wärmer aus als digitale. Ja, das ist... Ich finde, es ist aber auch gar... Es kommt drauf an, finde ich... Wie erkläre ich das jetzt? Ich finde, bei manchen Genres passt es ganz gut, wenn du analog filmst und bei anderen finde ich es gar nicht so schlimm, wenn du da irgendwie das digital aufnimmst. Weil bei digitalen hast du ja, wie gesagt, da fehlt dieses Filmkorn. Und ich finde, bei Horrorfilmen oder sowas, da sieht Filmkorn passt eigentlich immer ganz gut. Ich weiß, dass Supernatural, die ersten Staffeln, die hatten noch relativ viel Filmkorn. Ich weiß gar nicht, wie das bei den neueren Staffeln ist, ob das da auch so war. Ich glaube, die neueren Staffeln sahen schon eher ein bisschen klarer aus. Aber Walking Dead zum Beispiel hat auch total viel Filmkorn. Und da passt es, finde ich, echt super. Aber bei irgendwie, was weiß ich, einem Comedy-Film oder so, brauche ich jetzt nicht unbedingt krasses Filmkorn. Ich finde, da kann auch schon mal ein klareres Film passen. Ich finde, das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Genre oder so du dich bewegst, dass dann das vielleicht auch Sinn macht, eher ein klareres Bild aufzunehmen ohne Filmkorn. So, dann habe ich hier... Oh, das steht gar nicht vorne drauf. Oh doch, das steht hier drauf. Es steht auf der... hier, der heißt The Hitcher. Den habe ich zugeschickt bekommen. Den habe ich noch nicht... Habe ich aber auch noch nicht geguckt. Ich kenne den Film auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Aber kann sein, dass ich mich irre, aber der Typ sieht aus wie aus Game of Thrones, der Typ, der auf Khaleesi steht. Mann, wie heißt denn der? Ist es der? Nee, oder? Ist es der? Nee, das ist nicht der.
Ja, da ist auf jeden Fall so ein Booklet noch irgendwie mit drin. Nee. Jetzt, wo ich das so angucke, sieht der eher aus wie... Steht hier drauf, welcher Schauspieler das ist? Es ist Sean Bean! Oh mein Gott! Es ist Sean Bean! Das heißt, er ist doch von Game of Thrones. Aber es ist nicht der Jorah oder so, den ich meinte. Es ist Ned Stark. Oder Boromir von Herr der Ringe. Okay, es ist Sean Bean. Ja, fuck, dann muss ich mir den Film gar nicht angucken. Wenn der Typ von Sean Bean gespielt wird, geht der eh drauf. Ja, höchstwahrscheinlich stirbt er in dem Film, oder? Ich bin euch nicht, falls ihr den Film gesehen habt, The Hitcher, ich bin euch nicht böse, wenn ihr mich jetzt spoilert. Stirbt Sean Bean in diesem Film? Stirbt er? Könnt ihr mir gerne sagen. Du musst unbedingt Slasher angucken. Slasher ist super. Slasher ist klar. Voll viele Leute schreiben, dass Slasher gut ist. Muss ich mir dann vielleicht mal angucken. Da jetzt schon ein paar Mal gefragt wurde nach Snuff-Filmen und was das ist. Snuff-Filme sind halt, wie erkläre ich das? Also ein offensichtliches Beispiel ist, dass da zum Beispiel echte Menschen sterben. Was weiß ich, bei Cannibal Holocaust zum Beispiel werden halt echte Tiere getötet. Und, weiß gar nicht, da wurde, glaube ich, eine Schildkröte umgebracht. Und es gibt auch Filme, wo dann irgendwie, glaube ich, echte Pferde getötet werden oder so. Und es gibt halt auch Filme, wie heißt denn der? Das hat meine Mama mal erzählt, dass es damals als so einen Film gab, der da die Runde gemacht hat, irgendwie Gesichter des Todes oder so. Und da sterben halt echte Leute und das sind halt Aufnahmen von echten Toten und so Sachen, wo dann halt echte Leute drin sterben oder so, das sind dann zum Beispiel Snuff-Filme oder wo irgendwelche anderen Sachen halt... Ich glaube, ein echter Tod ist nicht das Einzige, was einen Snuff-Film ausmacht. Ich glaube, es gibt auch andere Sachen, die einfach nur, wenn sie echt sind, irgendwie drin. Ich weiß nicht genau, was die Definition davon ist, aber ich weiß halt zumindest, dass wenn wirklich jemand in dem Film gestorben ist und man den echten Tod zeigt, das ist dann irgendwie ein Snuff-Film. So, dann habe ich hier eine Fluch der Karibik-Filmsammlung und oh mein Gott! Ich weiß, es stört wieder keinen außer mich, aber schaut euch das an. Fluch der Karibik 2 und 3 haben eine 2 und eine 3 drauf, aber bei 4 und 5 haben sie das nicht drauf. Und oh mein Gott, das war sowas, was mich richtig... Oh, Florian, danke für die 10. Slasher ist eine hammergeile Serie. Ich feiere die mega. Das ist quasi eine Serie wie Halloween, bloß in Serie. Ich würde dir die mega empfehlen. Kommt auch bald Staffel 4 schon. Besonders Staffel 3. Okay. Oh, und danke Oma Uli. Boah. Ja, dann muss ich mir das echt mal anschauen. Ich war mir halt nicht sicher. Ich dachte, das ging eher in so eine Comedy-Richtung, wie zum Beispiel auch die Scream-Serie oder so. Gesichter des Todes ist nicht 100%. Ja, weiß, ich habe das auch nicht gesehen. Es interessiert mich auch nicht so wirklich, aber ja. So, also, bei Fluch der Karibik, das kann ich... Ich glaube, hier drauf sieht man das gar nicht. Sieht man das da hinten? Ich muss euch das schnell anders zeigen. Passt mal auf. Wo ist es? Ich finde, bei Fluch der Karibik sind die deutschen Filmtitel so unfassbar dumm, dass es... Das ist jetzt der erste Teil. Ich will die komplette Filmreihe hier. Okay, passt mal auf. Ich wechsle mal kurz hier zum Bildschirm. Oh, warte, ich brauche den anderen Bildschirm. Den hier. So. Und ich muss wahrscheinlich ranzoomen, weil ihr das sonst nicht lesen könnt. So, wir sind jetzt hier bei Wikipedia, bei Fluch der Karibik. So. Guckt euch mal die Filmnamen an. Hier sind die Originaltitel, da sind die deutschen Titel.
im Englischen sind die alle so schön nach einem System durch, weißt? Die heißen immer Pirates of the Caribbean und dann kommt dahinter der Untertitel für den Film. Im ersten Film geht es zum Beispiel um den Fluch der Black Pearl. Im zweiten Teil geht es um die Dead Man's Chest. Im dritten Teil geht es um das Ende der Welt. Im vierten dieses On Stranger Tides, ich weiß nicht, das hat Stranger Tides hat jetzt nicht so viel mit dem Film zu tun, das ist, klingt eher so als, oh, diesmal geht es ein bisschen um was anderes als in den Filmen davor. Und dann hat man hier dieses Dead Man Tell No Tales, was halt Salazar, was halt dazu passt, weil er halt immer alle bis auf einen umbringt, der dann zurückbleibt. Jetzt guckt euch an, wie die das beim Deutschen gemacht haben. Der erste heißt einfach nur Fluch der Karibik. So. Dann beim zweiten haben sie aber gemerkt, oh shit, die Amis da im Original, die haben da so ein System, das immer fortläuft. Deshalb haben sie im Deutschen dann gemerkt, okay, wir müssen jetzt auch auf Pirates of the Caribbean umspringen, damit wir auch am Anfang sowas haben und wir dann das Ende ändern können. Aber die konnten dann nicht einfach sagen, okay, wir nennen den jetzt einfach Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest, weil dann ist ja das Fluch der Karibik nicht mehr drin. Dann weiß keiner der Zuschauer, dass das Fluch der Karibik ist. Deshalb haben sie den zweiten Teil, Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik 2 genannt. Was richtig dumm ist, aber halt verständlich, weil man ja will, dass die Leute wissen, ah, das ist ein Fluch der Karibik-Film. So, beim dritten Teil haben sie das dann so übernommen, wie es im amerikanischen auch, im Original auch ist. Und beim vierten Teil auch. Und ich weiß nicht, ob es jetzt schon jemand gemerkt hat, aber guckt euch das mal an. Bei Teil 2, 3 und 4 haben sie das mit einem Bindestrich getrennt. Hier ist ein Bindestrich, der das Pirates of the Caribbean von dem Titel trennt. Und beim fünften Teil haben sie aus irgendeinem Grund den Bindestrich durch einen Doppelpunkt ersetzt. Was soll die Scheiße? Also die deutsche Fluch der Karibik-Reihe mit den Namen hat einfach überhaupt kein System, was irgendwie zusammenpasst. Das Originale ist so schön. Die haben immer den gleichen Aufbau am Anfang und dahinter dann ein Doppelpunkt und der Titel vom Film. Und im Deutschen haben sie das irgendwie mega verhunzt. Ich weiß nicht. Die Deutschen haben da so, es gibt da Klischee, dass die Deutschen so krass organisiert sind und die sind ja auch immer so pünktlich und so strukturiert und Ordnung ist bei denen so wichtig und dann guckst du dir mal so deutsche Filmtitel an und so ein Shit. Das passt nie zusammen. Das passt nie zusammen. Ich raff das auch nicht. Bei Toy Story zum Beispiel. Toy Story ist, die Toy Story Filme heißen im englischen Original Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4. Im Deutschen heißen sie Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3. Und wisst ihr, wie der vierte heißt? Der vierte heißt im Deutschen A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Das passt doch zu überhaupt nichts. Das passt zu gar nichts. Ich habe mir den damals, ich wurde eingeladen, zur Premiere von Toy Story 4 zu gehen. Aber ich bin nicht hingegangen, weil ich in der E-Mail gelesen habe, oh, Einladung zu Presse, Einladung zu Premiere von A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Und dann hatte ich irgendwie ein Bild danach gegoogelt und das war auch, warte. A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Ja, genau. Wartet. Ich muss euch das nochmal zeigen. Das Marketing war in Deutschland auch total komisch. Weil im Deutschen hattest du auf den Filmplakaten zu Toy Story, erstmal hieß der A Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Und dann hatten die hier halt auch noch in Deutschland diese zwei Plüschtiere überall im Vordergrund mit drauf. Hier, du hattest auf den Plakaten immer diese Plüschtiere mit drauf. Oder hier die zwei Plüschtiere und diesen Forky-Charakter. Das war im deutschen Marketing voll drauf. Und die Hauptcharaktere standen immer irgendwie blöd im Hintergrund. Deshalb dachte ich, ja lol, das ist ein Spin-Off-Film. Das ist kein richtiger Toy-Story-Film, das ist einfach nur ein Spin-Off. Und deswegen habe ich dann abgesagt und gesagt, nee, ich gehe nicht auf die Premiere. Ich dachte, wenn es Toy Story 4 wäre, den hätte ich schon bei der Premiere geguckt, aber den Spin-Off will ich jetzt nicht unbedingt sehen. Und dann habe ich im Nachhinein erst erfahren, dass es Toy Story 4.
Und das haben die auch nur im Deutschen so blöd gemacht mit dem Marketing. Im Englischen heißt er ganz normal Toy Story 4 und da hast du halt die bekannten Gesichter von früher groß drauf. Und da sind die anderen so klein mit dabei. Das habe ich überhaupt nicht gerafft, warum die den Film im Deutschen so gemarketet haben, als wäre das ein Spin-off. Ich bin deswegen nicht ins Kino gegangen. Ich bin deswegen nicht hingegangen, weil ich dachte, das wäre nicht Toy Story 4. Ja, weird. Die Deutschen haben das echt irgendwie überhaupt nicht drauf, irgendwas einheitlich oder so zu machen, wenn es um so Filmboxen oder sowas geht. Das kotzt mich immer richtig an. So. Ja, die Titelanpassungen in Deutschland sind schon ganz speziell sondergelagert. Ja, halt echt. Markus hatte so einen Film, der hieß im Englischen The War. Also der Krieg. The War. Und wisst ihr, wie der auf Deutsch heißt? Das Baumhaus. Das Baumhaus. Es gibt so viele Filme, wo ich einfach nicht verstehe, warum die so übersetzt werden. Zum Beispiel auch bei, den hatten wir letztes Mal dabei, als ich über die Cornetto-Trilogie geredet habe, Hot Fuzz. Der heißt im Englischen einfach nur Hot Fuzz. Warte. Hier, der heißt im Englischen einfach nur Hot Fuzz. Und im Deutschen, im Deutschen heißt er Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis. Warum dieser Untertitel zwei abgewichste Profis? Ich check deutsche Filmtitel nicht. Also, sorry, aber ich raff das einfach nicht. Also bei manchen Filmen kann ich schon verstehen, dass es Sinn macht, ein bisschen mehr Kontext zu geben, weil man dann halt irgendwie aus Marketinggründen dann irgendwie noch was dazu sagen sollte, wie was so ein bisschen das erklärt, weil es kann ja nicht jeder Englisch und in der, weiß nicht, je nachdem, an wen du so einen Film marketest, musst du dann halt auch darauf achten, dass die Leute halt verstehen, um was es geht, aber dieses zwei abgewichste Profis zum Beispiel, was ist das für ein Bullshit? Warum nennt man den Film in Deutschland Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis? Gut. So, mega dumm gemacht. Die Mad Max-Reihe, die habe ich beim letzten Stream gezeigt. Da habe ich auch so eine Collection davon. Da mochte ich den... Ich finde die an sich ganz cool. Ich mochte aber den zweiten und den vierten am meisten. Den ersten und dritten fand ich nicht so cool. Hey ja, bei Fluch der Karibik ist das echt total schlimm. Sehe das genauso. Vor allem die 2 und die 3. Sind wir zu dumm, um zu wissen, welcher Teil welcher ist? Bei einer Box sollte alles gleich sein. Ja, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich... Das sieht halt auch aus wie so eine... Ich finde das ganze Design der Box irgendwie nicht so geil. Das sieht so, die haben einfach jedes Plakat einmal drauf geklatscht. Und das sieht aus, als hätten die einfach die normalen Blu-rays, die man sowieso so auch einzeln kaufen kann, als hätten die einfach genommen und da so reingepackt. Das ist irgendwie, ja, ist glaube eher so eine Billo-Collection. Da finde ich auch die besser, die dann irgendwie schick durchdesignt sind, dass es auch irgendwie zusammenpasst oder so. So, dann habe ich hier Jackass The Movie Collection Uncut. Das ist ein Steelbook-DVD-Dingens, wo ja, die Jackass 1, 2, 2.5 und 3 mit drin sind. Oh, die Spiegelung da unten, da kann man so, könnt ihr den Bildschirm sehen? Krass, ja. Ich weiß nicht. Ich liebe Jackass. Jackass muss einfach bei meiner Sammlung mit dabei sein. Bei Jackass bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob die das auch... Ich weiß, dass es nur Jackass 3 und 3.5 auf Blu-ray gibt. Die anderen gibt es nur auf DVD. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass die 1, 2 und 2.5, ob die digital gedreht wurden und man deshalb keine Blu-ray-Fassung rausbringen kann. Oder woran das liegt.
Gerade bei den Filmen könnte ich mir halt schon gut vorstellen, dass die da eher mit solchen Camcordern und so digital aufgenommen haben, weil die halt vielmals mit irgendwie versteckter Kamera gedreht haben oder halt so Action-Cams benutzt haben, die dann auch selber mal kaputt gehen können oder so. Deshalb könnte ich es verstehen, wenn sie da eher digital gedreht haben. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum es 1 und 2 nicht auf Blu-ray gibt. Oder gibt es die inzwischen auf Blu-ray und ich habe es nur nicht mitbekommen? Keine Ahnung. Jackass 3 heißt ja einfach Jackass 3D, oder? Weiß ich nicht. Das ist jetzt auch mit dem Namen komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das... hier sieht man es. Jackass the Movie. Der erste heißt Jackass the Movie. Der zweite heißt Jackass Nummer 2. Und Jackass 3 heißt Jackass 3. Also, ich weiß nicht, wie die... ob die Namen hier so... ob man sich da so drauf festnageln sollte. Ich schätze mal, wenn du Jackass 3 sagst oder Jackass 3D, da wird bei beidem werden die Leute wissen, was du meinst. So, dann habe ich hier, was habe ich hier? Hatte ich letztens schon kurz gezeigt, Jennifer's Body, habe ich gezeigt, als ich den Unterschied zwischen was Future Pack und Steelbook erklärt habe. Ja. Deshalb, weiß nicht, da habe ich beim letzten Mal schon drüber geredet, da werde ich jetzt nicht mehr so viel nichts mehr zu sagen. Dann habe ich hier auch ein Klassiker, den ich auch noch nicht gesehen habe, den ich auch noch nachholen sollte. Und zwar die Rocky Horror Picture Show, auch als Steelbook. Oder ist das jetzt ein Future Pack? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist das ja auch das Future Pack. Das ist ein Future Pack. Das steht hier oben sogar... Ich weiß nicht, wenn ich das Licht richtig halte. Hier steht Future Pack drin. Seht ihr das? Da, okay. Diese Dinger heißen anscheinend Future Pack. Ja. Aber ich habe Rocky Horror Picture Show auch noch nicht gesehen. Ich habe schon sehr viel Gutes darüber gehört. Ich weiß, dass es wohl ein Musical ist. Habe ich aber noch nicht gesehen. Ist dir aufgefallen, dass beim dritten Teil von Fluch der Karibik auf der Blu-ray ein anderes Cover als auf dem Boxcover ist? Zumindest bei... Tatsächlich. Aber nee, es ist. Nee, bei mir ist es das gleiche. Man sieht hier vorne auf der Box. Hier sieht man, ja, wie die Leute hier sind und unten hast du die Schiffe. Und hier hast du auch die Leute und unten die Schiffe. Es ist das gleiche, es ist nur ein kleines bisschen anders verschoben und die Schrift ist nicht. Die Schrift ist halt hier vorne nicht mit drauf. Aber das Bild ist das gleiche bei mir. So, ja, Rocky Horror Picture habe ich noch nicht gesehen, aber auch schon sehr viel Gutes gehört. Hast du deine Haare geschnitten? Nee, habe ich nicht. Hier, ich habe hier oben noch den Zopf. Die sind noch in voller Länge da. Ich habe die nur gerade zusammengebunden, weil ich vorhin gekocht habe und mir dann meine Haare die ganze Zeit ins Gesicht gehangen sind. Deshalb habe ich die vorhin noch schnell zu einem Zopf gemacht. So, dann habe ich hier, den habe ich auch noch nicht geguckt. Mr. Universum, Stay Hungry, mit Arnold Schwarzenegger. Und da muss ich jedes Mal lachen. Wenn man das aufklappt, ist da Arnold Schwarzenegger drin. Aber der ist irgendwie so, ich weiß nicht, der sieht so fehl am Platz aus. Der ist so komisch ausgeschnitten. So, man sieht halt voll die harten Kanten, wenn man richtig nah hingeht und sich das anguckt. Als hätte das irgendwie so ein Praktikant in Photoshop ausgeschnitten. Den habe ich aber auch noch nicht geguckt im Film. Ich weiß nicht mal, um was es da geht. Ich kann euch nicht mal spontan vorlesen, um was es da gehen könnte. Denn hinten steht keine Zusammenfassung vom Film drauf. Und hier drin auch nicht. Ich weiß nichts über den Film. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Aber Arnold Schwarzenegger spielt mit. Und Jeff Bridges. Und Sally Field. Aber ich weiß nicht, um was es da geht. So, dann haben wir hier... Oh nein. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade bei dem Teil der Sammlung angekommen bin, der einfach ultra peinlich ist, weil das der Teil ist, wo ich die meisten Filme noch nicht gesehen habe. Ich habe hier
2001, Odyssee im Weltraum. Und zwar ist es, das habe ich in einem Second-Hand-Laden gekauft. Es ist ein Steelbook, es ist eine DVD-Steelbook. Also es hat die Größe von einem Ding, was hier so Blu-rays sind ja immer ein bisschen kleiner, ne? Also, das hier ist ein Steelbook von einer DVD, aber da ist eine Blu-ray drin. Es ist, ja, das heißt, der Inhalt passt nicht zum Case. Es ist eine Blu-ray von 2001 Space Odyssey drin, aber ich habe den Film noch nicht geguckt. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich weiß, das ist voll der Klassiker. Ich weiß, es ist ein Kubrick-Film. Und ich habe schon oft Szenen gesehen, wo ich dachte, boah, der sieht eigentlich richtig, richtig gut aus. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Ich kam gerade damit ans Mikrofon. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe das Ding vor, was weiß ich, 4, 5 Jahren gekauft. Und so lange steht es bei mir im Regal rum. Aber ich habe den noch nicht gesehen. Der ist voll gut. Ja. Ich muss den echt mal noch schauen. Da bin ich auch voll gespannt drauf. Den würde ich halt echt gern sehen. Ich habe von Kubrick nicht so viele Filme gesehen. Ich habe The Shining gesehen. Und Dr. Strangelove habe ich gesehen. Aber sonst habe ich, glaube ich, nichts von ihm gesehen. Und den habe ich. Und den muss ich auch noch angucken. So. Ich habe das Gefühl, hier ist gerade eine Diskussion, die ich nicht ganz mitbekomme, über die FSK und Index und was weiß ich was. Hab Streamingdienste immer auf Englisch, dass ich mir die deutschen Titel nicht geben muss. Ja, ich habe Netflix bei mir auch auf Englisch eingestellt, deshalb sehe ich da auch die deutschen Titel nicht. Das ist dann nur manchmal komisch, wenn man halt deutsche Filme oder Serien drin hat, weil man dann von den deutschen Filmen die englischen Titel angezeigt bekommt und die sind manchmal auch richtig komisch übersetzt. Bei Letterboxd kann man zum Beispiel auch, bei Letterboxd sind auch die englischen Filmtitel drin und Bibi und Tina 4 heißt im deutschen Original Bibi und Tina Tohu Wabohu Total und im englischen heißt er Bibi and Tina Perfect Pandemonium oder sowas. Also manchmal ist es dann auch weird, wenn man dann die englischen Titel zu deutschen Filmen sieht. Warum gibt es den ersten Chucky-Film nur im überteuerten Mediabook auf Blu-ray? Wann kommt endlich eine normale Veröffentlichung auf Deutsch? Sonst gibt es das von... Das ist... Wie ist denn das? Das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Freitag der 13., dass die Rechte von den einzelnen Filmen bei unterschiedlichen Firmen teilweise liegen. Und ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, müsste vom ersten Chucky-Film bald... Ah, wobei? Da kommen wir nachher noch dazu. Jetzt gucken wir erstmal weiter. Ich habe hier Texas Chainsaw Massacre The Next Generation. Das ist dieser nicht so gute Texas Chainsaw Massacre Film. Da habe ich ein komplettes Video über den Film gemacht. Das heißt, der schlechteste Texas Chainsaw Massacre Film oder so. Oder nee, die kuriose Geschichte von Texas Chainsaw Massacre 4 oder so heißt das Video. Da habe ich auf jeden Fall sehr ausführlich über diesen Film geredet. Und den gibt es inzwischen, glaube ich, auch auf Blu-ray. Aber als ich den geholt habe, gab es den, glaube ich, nur auf DVD. Das, ja, aber den muss ich auch nicht unbedingt auf Blu-ray haben. Das ist kein Film, bei dem ich mir denke, boah, den würde ich mir jetzt gerne nochmal angucken. Dann habe ich hier, da weiß ich, dass beim letzten Mal welche danach gefragt hatten. Boah, shit, die ist voll zugestaubt. Boah. Ich habe hier eine Blomkamp-Box mit District 9, Chappie und Elysium. Und ja, da sind halt die drei Filme drin. Von Neil Blomkamp und in der Mitte ist noch so ein Booklet mit ein paar Bildern, ein paar Texten, die Antwort, also Ninja und Yolandi, noch ein paar die Antwortbilder und ja, die habe ich alle geguckt. Ich kann die aber nicht so gut auseinanderhalten, weil die, finde ich, alle einen sehr ähnlichen Stil haben. Was?
Ich kann mich kaum an die Geschichte aus District 9 erinnern. Ich weiß nur, dass es da diese komischen Alien-Viecher gab. Bei Chappie weiß ich noch, dass er halt so ein Roboter ist, dem man irgendwie Moral beibringt oder so, und der landet dann halt bei diesen Gangstern bei die Antwort und die machen den dann irgendwie selber so ein bisschen zu einem Gangster und der fängt dann an so Street Language zu talken, zu reden. Und bei Elysium war auch so postapokalyptisch irgendwie. War es dann nicht so, dass es eine Raumstation gab? Und die ist mega reich und da geht's allen gut. Und auf der Erde leben dann die Leute, die arm sind oder so. Und Matt Damon will irgendwie nach Elysium. Aber der hat irgendwie einen Unfall oder irgendwas passiert in seinem Job. Und dann kriegt er so ein komisches Exoskelett und hat nicht mehr lange zu leben. Und dann muss er nach Elysium, weil die in Elysium so eine geile Heilstation in jedem Haus haben. Und wenn er da hinkommt, wird er geheilt oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe die schon zu lange nicht mehr gesehen. Aber ich weiß, dass ich die ganz cool fand. Ich glaube, von den drei Filmen hier mochte ich Chappie am meisten. Ich finde, Chappie war voll der süße Film. Ich mochte den Roboter voll. Die müsste ich mir auch mal wieder angucken. Machst du bald mal ein Star Wars Ranking? Ich glaube nicht, dass ich ein Star Wars Ranking mache. Star Wars ist so ein Thema, Star Wars ist so ein geladenes Thema im Internet, wo finde ich die Meinungen so stark auseinandergehen und die Fanbase so toxisch ist. Ich habe nur mal in einem Video neulich, oder in einem Demontiert, habe ich mal gesagt, dass ich die neuen Star Wars Filme nicht so mag. Und dann musste da wirklich Leute in den Kommentaren blockieren, weil die ultra krass beleidigend wurden und ich weiß nicht mehr, was die alles zu mir gesagt haben. Aber ja, weiß nicht. Bei Star Wars, glaube ich, wird man einfach zu krass beleidigt. Da weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich dazu irgendwie sowas wie ein Ranking oder so über die Filme mache. So, dann habe ich hier die komplette erste Staffel von Joey. Das ist eine Spin-off-Serie zu Friends, wo es halt um Joey geht. Wie er irgendwie, der ist ja am Ende von Friends nach Los Angeles, glaube ich, gezogen und wollte Schauspieler werden. Und darum geht es halt quasi in der Serie. Da habe ich aber nur ein paar Folgen geguckt. Ich fand die Serie aber nicht so geil. Wahrscheinlich habe ich deshalb nur ein paar Folgen geguckt. Es gibt da auch eine zweite Staffel von, die habe ich aber nicht. Ich habe mir nur die erste mal irgendwie bei eBay oder so geholt, weil ich einfach gucken wollte, was das Friends-Spin-Off so kann. So. Danach bist du tot. Ja, wahrscheinlich wirklich. Also wenn ich einen Star Wars-Ranking mache, kriege ich einfach... Mir hat auch Yves von Moviepilot erzählt, dass er zum Beispiel die ganze Zeit auch von Leuten irgendwie privat, dass er Morddrohungen bekommen hat wegen seiner Meinung zu Star Wars und dass er auch sehr viele antisemitische Kommentare und so abbekommen hat und so. Einfach nur, weil er im Internet über Star Wars redet. Ich muss dazu sagen, ich schaue keine Videos von Moviepilot. Ich habe aber mitgekriegt, dass die wohl sehr viel die neuen Star Wars Filme haten, aber trotzdem rechtfertigt das halt nicht, dass du private Morddrohungen oder sowas bekommst. So. Ich mag Chappie auch. Ja, Chappie fand ich echt süß. Dann habe ich hier noch Jackass The Box Set. Da ist quasi die Serie drin. Weil, also die Sachen, die ich bisher hatte, waren die Filme. Und hier habe ich noch so ein Box Set mit auch so einem kleinen Booklet drin, wo ein paar Sachen zu den verschiedenen Stunts drin sind, die sie da gemacht haben. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das hier so zeigen darf. Ich weiß, ich würde es den Jackass-Leuten okay, hier ist ein nackter Arsch. Ich will nicht auf YouTube jetzt einen Penis zeigen und dann gebannt werden. Okay, hier ist auch ein nackter... Wisst ihr was? Ich pack das einfach wieder ein. Ich zeig davon jetzt nichts. Nicht, dass ich da gebannt werde. Das möchte ich nicht. So, auf jeden Fall habe ich hier die Jackass. Okay, das Zeug hier hinten auf der Box ist in Ordnung. Ja. Die Serie habe ich auch erst einmal durchgeguckt. Könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken. Gut, ich leg das jetzt wieder weg. So, und dann, ja, jetzt kommen hier ein paar Boxen. Passt mal auf.
Star Wars Community generell sehr toxisch. Ja, das habe ich auch so mitbekommen. Deshalb weiß ich nicht, ob ich dazu irgendwie großartig was sagen will. Ich kenne halt auch andere YouTuber, Patrick Willems zum Beispiel, der auch über Filme redet. Und der hat schon öfter, der wird auch öfter gefragt, ob er was über Star Wars sagt. Und der sagt auch immer wieder in seinen Filmen, dass er, in seinen Videos, dass er im Internet nicht über Star Wars reden will. Weil es ist egal, was du über Star Wars sagst, du wirst irgendwie immer angefeindet von irgendwem. Die Star Wars Community hat sehr viele Leute, die einfach starke Meinungen haben, und Leute, die andere Meinungen haben, die werden dann einfach beleidigt und fertig gemacht. So, dann habe ich hier eine Alien Box, in der Alien 1 bis 4 drin sind. Und ich kann mich noch dran erinnern. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich die Box gekriegt habe. Die hatte ich bei Amazon bestellt, und zu der Zeit habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und das war noch zu der Zeit, als ich Let's Plays regelmäßig aufgenommen habe. Und ich weiß noch, dass ich zusätzlich zu Alien hatte ich noch so eine große Packung, irgendwie so ein 100er Pack Kondome oder so bestellt. Und meine Mom hat so die Angewohnheit, dass sie Pakete und Briefe und so aufmacht, obwohl sie nicht an sie adressiert sind. Da steht dann, kommt ein Brief an für Daniel Meissner, und meine Mutter denkt sich, oh, das Paket mache ich jetzt mal auf und guck, was drin ist. Und ich war auf jeden Fall, ich habe gerade ein Let's Play aufgenommen. Ich glaube, Star Wars The Force Unleashed habe ich aufgenommen. Und dann höre ich im Hintergrund meine Mutter rufen, und ich glaube, das hat man auch in der Folge gehört. Oder ich habe es da rausgeschnitten, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat im Hintergrund der Aufnahme meine Mutter gerufen, Daniel, deine Kondome sind da! Und Alien! Und dann kam sie hoch und hat mir die Kondome und hat mir Alien gebracht. Ja, das ist eine Erinnerung, die ich jetzt immer mit dieser Box hier verbinde. Die habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Aber ich weiß, dass Markus die noch sehen wollte, und ich glaube, Anni wollte die auch sehen. Deshalb, vielleicht schauen wir die bald mal. Vielleicht schauen wir die bald mal. Die Alien-Filme, ne? Mal gucken. Oh Mann, das ist staubig. Nette Mutter, ja. Hast du Alien Isolation gespielt? Ich hatte das nur mal angespielt. Ich glaube, dazu hatte ich auch ein Let's Play angefangen, habe 4 Folgen gemacht, aber mein damaliger PC hat das Spiel irgendwie nicht so gehandelt. Und dann hatte ich das Let's Play abgebrochen. Aber, boah, habe ich das noch... Anni hat das neulich mal im Stream gespielt. Deshalb... Ich guck gerade mal... Pass mal auf. So. Ich bin hier in Steam. Bibliothek. Ich habe Alien noch installiert. Ich habe Alien Isolation noch installiert. Also theoretisch könnte ich das mal spielen. Ich habe es halt wirklich, ich glaube, ich habe nur die erste Stunde oder so gespielt. Den Rest vom Spiel kenne ich noch überhaupt nicht. Ja. Also ist installiert. Könnte man theoretisch mal spielen. Wären die Alien-Filme ein Video wert? Ich glaube, wenn ich die dann nochmal aktuell gesehen habe und so, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dazu was mache. Vor allem, ich weiß gar nicht, kommt da jetzt noch ein neuer? Der letzte Alien-Film war ja Alien Covenant hieß der, glaube ich. Aber ist da schon ein neuer angekündigt? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie offen das Ende von dem war. So, hier habe ich die... ultimative Bourne Collection, die inzwischen aber gar nicht mehr so ultimativ ist. Es gab doch da schon einen neuen Film, oder? Es gab auf jeden Fall, gab es nicht so einen Spin-Off-Film, wo dann irgendwie sein Sohn oder sowas, oder sein Bruder, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es da doch schon mehr Filme als nur die drei, die hier drin sind. Ich habe hier die Bourne-Identität, die Bourne-Verschwörung und das Bourne-Ultimatum. Die habe ich alle nur einmal geguckt, und ich glaube, ich fand die damals ganz cool. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, um was es ging. Ich weiß nur noch, dass er
dass es diese eine coole Szene gab, wo er durch ein Fenster durch, wo er irgendwie vom Haus in ein Fenster reinspringt und die Kamera ihm so hinterherjumpt. Da habe ich auch schon sehr oft das Making-of gesehen, wie der Kameramann tatsächlich dann mit der Kamera vom Haus runtergesprungen ist und so. Und ich weiß, dass er irgendwie hier mit Franka Potel, ja, dass er so eine deutsche Freundin hat. Aber mehr weiß ich nicht mehr über die Filme. Die sind... Die könnte ich noch mal gucken und es wäre, als würde ich die das erste Mal sehen wahrscheinlich. Okay, hier sind sehr, sehr verschiedene Aussagen zu, ob die Alien-Reihe weitergeht. Erstmal nein durch den Kauf von Disney. Nein, aber es soll eine Serie kommen. Und ja, es kommt ein neuer. Okay. Dieses erstmal nein durch den Kauf von Disney. Das kann ich mir schon vorstellen, dass Disney da erstmal keinen Bock drauf hat. Das hatte ich allgemein gehört, dass ich glaube mit... Als es dieses Disney Plus Stars noch nicht gab, inzwischen gibt es ja auch viele solche Sachen ab 18 und so auf Disney Plus, weil die ja Fox gekauft haben zum Beispiel. Und da hatte ich erst gehört, dass Disney nicht so Interesse daran hat, diese ganzen also Sachen für Erwachsene, so Alien und was weiß ich, es gibt doch so total viel Zeug von Fox, was... Mir fällt jetzt natürlich kein einziges Beispiel ein. Aber dass Disney da nicht so Interesse daran hat, diese Sachen fortzuführen, weil Disney ja eher so ein familienfreundliches Unternehmen sein will. Und aber dadurch, dass es jetzt Disney Plus Stars gibt und sie auch diese ganzen Sachen ab 18 dann noch mit irgendwie auf Disney Plus haben, kann ich mir vorstellen, dass die da trotzdem mal ab und zu solche Sachen dann vorführen. Alien Awakening soll anscheinend kommen. Okay. Warte. Worauf ist das von Kevin Rombold jetzt bezogen, mit wo er die Filme aufzählt? Alien 3 und dann Prometheus 2 und 1. Aber es gibt doch keinen zweiten Prometheus-Film, oder? Ich raff grad nicht, um was es da geht. Warum hast du die Alien-Box auf Englisch? Ist die deutsche geschnitten? Ist die Englisch? Oh, tatsächlich, ich habe die auf Englisch. Weiß ich nicht. Vielleicht gab es damals keine deutsche Blu-ray-Box. Also ich habe die bestimmt 2012 oder so gekauft. Ist jetzt schon 8-9 Jahre her, dass ich die gekauft habe. Keine Ahnung, vielleicht gab es da einfach keine deutsche Box. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas jetzt mit Schnitt zu tun hat, ob die irgendwie jetzt mehr Filmmaterial drin haben als die Deutschen oder so. So, dann habe ich hier, das habe ich ja euch beim letzten Mal gezeigt, dass ich die Serie Chuck geschaut habe und dass ich da die erste und zweite Staffel habe importieren lassen, weil ich die auf Blu-ray wollte. Aber in Deutschland gab es die nicht auf Blu-ray, deshalb habe ich die teuer aus Australien und so einsenden lassen. Und dann, nachdem ich aber gesehen habe, dass Staffel 3, 4 und 5 auf Blu-ray aus dem Ausland sehr, sehr teuer sind, habe ich mir dann doch die deutsche DVD-Box geholt, wo die ganzen 5 Staffeln drin sind. Das ist so eine Serie, da habe ich auch das Gefühl, dass die einfach sehr unbekannt ist, aber die ist tatsächlich, ich fand die richtig cool. Also die ist so ein bisschen, wie erkläre ich das? Die hat schon einen gewissen Trash-Faktor, weil teilweise die Special Effects überhaupt nicht gut sind und so. Es geht um Chuck. Das ist der Dude hier. Den kennt man heutzutage wahrscheinlich als Shazam aus dem Shazam-Kinofilm. Oder bei Thor 2 hat er mitgemacht. Und, also, boah, wie heißt denn der nochmal? Zachary Levi. Der hat auch bei Rapunzel neu verföhnt. Im englischen Original hat er den Prinzen? Nee, nicht, das ist kein Prinz. Der Typ mit dem Pferd, den hat er gesprochen. So. Und in der Serie geht es darum, dass er ein ganz normaler Typ ist, der halt irgendwie bei einem
so einem Multimedia-Laden arbeitet und Sachen repariert, wie zum Beispiel, oh, wenn das Handy von jemandem kaputt ist, repariert das Handy oder installiert irgendwelche PC-Sachen und so. Und er kriegt von seinem früheren Schulfreund eine E-Mail geschickt. Und in der E-Mail ist so ein krasser Supercomputer vom CIA irgendwie drin, wo so ganz viele Bilder sind und sowas. Und der guckt sich das halt an und scannt dann diese ganzen Informationen und hat dann quasi diesen CIA, was weiß ich was, Supercomputer in seinem Kopf drin. Und er kann dann halt zum Beispiel, wenn er irgendwelche Leute sieht, da läuft zum Beispiel jemand vorbei und dann unterbewusst scannt er den dann und sieht dann, oh, das ist irgendwie ein gesuchter Terrorist. Nice. Und dann hat er die ganzen Informationen zu dem. Und die, ja, das CIA versucht dann halt irgendwie diese Informationen wieder aus seinem Kopf rauszubekommen. Und das ist dann halt so eine Agentenserie, die aber so richtig viel coole, ist halt so eine richtige Nerd-Liebhaber-Serie, die lauter Anspielungen auf irgendwelche anderen Sachen macht. In einer Folge spielt zum Beispiel Robert Englund mit, der Freddy gespielt hat, also Freddy Krüger. Und in der Folge ist Robert Englund dann so ein komischer Schlafwissenschaftler, der ein komisches Serum entwickelt hat. Und wenn er den Leuten dieses Serum gibt, kriegen die halt krasse Albträume und sterben. Das heißt, im Prinzip ist da halt eine Freddy Krüger-Folge drin, wo Robert Englund einen Schlafwissenschaftler spielt. Es gibt dann auch irgendwie Folgen später, wo Trinity aus Matrix, die Schauspielerin von Trinity, mitspielt. Und dann gibt es halt total viele solche Matrix-Szenen, wo sie dann in Zeitlupe irgendwie Kugeln ausweichen und so ein Zeug. Und das gibt es halt zu sehr vielen Filmen und Serien, dass da halt lauter Anspielungen drin sind und dann tatsächlich die Leute aus diesen Filmen und Serien mitspielen. Deshalb, ich habe die total gern geschaut, die Serie. Falls ihr die nicht kennt, und ihr so nerdiges Zeug und so Anspielungen und sowas mögt, dann schaut euch die an. Also ich fand die echt cool. Und die hat auch ein richtig, richtig gemeines Ende. Also ein richtig gemeines Ende. Die hört mit so einem richtig fiesen Cliffhanger auf. Aber gleichzeitig fand ich das Ende dann auch dadurch total cool. Also, weiß nicht. Falls ihr die noch nicht kennt, schaut euch die an, falls ihr sowas in der Art mögt. So. Lars Dixon hat, danke für die 2 Euro, moin Demon, bin auch mal wieder da, aber nur kurz, ja, danke fürs Vorbeischauen. So, schaust du Filme und Serien Dub oder Sub? Ich schaue eigentlich immer so gut wie alles im Originalton, also wenn irgendwas Englisch ist, gucke ich es mir auf Englisch an, wenn irgendwas Spanisch ist, gucke ich es mir eigentlich gern dann auch auf Spanisch an. Ich gucke halt eigentlich immer gern im Originalton. Alien Covenant ist der zweite Teil, könnte man sagen. Also von Prometheus. Der zweite Prometheus war doch Covenant. Ach so. Ah, so meintet ihr das. Dann habe ich den, glaube ich... Stimmt, da war ja auch wieder dieser Michael Fassbender dabei, der auch in Prometheus mitgespielt hat. Ich müsste mir die nochmal alle irgendwie richtig in der Reihenfolge angucken oder so. Aber dann hatte doch theoretisch in dieser... Ach, egal. Okay, ja. So, dann gucken wir weiter. Ich habe hier eine Chucky-Box, die quasi... Ja, hier sieht aus wie so eine Good Guys... Spielzeugbox, steht da auch unten was drauf? Ah, da sind Fußabdrücke drauf. Und da sind quasi Chucky 2, 3, 4, 5, 6 und 7 mit dabei in solchen Hardboxen. Pass mal auf. Hier, die sehen dann so aus. Und die macht man dann auf. Und da ist dann jeweils... jeweils der Film drin mit... Das ist noch ein Audio-Booklet. Es ist halt immer so ein Booklet mit dabei, wo noch so Texte drin stehen, so hier, um was geht es diesmal und irgendwelches Behind-the-Scenes-Zeug. Und auf dieser CD ist dann quasi ein Audio-Booklet drin. Da kannst du dir, da wird der ganze Text von dem, was im Booklet drin steht, vorgelesen. Dann hast du es quasi wie so eine Art Hörbuch noch mit dabei. Und, warte, ist die Box auf Deutsch oder Englisch? Das ist eine deutsche Box. Ich habe mir die auch nicht gekauft. Ich habe die zugeschickt bekommen, weil die ist von Birnenblatt. Und ich habe bei Birnenblatt gearbeitet. Ich habe
einige Sachen aus meiner Sammlung habe ich, weil ich bei Birnblatt gearbeitet habe und die das Zeug gemacht haben. Ja, ich habe quasi dafür gearbeitet und habe bei Chucky 2 und 3 habe ich das Bonusmaterial geschnitten und habe für, ich weiß gar nicht, ob ich für beide Filme einen Trailer gemacht habe. Also, da kennt ihr euch jetzt vielleicht besser aus, weil hier bestimmt ein paar Leute dabei sind, die Filme auf Deutsch geguckt haben. Hallo Urst! Boah, cool, dass du vorbeischaust. So, in der deutschen Synchro war das so, dass Chucky in Teil 2 eine andere Stimme hatte als in den anderen Filmen. Ich weiß nicht warum, in Teil 1, 3 und fortlaufend hatte er, glaube ich, den gleichen Synchronsprecher, aber in Teil 2 hatte der den nicht. Und die von Birnblatt sind jetzt hingegangen und haben zu Chucky 2 eine neue Synchro gemacht mit dem Synchronsprecher, der Chucky auch in den anderen Filmen gesprochen hat. Und deswegen kam quasi 2019, glaube ich, oder 2020 eine neue deutsche Version von Chucky 2 raus mit einem Synchronsprecher, der halt davor auch irgendwie, damit es halt einheitlich ist. Und da habe ich einen Trailer zugeschnitten zu dieser neuen deutschen Synchro und der ist da auf Chucky 2 und 3 mit drauf. Also wenn ihr die zwei Blu-rays habt und da das Bonusmaterial guckt, dann steht da am Schluss dran Schnitt Daniel Meissner, weil ich halt das Bonusmaterial da geschnitten habe. Der erste Teil ist nicht dabei, weil es zu der Zeit, als ich die Box bekommen habe, gab es den ersten Teil noch nicht. Ich glaube, Birnblatt hatte da dann noch nicht die Rechte an dem Film oder so. Aber jetzt haben die die. Ich weiß nicht, der hatte mir das neulich mal in WhatsApp geschrieben. Ich glaube, inzwischen gibt es auch den ersten Teil auf Deutsch. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wie heißt die Box? Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil es den eben nur in diesem gelben Mediabook gibt. Ah, dann kann es daran liegen, dass bisher nicht Birnblatt die Rechte an Chucky 1 hatte, sondern ein anderes Unternehmen und die haben dann halt auch ein Mediabook genommen, was farblich nicht so zu den anderen passt. Ich weiß halt, dass es hier von diesen Hardboxen, die ich habe, die gibt es auch alle noch als Mediabook, die quasi vorne und hinten, glaube ich, auch die gleichen Bilder drauf haben, die aber halt einfach dann Mediabooks sind. So. Und ich habe die halt hier in diesen Hardboxen rumliegen. So. Was habe ich denn jetzt? Ich guck mal kurz. Okay, ich hol schnell den Rest. Das kriegen wir durch. So. Das sind jetzt hauptsächlich Serien, da auch welche, wo ich vorhin schon drüber geredet habe, deshalb muss ich da gar nicht viel zu sagen. Ich finde leider die Box nicht auf Deutsch. Ja, das ist halt auch, das sagen jetzt doch einige nach, die Sachen sind halt immer so limitiert. Hier zum Beispiel, das ist Nummer 43 von insgesamt 366. Das heißt, dieses Ding hier ist auf 366 Stück limitiert. Und ich glaube, die meisten Sachen, also es ist halt alles limitiert. Höchstwahrscheinlich ist das ganze Zeug schon ausverkauft. Und so wie ich das verstanden habe, gab es das auch nicht so, wie ich das habe, komplett als Box zu kaufen, sondern man konnte sich die Hardboxen und so alle einzeln kaufen und ich glaube, bei irgendeinem Film hattest du dann die Option, dir diesen gelben Pappschuber noch dazu zu kaufen. Das heißt, du konntest es nicht komplett kaufen, sondern musstest dir die Sachen einzeln kaufen und bei einem Film konntest du dir dann einen Schuber mitliefern lassen. Danke für die 4 Euro, Lukas. So, dann gehen wir jetzt mal schnell noch die Serien durch, die ich hier habe. Boah, ich wusste gar nicht, dass da ein Booklet dabei ist. So, hier habe ich eine Friends-Box. Da muss man nicht so viel zu sagen. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Friends ist eine dieser Serien, die damals noch analog aufgenommen wurde. Deshalb gibt es die auch in guter HD-Qualität heutzutage zu gucken. Nicht wie Prince of Bel-Air oder sowas. Ja, ich glaube, die Blu-ray habe ich aber auch noch nie durchgeguckt. Ich habe die damals bei Netflix gesehen, die Serie komplett. Aber ich fand die halt richtig cool und dachte mir, geil, die will ich auf Blu-ray haben. Habe ich mir dann gekauft und die Blu-ray nie angeguckt. Kennst du die Freitag der 13. 8-Movie-Collection auf Amazon?
Nee, aber das ist was, wo ich auch letztens, glaube ich, schon mal drüber geredet habe, dass in Deutschland die Rechte zu den einzelnen Freitag der 13. Filme halt bei unterschiedlichen Firmen liegen und es deshalb da keine einheitliche Box gibt, wo alle Filme gleichzeitig drin sind. Ich weiß nicht, ob Urst jetzt noch da ist, aber ich habe neulich seinen Podcast gehört, wo er über die Freitag der 13. Filme geredet hat und der hat da gezeigt, welche Version der Filme er hat. Und es gibt da diese Box, wo irgendwie Teil, was weiß ich, es gibt diese Boxen, wo diese weißen Cover drauf sind, wo dann zum Beispiel das Bild ist komplett weiß, aber dann hast du eine Heckenschere drauf liegen und da ist eine Blutpfütze irgendwie außenrum. Und bei einem anderen Film hast du dann stattdessen eine Axt da liegen und es ist eine Blutpfütze rum. Und da sind halt irgendwie nur ein paar Teile drin. Und in Deutschland, wenn du die irgendwie einheitlich haben willst, musst du dir entweder diese teuren Mediabooks kaufen, die es gibt, die aber auch schon überall ausverkauft sind, die man dann halt voll teuer bei eBay bekommt. Oder du musst dir halt diese komischen Versionen kaufen, die es irgendwie so gibt, die aber halt alle nicht zusammenpassen. So, dann habe ich hier Lost. Die habe ich, ja, Freitag zusammen zu kaufen ist die Pest. Ja, ich hab halt zu Freitag nur englische Boxen, weil man bei den englischen Boxen nicht dieses Problem hat, dass die Rechteinhaber so verschieden sind. Deshalb, ja, zum ins Regal stellen oder so, ist es dann halt schon cooler, wenn man eine englische hat. So, dann habe ich hier noch eine Lost Box. Das ist auch sowas, was ich... Also aus... Die ist auch aus England. Ich glaube, die habe ich damals in England gekauft, weil die deutsche hat richtig viel gekostet. Die deutsche war irgendwie damals bei 200 Euro oder so. Und die hier, die englische, habe ich für 100 gekriegt, glaube ich. Irgendwie sowas. Es hat auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied vom Preis her gemacht. Ja. Und die Serie hatte ich damals, glaube ich, auch im Internet geguckt. Aber dann die Blu-ray gekauft. Und ich habe die Blu-ray noch nie geschaut. Ich glaube, als ich die erste Staffel nochmal angefangen habe von ein paar Jahren, habe ich die auf der Blu-ray geschaut. Aber ansonsten hatte ich die, glaube ich, auch noch nie drin. Dann kommen wir hier zu, das ist sowas, diese Boxen hasse ich eigentlich auch, aber ich habe das halt damals gekauft, weil sich das irgendwie, weil es damals die beste Lösung war. Und zwar ist das eine Vampire Diaries Box, wo Staffel 1 bis 4 drin sind. Und die Serie hat, glaube ich, insgesamt 8 Staffeln, aber damals gab es das noch nicht. Ich finde diese Boxen total dumm. Bei irgendwelchen Serien, also bei manchen Sachen macht es ja Sinn. Wie zum Beispiel Men in Black, was eine Trilogie ist und dann kam ewig lang kein neuer Film raus, bis dann halt jetzt dieser Men in Black International kam, was auch eher so ein Spin-off war. Da macht es ja Sinn, dass du eine Trilogiebox hast. Aber es gibt es halt auch zu, was weiß ich, Harry Potter, wo am Anfang schon klar stand, es wird insgesamt 7 oder 8 Filme geben, aber trotzdem gibt es dann jedes Mal eine Box, wo zum Beispiel Teil 1 bis 3 drin sind oder Teil 1 bis 4. Und die sind halt in einem Jahr schon wieder outdated, die Boxen. Und eigentlich finde ich die richtig hässlich und scheiße und da warte ich dann lieber, bis eine Komplettbox raus ist. Aber damals wollte ich halt unbedingt die Serie schauen und habe dann halt die Box 1 bis 4 gekauft. Ja, weiß nicht. Wenn ich irgendwann das Geld dazu hätte... Wenn ich genug Geld habe, dass es mir nichts ausmacht, mir von Vampire Diaries die Komplettbox zu holen, dann würde ich mir da auch eine Komplettbox von holen. Ja, über die Serie, allgemein über das Vampirzeug haben wir ja vorhin schon mal geredet, deshalb sage ich da jetzt auch nicht so viel zu. Hier habe ich noch was, das habe ich schon mal in einem Video vorgestellt, und zwar, da ist irgendwas Loses drin. Die Summer of 84 VHS-Tape-Box. Die finde ich ganz cool, weil du das hier so seitlich rausholen kannst und dann hast du hier quasi wie so eine VHS-Kassette drin, die du dann hier aufklappst. Ach, der Soundtrack klappert da drin so rum. Und dann ist noch der Soundtrack drin. Dann hast du noch da 2 Discs und hast ein paar Postkarten mit dabei und ein Poster bestimmt. So. Aber ich weiß nicht, dazu sage ich jetzt auch nicht viel. Also wenn ihr die Box noch genauer sehen wollt, da habe ich halt zufällig schon ein komplettes Video dazu gemacht. Deshalb schaut einfach auf meinem Kanal nach, falls ihr mehr von dieser Box hier sehen wollt. Da habe ich halt auch noch über den Film geredet. Ich glaube, ich habe ein
Review auch zu dem Film gemacht. Deshalb, ja. So. Das ist jetzt ein ähnlicher Fall wie das, was ich gerade mit Men in Black meinte. So. Ich habe hier eine Star Wars Box. The Complete Saga. Ja, damals, als ich die gekauft habe, war es die Complete Saga. Aber konnte man ja nicht wissen, dass Disney dann das kauft und dass sie dann eine neue Trilogie machen. Deshalb habe ich hier so eine schicke Star Wars Box, wo Episode 1 bis 6 drin sind und noch so Bonusmaterialzeug dabei ist. Aber natürlich ist die Box jetzt auch nicht mehr vollständig, weil es ja 3 neue Filme gibt. Aber die weiß nicht, mir reichen auch eigentlich die hier. Deshalb, ja. Ja, weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. Ist halt eine Star Wars Box, die ziemlich schick ist. Seht ihr? Das ist so der Unterschied zwischen der Fluch der Karibik Box vorhin. Die haben einfach nur hässlich alle Filmposter vorne drauf geklatscht und gesagt, ja okay, so lassen wir das jetzt. Aber die hier haben, ich finde es schicker, wenn die so durchdesignt sind und zusammenpassen. Hier hast du Tatooine, da hast du den Anakin aus Episode 1 und hast Luke aus Episode 4, die halt so, ja, hier auf Tatooine sind, was halt voll das schöne, passende Bild ist, was auch beide Trilogien irgendwie vereint und nicht so einfach so eine Gülle wie bei Fluch der Karibik. Deshalb, die Box finde ich eigentlich ganz schick. Da ist auch echt viel Bonusmaterial mit dabei. Ich weiß noch, dass da so eine Szene dabei war, beim Bonusmaterial, wo so ein Yoda dabei ist, der einfach irgendwie zu Hip-Hop-Musik tanzt oder so. Aber das ist halt so ein richtig gut animierter Yoda. Also wirklich Filmqualität Yoda, wie er irgendwie zu Musik tanzt. Ich weiß nur, dass ich den Bonusclip irgendwie sehr lustig fand. Ich habe die Bonus-Discs rausgenommen und die Sequels dafür reingemacht. Dann ist es wieder komplett. Sind da 3 Bonus-Discs drin? Das muss ich jetzt gucken, dass das theoretisch passen würde. Okay, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Dann haben wir eine Bonus-Disc, 2 Bonus... Holy shit, da sind tatsächlich 3 Bonus-Discs drin. Theoretisch könnte man die 3 rausnehmen und da die neuen Filme reinmachen. Das ist voll die smarte Idee. Kevin hatte die IQ-300-Ideen. Aber von den neuen Star-Wars-Filmen habe ich halt auch keinen einzigen auf Blu-ray. Deshalb kann ich die da auch nicht reinstecken. So, gibt es eine Halloween-Box? Ich weiß, dass es von Scream Factory, von denen auch diese Freitag der 13. Box da im Hintergrund ist, dass es von denen auch eine Halloween-Box gibt. Aber ich weiß nicht, ob es eine deutsche gibt. So, jetzt, boah, also ich hatte doch dieses Bild hier, was ich letztens gemacht habe, damit ihr auch sehen könnt, was da... Wo habe ich dieses Bild? Das stimmt. Ah, hier, okay, pass mal auf. Hier, das hatte ich beim letzten Mal gemacht, um euch das zu zeigen. Wir sind jetzt quasi mit dem hier, das hatten wir beim letzten Mal gemacht. Damit sind wir heute durch und das da unten, diese Reihe haben wir auch heute geschaut. Die 2 Reihen haben wir heute gemacht. Ich hätte jetzt noch die Sachen, die hier oben stehen. Das sind halt 4 Sachen. Aber das sind halt... Es sind... Okay, ich hole die schnell. So, ich habe hier einmal Lord of War mit Nicolas Cage. Den habe ich noch nicht geguckt. Den habe ich plakativ groß im Hintergrund stehen von meinen Videos, weil der halt... Ich finde, das Cover sieht ganz schick aus. Und ich dachte halt, es passt gut zu... Wartet. Ich fand, es passt halt gut im Hintergrund, weil dann habe ich hier das American Psycho Media Book, wo du halt einen weißen Hintergrund hast, mit einem Gesicht vorne drauf und oben den Schriftzug. Und das hat da halt gut dazu gepasst. Ich dachte, das sieht halt schick aus, weil die ein ähnliches Motiv haben. Passt gut nebeneinander, aber ich habe Lord of War noch nicht geguckt. Ich kann da nichts zu sagen zu dem Film. Außer der Standardsatz, den ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wie
Den müsste ich mal noch nachholen. Also, ja, ist halt auch so ein Mediabook mit, ich weiß nicht, woher ich das habe. Das habe ich safe auch geschickt bekommen. Ja doch, ich glaube, den habe ich auch, ich weiß nicht mehr, wann ich den geschickt bekommen habe, aber den habe ich mal geschickt bekommen. Und ich glaube, Lord of War unbedingt gucken. Ja, ich glaube, ich habe den Trailer schon ein paar Mal gesehen. War das Lord of War, der diese krasse Szene am Anfang hat, wo man irgendwie sieht, wie eine Kugel hergestellt wird und du quasi aus der Sicht der Kugel siehst, wie sie durch die Fabrik durchgeht und irgendwie das Pulver reingeballert wird und sie dann gepresst wird und so. Die Szene habe ich schon ein paar Mal irgendwie im Internet gesehen. Ist die aus Lord of War? Also diese Kugel aus der Ego-Perspektive in der Fabrik? Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es aus dem Film ist. So, dann... Warte, ich habe hier... Was war... Okay. So, dann habe ich hier... habe ich gerade eben schon gezeigt. Hier American Psycho, was noch hier im Regal steht. Die hatte ich mir... Die habe ich sogar ausnahmsweise mal selbst gekauft. Die habe ich nicht zugeschickt bekommen. Die habe ich mir gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon so viel zu sagen soll, weil ich dazu sowieso bald was mache. Das war so der... Ich kann euch mal kurz was sagen, was vielleicht gar nicht so viele wissen. Das ist irgendwie... ich habe mich, als ich das erste Mal gesehen habe, da ist der Film einmal auf Blu-ray und einmal auf DVD drauf. Aber auf Blu-ray dauert der 102 Minuten und auf DVD dauert er nur 98 Minuten. Und ich dachte dann so, hä, what? Sind da auf der Blu-ray zusätzliche Szenen drin oder so? Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und herausgefunden, dass Filme auf DVDs und Blu-rays unterschiedlich schnell laufen teilweise. Die haben eine andere Bildfrequenz teilweise, in der die abspielen. Dass zum Beispiel, was weiß ich, auf der DVD läuft der Film mit 23,32 oder so Bildern pro Sekunde und auf der Blu-ray läuft er dann mit 24. Das ist dann so, wenn du die Filme gleichzeitig startest, auf der einen Seite die DVD-Version auf dem einen Bildschirm und auf der anderen die Blu-ray-Version, dann sieht es so ungefähr gleich aus und am Anfang sind die noch synchron, aber mit der Zeit werden die dann immer so ein bisschen asynchroner, weil der eine minimal schneller läuft als der andere. Und dadurch kommt es, dass Filme auf Blu-ray oft länger sind als auf DVDs. Und bei dem Film macht es hier 4 Minuten aus, aber bei Herr der Ringe Extended macht es halt teilweise 20 Minuten aus. Also wenn ihr Herr der Ringe Extended speedrunnen wollt, solltet ihr die lieber auf DVD gucken, weil die da 20 Minuten kürzer sind. Aber der Inhalt ist genau der gleiche. Ja, das habe ich dadurch irgendwie erfahren, weil ich mich gewundert habe, warum die unterschiedlich lang sind, aber anscheinend das gleiche drauf ist. Ja. Deshalb, da kommt aber auch bald noch was dazu. Deshalb werde ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Ist es bei euch heute auch so unfassbar warm? Ich finde, das Wetter ist die letzten Tage richtig, richtig krass irgendwie. Bei uns hat es neulich, ich weiß nicht, vorgestern oder so, hat es gehagelt und geschneit. Und heute ist es so heiß draußen. Okay, jetzt ist was... Ich weiß nicht, wollt ihr die alle sehen? Ich zeige euch das mal. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich zum Beispiel diese Chucky-Box hier bekommen habe, weil ich bei Birnblatt gearbeitet habe, die halt gemacht hat. Die haben aber nicht nur... Der Inhaber von Birnblatt ist aber auch der Inhaber von... Sieht man das hier? Tape-Edition heißt es. Die diese Sachen machen, die Blu-ray-Boxen, die aussehen wie VHS-Kassetten. Und deshalb habe ich hier unten halt haufenweise, ich habe noch haufenweise von diesen VHS-Boxen. Da habe ich auch sehr viele davon noch gar nicht geguckt. Aber, ja, soll ich euch die auch noch kurz zeigen? Da werde ich halt zu vielen nicht so viel sagen können, weil ich einige noch nicht gesehen habe. Und im Prinzip ist es halt jedes Mal die gleiche Box, nur mit einem anderen Film. Aber ich kann euch ja mal ein paar zeigen und dann könnt ihr selber gucken, ob ihr das noch irgendwie sehen wollt. So. Legen wir los mit... Ja, voll warm gewesen bis eben. Bei mir ist es kalt.
Bei mir regnet es und donnert. Bei mir ist kalt, aber Schnee hatte ich vorgestern auch. Okay, bei euch ist es also auch sehr gemischt, das Wetter. So, da bietet es sich an, das direkt mit dieser Box hier zu vergleichen. Ich habe ja Summer of 84, diese VHS-Box. Bei der ist es so, dass die Box quasi seitlich rauskommt. Dass so die, ja, das Ding rauskommt. Bei diesen Boxen der Tape-Edition ist es aber so, dass die unten rauskommen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es wohl früher, dass das hier authentischer ist. Dass die früher auch unten rauskam. Aber ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, dass die seitlich rauskam. Das lag aber wohl daran, das hat er mir erklärt, dass es gab diese VHS-Kassetten, die man selbst bespielen konnte, die leer waren. Und die leeren, die waren quasi, die kamen seitlich raus, aber die offiziellen, die in Filmen, also die offiziellen Filme, die kamen irgendwie nach unten raus. Keine Ahnung. So. Ja, dann hat man hier die VHS-Box drin und was bei denen hier cool ist, sieht man das? Die haben so einen leichten 3D-Effekt. Das sieht so aus, als hätten die tatsächlich Tiefe. Es sieht also aus, als wäre da tatsächlich irgendwie eine Spule drin. Und hier hinten sieht man das auch. Das kommt mit der Kamera nicht so geil rüber. Man sieht es ein bisschen. Es sieht aus, als würde das tatsächlich hier tief reingehen. Tut's aber nicht. Das ist einfach nur eine optische Täuschung. Und hier, die Box, habe ich euch ja gezeigt, die klappt man quasi hier so auf. Und dann kommt man hier an den Inhalt rein. Bei den anderen Boxen, bei der Tape-Edition, ist es quasi so, dass man einfach die obere Hälfte abnehmen kann. Und dann hat man innen drin einmal die Blu-ray und auf der Seite hat man dann ein Poster bei jedem Film mit drin. Und das Poster hat man halt in zwei Ausführungen. Das ist sowieso so ein Ding, zusammengeknickte Poster. Ich habe mir noch nie... Früher habe ich mir mal zusammengeknickte Poster aufgehängt, aber heutzutage, ich weiß nicht, so geknickte Poster, wo man irgendwie nur die Falten und so sieht, finde ich halt nicht so geil, die würde ich mir nicht aufhängen. Dann hast du auf einer Seite halt das Poster, so ganz normal, und auf der anderen Seite hast du es quasi in einem Vintage-Look, wo man dann zwischendrin, wo es aussieht, als wäre das schon ein paar Mal gefaltet worden. Also das ist nicht wirklich kaputt, es sieht nur so aus. Und ja, dann hast du halt einmal normal, einmal Vintage und das ist halt bei jedem Film in diesen Tape-Editionen drin. Deshalb weiß ich auch nicht, ob das jetzt so Sinn macht, euch die alle ganz genau zu zeigen. Ich könnte euch aber zeigen, welche Filme ich da habe. Und falls ich die Filme gesehen habe, kann man ja auch kurz drüber reden, wie ich die dann fand. So. Mache ich das wieder zu. Und die sind halt auch alle limitiert. Also, warte, das steht hier irgendwo drauf. Natürlich habe ich es falsch rum zugemacht. Das hier ist zum Beispiel Nummer 812 von insgesamt 1111. Davon gibt es also mehr als von diesen Hardboxen von Chucky, die ich habe. Aber die sind auch limitiert. So, boah, rein da. So, hier haben wir einmal Kevin allein zu Hause. Weiß nicht, ich schätze mal, den kennen die meisten, oder? Ist ja jemand, der noch nie Kevin allein zu Hause gesehen hat. Das ist so, finde ich, der Weihnachtsklassiker schlechthin. Also, ja. Also, Anni hatte den ewig lang nicht gesehen. Meine Freundin kannte den nicht oder hat den zumindest nicht geguckt. Und den haben wir dann, vor ein paar Monaten haben wir den so um, ich weiß nicht, wahrscheinlich um Weihnachten rum, haben wir den zusammen angeguckt. Und ich weiß nicht, das ist so ein Film, bei dem ich immer so richtig schön nostalgisch werde. Also die Musik finde ich so gut. Ich mag total diese Kirchenszene, wo Kevin quasi in die Kirche läuft und da dann diesen Nachbarn trifft, den er quasi bisher nur aus bösen Erzählungen von seinem Bruder kennt und wo er sich dann aber eigentlich ganz gut mit dem versteht. Und ich weiß nicht. Der Film hat so ein paar Szenen, die ich total rührend und schön finde. Das ist so ein richtiger Film, bei dem ich immer schön nostalgisch werde und denke, boah, Weihnachten ist ja, Weihnachten kann doch irgendwie schön sein. So, dann habe ich hier noch, alles so staubig. Wie oft staubt ihr bei euch die Regale ab? Ich mache das irgendwie so gut wie nie. Also wenn ich, meistens ist es so, dass ich irgendwie nach einem
Monat oder so mal denke, oh cool, jetzt habe ich Bock auf den Film oder oh, hole ich mal das aus dem Regal raus und dann sehe ich, boah shit, das ganze Regal ist ja mega zugestaubt. Aber dafür, dass es halt die ganze Zeit nur rumsteht, denke ich nie, dass es sich lohnt, da jetzt so oft sauber zu machen. So. Worum geht es bei Dexter? Bei Dexter geht es um einen Blutspritzer-Analysten, der bei der Polizei arbeitet und halt also, ja, Blutspritzer analysiert. Bei einem Fall, wenn irgendwie jemand gestorben ist und da sind Blutspritzer an der Wand, guckt er sich genau an, wie dieses Muster ist, um dann herauszufinden, was für eine Waffe verwendet wurde und von wo aus die Person abgestochen wurde und wie viel Kraft da aufgewendet wurde und so. Aber Dexter tötet halt gleichzeitig auch Menschen, weil er da irgendwie so einen inneren Drang hat, Menschen zu töten. Und er bringt aber nur Leute um, bei denen er weiß, dass es schlechte Menschen sind, die da irgendwie selber Verbrecher oder sowas waren, die aber durch die Finger des Gesetzes geschlüpft sind und dann irgendwie nicht verurteilt werden wegen einer Kleinigkeit, weil irgendwas der Richter bestochen wurde oder sowas. Ja, also es geht um einen Typen, der bei der Polizei arbeitet und gleichzeitig Leute tötet. So, dann habe ich hier Jurassic Park, auch in so einer schicken Box. Weiß nicht, muss man da zu viel sagen? Ich schätze mal, Jurassic Park haben halt auch die meisten gesehen, oder? Der kam, glaube ich, der kam in dem Jahr raus, als ich geboren wurde. 1993, ja. Den finde ich aber, der ist halt echt gut gealtert. Es gibt einen Fehler in dem Film, der mich immer auf die Palme bringt, wo ich mich immer frage, wie konnten die das übersehen? Und zwar gibt es da diese Szene, wo sie an dem, wo es schon regnet und der Park quasi schon kurz vor gleich geht, alles kaputt ist und sie fahren an diesem T-Rex-Gehege vorbei. Und dann kommt der T-Rex und macht dieses Gehege kaputt und dann ist da diese Action mit dem Auto, wo er die Kinder irgendwie runterdrückt und so. Und im nächsten Shot ist dann plötzlich diese Szene da, wo sie an diesem, wo da plötzlich eine Klippe ist und die bei diesem kaputten Gehege, wo sie sich dann abseilen und runterklettern. Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Weil eben hast du noch gesehen, wie der T-Rex rausläuft, dass es also quasi auf einer Ebene ist und im nächsten Shot ist es plötzlich total tief und geht nach unten. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie konnten die das übersehen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oder ich habe das irgendwie falsch gesehen. Aber ich meine, dass das an genau der gleichen Stelle ist. Dass genau die gleiche Stelle plötzlich von Ebene, wo der T-Rex rausläuft, zu da ist jetzt ein fetter Graben und die müssen da runterklettern, gekommen ist. Ja. Aber Jurassic Park Filme, ich weiß, dass ich den ersten und den dritten richtig oft gesehen habe, weil ich die damals auf DVD hatte. Den zweiten habe ich nicht so oft gesehen. Deshalb, die ersten und Teil 1 und 3 verbinde ich sehr viel mit Nostalgie, mit Kindheit früher, weil ich die oft geguckt habe. Aber ja, die Jurassic World Filme mochte ich nicht so. Ich weiß nicht, da sehen die Dinosaurier Klippen kommen und gehen. Ja, also keine Ahnung, was die da gedacht haben. Vor allem beim Schnitt vom, ich frage mich, in welcher Phase des Filmdrehens oder der Produktion das passiert ist. Haben die da irgendwie, es kann ja offensichtlich nicht das gleiche Set gewesen sein. Die hätten doch dann spätestens merken müssen, wenn sie ein anderes Set aufbauen und da dann plötzlich eine Klippe ist, hätten die doch dann merken müssen, das passt nicht. Vorhin haben wir doch auf dem Set aufgenommen, wo irgendwie da eine Ebene war. Es ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Ja, so. Bei Jurassic World finde ich irgendwie, erstmal ist die Geschichte irgendwie dumm. Ich mag dieses mit den komischen, hatten die nicht in beiden Jurassic World Filmen im Prinzip die gleiche Geschichte? Und zwar, dass es in beiden darum ging, dass irgendwie ein Dinosaurier da ist, der super gezüchtet ist oder so. Und der eigentlich nicht, ich kann mich nur noch an diesen Indominus Rex oder so erinnern. Dieser Reagenzglas-Dinosaurier. Und im zweiten Teil hatten sie doch dann so Raptoren, die irgendwie krass gezüchtet wurden, oder? Die hatten doch irgendwie in beiden Filmen im Prinzip die gleiche Geschichte. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann ich mich kaum noch dran erinnern. Aber ich mochte da auch das Aussehen der Dinos nicht so. Dadurch, dass sie dann später halt in Up Jurassic World so oft diese CGI-Dinos benutzt haben,
das ist irgendwie nicht das gleiche Feeling. Die sehen zu agil, zu flink, zu beweglich irgendwie aus. Da mochte ich diese steiferen Sachen aus dem Alten. Mir fallen jetzt gerade voll viele Fehler im Jurassic Park Film ein. Also so kleine Fehler, die man halt irgendwie übersehen hat, die ich mal irgendwo in Videos gesehen habe. Es gibt zum Beispiel am Schluss diese Szene, wo der T-Rex reinkommt und die Menschen vor diesen Raptoren rettet, wo er dann so einen Raptor in den Mund nimmt und aufsteht und dann so hin und her schleudert den in seinem Mund. Und da gibt es einen einzigen Frame mit einem Renderfehler. Und zwar ist einmal für einen Frame der Raptor aus dem Mund plötzlich verschwunden. Das heißt, wenn du bei Jurassic Park am Schluss in dieser Szene im richtigen Moment Pause drückst, hast du einmal einen Moment, wo dieser Raptor einfach nicht mehr da ist und im nächsten Frame ist er dann wieder drin. Und es gibt eine Szene, wo die Raptoren in die Küche reingehen, wo sie diese Türen aufmachen und dann reinlaufen. Da sieht man im Hintergrund noch die Hand von dem Typ, der die Raptorenpuppe steuert. Da sieht man den irgendwie, wie er den Schwanz von der Raptorenpuppe runterdrückt. So ähnlich wie in Harry Potter 2, wo dieser Kameramann beim Duellierclub im Hintergrund steht, sieht man in Jurassic Park den Puppenspieler vom Raptor. Ja. So. Aber jetzt... Ich muss gerade mal gucken, weil ich habe viele von diesen, oder nicht viele, aber warte, ich kann euch das ja hier gerade nochmal zeigen. Ich habe zum Beispiel diesen Escape Plan, den habe ich viermal. Einmal ist er hier, dann ist er nochmal hier, hier nochmal und da ist er auch nochmal. Deshalb muss ich gerade erstmal gucken, ob ich irgendwelche anderen Teile da auch doppelt habe. Oder habe ich nur diesen Escape Plan viermal? Weiß ich nicht. Ich guck mal kurz. Okay, ich habe die mal versucht so rauszusuchen, dass sie irgendwie halbwegs zusammenpassen. Ich habe hier erstmal Tremors, über die Filme habe ich beim letzten Mal schon geredet, weil ich ja auch diese Collection habe, wo irgendwie die ersten 6 Filme oder so drin sind. Deshalb muss ich dazu nicht viel sagen. Den fand ich ganz cool. Den habe ich auch früher öfter mal mit meinem Dad geschaut, wenn er halt bei Tele 5 kam. Deshalb lässt sich der schnell abhaken. Dann die Filme hier hatten wir vorhin auch schon mal in der Box. Und zwar habe ich hier, so ist es richtig, den ersten Alien-Film, den zweiten Alien-Film und den dritten Alien-Film. Aber den vierten habe ich nicht. Den gab es, glaube ich, auch, als ich die Boxen zugeschickt bekommen habe, gab es den noch nicht in so einer Box. Ich weiß nicht, ob es den inzwischen in so einer Box gibt, aber das Problem habe ich irgendwie öfter. Also bei einige Filme gibt es in dieser Box und andere dann irgendwie nicht, obwohl sie eigentlich zur Sammlung dazugehören. Aber hier, was auch noch vollständig vorhanden ist, ist, oder was heißt vollständig, da gibt es ja inzwischen auch wieder neue, Predator, den habe ich damals richtig gern geguckt. Also das ist halt auch einer der, also mit den besten Arnold Schwarzenegger-Sprüchen. Was war denn alles aus dem Film? Dieses Get to the Chopper ist aus Predator. Dieses, wo er blutend am Boden liegt und sagt, come on, kill me, I'm here, do it now. Das ist auch aus Predator. Also Predator hat ein paar echt gute Arnold Schwarzenegger-Sprüche. Deshalb kann ich nur empfehlen, wenn ihr den auch mal im Originalton guckt. Ich finde das immer so lustig, Arnold Schwarzenegger-Filme auf Englisch zu gucken, wie er einfach mit seinem total krassen Akzent dann in diesen Filmen redet. Richtig gut. So, und dann habe ich hier noch Predator 2. Da habe ich, glaube ich, auch im letzten Stream schon kurz drüber geredet. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, das wurde gefragt. Aber den zweiten, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Den habe ich bestimmt schon seit 10 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Aber ich weiß noch, dass ich den damals nicht so geil fand. Aber war das Predator 2, in dem Alien vs. Predator angeteased wurde? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber hat man da am Schluss nicht irgendwie das Raumschiff von dem Predator gesehen und da waren dann solche
Jagdtrophäen und man hat dann irgendwie, was weiß ich, so ein Skelett von einem Alien oder sowas gesehen. War das in Predator 2? Weiß ich nicht. Muss ich mir auch nochmal angucken. Aber ja, die Predator-Filme sind echt super. Get to the chopper, legendärer Satz. Ja, halt wirklich. Also seither, jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Markus oder so ein Shooter spiele oder irgendein Spiel, wo es halt einen Helikopter gibt und man dann am Ende der Mission irgendwo hinrennen muss, wir rufen jedes Mal Get to the chopper. Also das ist halt einfach ein legendärer Satz. Und dieses Come on, kill me, do it now, ist halt auch wirklich. Also ja, allein dafür lohnt sich Predator. Okay, Leute, jetzt könnt ihr euch gleich wieder über mich lustig machen, weil ich so viele Sachen nicht kenne. Aber wobei, nee, das könnt ihr jetzt nach... Ich habe jetzt nur einen Film dabei hier, den ich... Was waren das gerade vorhin, wo ich noch meinte... Moment. Okay, passt auf. Das hier ist auch einer dieser Fälle, wo ich denke, da wäre es halt auch cool, wenn es die anderen noch gäbe. Es gibt halt Zurück in die Zukunft 1, gibt es in dieser Tape-Edition, aber Teil 2 und 3 nicht. Zumindest nicht, als ich die bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es die inzwischen auch gibt, aber keine Ahnung, wenn man schon den ersten Teil so im Regal stehen hat, dann will man doch auch die anderen zwei haben. Ja. Und über die habe ich ja vorhin schon geredet, über Zurück in die Zukunft. Hier habe ich jetzt... da könnt ihr euch gleich drüber lustig machen, dass ich das wieder nicht kenne. Gesetz der Rache, den habe ich noch nicht geguckt. Ich habe schon sehr oft gehört, dass der richtig gut sein soll. Ich habe auch, so wie ich das mitgekriegt habe, gab es davon... Also, wie gesagt, ich habe ja da gearbeitet für Birnblatt und ich glaube... steht hier sogar drauf, erstmals komplett auf Deutsch im Director's Cut. Den Director's Cut gab es wohl davor nur auf Englisch und wenn du den auf Deutsch geguckt hast, waren zwischendrin die Szenen dann auf... Also war der Film auf Deutsch, aber zwischendrin bei den Extended-Szenen war es dann irgendwie auf Englisch umgesprungen. Und da hat er dann extra quasi eine neue Synchro aufgemacht, wo dann die Schnipsel zwischendrin dann synchronisiert sind. Aber den habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist richtig gut. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Aber wie lang ist denn der? Eigentlich sollte ich mich echt mal hinsetzen und die ganzen Sachen, die ich auf Blu-ray habe, hier einfach mal noch gucken. Circa 2 Stunden. Ja, das geht ja eigentlich. Könnte ich eigentlich echt mal schauen. Gesetz der Rache ist ein guter Film. Warum hast du manche Filme doppelt in der Tape-Edition? Das liegt daran, dass... ich hatte ja mal diesen Adventskalender gemacht auf YouTube, wo ich dann jeden Tag quasi ein Video hochladen wollte und man jeden Tag einen Film gewinnen konnte. Und ich habe da halt von den Tape-Editionen auch welche doppelt zugeschickt bekommen, damit ich die verlosen kann. Das Problem war aber, dass ich den Adventskalender dann nicht weitermachen konnte, weil teilweise dann diese Pakete mit den Tape-Editionen einfach viel zu spät bei mir ankamen und ich dann keine Zeit mehr hatte, die Videos zu machen. Ich glaube, manche von denen habe ich halt sogar erst nach Weihnachten oder so oder im Januar bekommen und deshalb konnte ich die nie wirklich verlosen und jetzt habe ich die halt noch bei mir rumliegen. Weiß ich nicht. Aber theoretisch könnte ich die mal einfach so irgendwie in einem Demontiert oder sowas verlosen. Aber bisher habe ich die halt einfach hier so im Regal rumliegen gehabt. Kennst du Ong Bak mit Tony Jaa? Ja, kenne ich. Habe ich sogar auf Blu-ray. Den habe ich im letzten Livestream gezeigt. Musst du unbedingt noch schauen. Okay. Die Leute sagen mir, ich muss unbedingt noch Gesetz der Rache schauen. Dann, ja, werde ich... Der ist auch bestimmt irgendwo schon auf meiner Watchlist. Also, ja, werde ich mal noch gucken. Dann habe ich hier Fight Club in so einer Tape-Edition. Das ist auch so ein Film, den ich
mochte und sehr cool fand, aber wo ich nie so ganz diesen extremen Kult dahinter verstanden habe. Das ist so, das ist echt so ein Film, den gefühlt jeder ultra, ultra gut findet. Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ja, Fight Club war ganz cool. Ich höre wenn dann immer nur, Alter, der ist richtig geil. Ich weiß noch, wir hatten mal in der Berufsschule, haben wir abgestimmt, was für einen Film wir gucken sollen. Irgendwie zum Ende des Schuljahres hin oder so durften wir uns aussuchen, was wir schauen wollen. Und irgendjemand hat dann einfach Fight Club vorgeschlagen. Hat einfach nur in die Runde gesagt, Fight Club. Und voll viele dann direkt so, boah, ja, Alter, der ist richtig geil. Das habe ich nie so ganz gerafft, warum der so krass in den Himmel gelobt wird. Ich fand den auch cool, aber diesen übertriebenen Hype, den habe ich irgendwie nicht verstanden. Ocean Leon, boah, das ist ein richtig geiler Film. Wirst du nochmal eine Fast and Furious-Erklärung machen, wenn alle Filme draußen sind? Wahrscheinlich schon. Also, ich habe in dem Video ja auch zum Beispiel die Serie zusammengefasst auf Netflix und da ist inzwischen schon eine zweite Staffel rausgekommen, also ist im Prinzip mein Video jetzt nicht mehr aktuell. Und ich hatte auch so ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler drin. Und da haben die Leute in den Kommentaren schon einige Sachen korrigiert, die ich im Video quasi falsch gesagt habe. Ich habe zum Beispiel, was habe ich dann zum Beispiel erzählt? Ich habe zum Beispiel erzählt, dass Brian im ersten Teil zu Race Wars geht, um ein Auto für Dom zu gewinnen. Was aber nicht stimmt, weil er hat quasi schon das Auto für Dom. Er geht da quasi nur hin zu Race Wars, um sich zu beweisen, dass er von Dom in diese illegalen Geschäfte eingeweiht wird. Also ich habe bei dem Video so ein paar Sachen gesagt, die nicht ganz stimmen, die ich halt irgendwie so übersehen hatte. Deshalb, wenn da alle Filme draußen sind, würde es sich schon anbieten, da nochmal eine neue Version zu machen, die alle Filme beinhaltet, die dann neu rausgekommen sind, wo ich dann auch direkt die Sachen korrigieren kann, die ich bisher noch als kleine Fehler drin habe. So, dann habe ich hier Speed. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß noch, was weiß ich denn noch über den Film? Ich weiß noch, dass es irgendwie um einen Bus geht, der nicht unter eine bestimmte Geschwindigkeitsanzahl kommen darf, sonst explodiert er, glaube ich. Und ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, wo sie dann irgendwie die Kamera loopen, dass es aussieht, als würden sie die ganze Zeit fahren, aber währenddessen haben sie eigentlich die Leute aus dem Bus rausgeholt. Mehr weiß ich nicht mehr über diesen Film. Oh doch, es gibt noch was ich weiß. Ich weiß noch, das hatte ich mal irgendwo in einem Interview oder so gesehen, bei Bonusmaterial, da sind ja Sandra Bullock und Keanu Reeves dabei. Und die waren damals beide ineinander verknallt, aber haben es nicht gesagt, weil sie sich nicht getraut haben. Weil die das irgendwie so habe ich das im Kopf, dass die beiden eigentlich was voneinander wollten, es aber beide nicht gesagt haben und es dann Jahre später rausgefunden haben. Und ich glaube, das war bei den Dreharbeiten zu dem Film, wo die sich so quasi beide heimlich in den jeweils anderen verknallt haben. Das fand ich irgendwie witzig. So, und jetzt habe ich hier noch Escape Plan, The Extractors. Das ist, ich glaube, das ist der dritte Teil der Escape Plan-Reihe. Da bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir empfohlen wurde, Escape Plan 1 zu gucken, weil der richtig gut sein sollte. Da haben, wer hat denn da mitgespielt? Auch Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Und ich glaube, Sylvester Stallone ist da so ein Typ, der sich in Hochsicherheitsgefängnisse einschleusen lässt und dann versucht, aus denen auszubrechen, um zu testen, wie sicher die Gefängnisse sind. Und ich weiß noch, mir wurde der erste Teil voll angepriesen, dass der richtig gut sein soll und ich fand den total scheiße. Also ich fand auch die Action in dem Film richtig scheiße. Das war so, vor allem eine Szene am Schluss, wo die irgendwie, da kam auch so ein Helikopter und Arnold Schwarzenegger spielt in dem Film mit und er hat nicht gerufen, get to the chopper. Das ist schon mal ein großer Minuspunkt. Wenn ein Film mit Arnold Schwarzenegger einen Helikopter beinhaltet, muss er meiner Meinung nach mindestens einmal rufen, get to the chopper, sonst ist es ein schlechter Film. Ist hier nicht passiert, hat er nicht gesagt. Aber die Action war halt auch so,
Im Idealfall hast du einen Shot, bei dem man die Action sieht. Das ist wie bei Kampffilmen. So, deshalb ist zum Beispiel Ong Bak auch so ein cooler Kampffilm. Weil da siehst du in einem Shot, wie jemand schlägt und wie der andere so richtig einen Schlag in die Fresse bekommt und wegfliegt. Aber bei vielen solchen amerikanischen Filmen hast du das dann mit so in mehrere Shots aufgeteilt. Dann hast du einen verwackelten Shot, in dem du siehst, wie eine Faust fliegt. Und dann hast du einen verwackelten Shot, wie jemand einfach nach hinten fällt. Aber du siehst den eigentlichen Schlag nicht. Und genau so ist die Action in dem Film. Da hast du am Schluss so eine Szene, wo dann irgendwie lauter Soldaten kommen. Dann hast du einen Shot, wo du siehst, wie die Soldaten irgendwie schießen. Und dann hast du einen separaten Shot, wo du siehst, wie ein paar Leute so tun, als wären sie getroffen und dann hinfallen. Die Action in dem Film fand ich halt überhaupt nicht packend. Das war alles irgendwie so mit Shaky Cam und Reaction-Shots und sowas. Irgendwie hat mich das überhaupt nicht gefesselt. Deshalb habe ich mir den auch noch nicht angeguckt. Weil ich dachte, ich fand den ersten schon nicht gut. Und ich habe gelesen, dass die anderen Teile halt schlechter sein sollen als der erste. Deshalb, ja. Ich glaube nicht, dass ich mir den noch angucken werde. So, dann langsam wird es hier... Pack mal ein paar Sachen davon hier aufs Bett. Und hol neue. So, da sind jetzt viele, viele Filme dabei. Insgesamt noch nicht gerade unbedingt in dem Stapel. Aber da sind viele Filme dabei, die wahrscheinlich Klassiker sind. Die ich aber mal wieder nicht gesehen habe. Weißt du schon, wann die nächste Podcast-Folge kommt? Die haben wir schon aufgenommen. Die muss ich aber noch schneiden. Vielleicht mache ich das heute noch. Gamer Week, danke für die 2 Euro. Welcher Breaking Bad-Charakter ist dein Lieblingscharakter? Ich habe die Serie halt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Wen mochte ich denn? Ich weiß gerade gar nicht, ob der in Breaking Bad so oft vorkommt, aber ich mag total diesen... der kommt, glaube ich, in Better Call Saul öfter vor. Dieser Alte, dieser Glatzkopf, der... Wo arbeitet der? Bei einem Parkhaus oder so? Der bei dem Parkhaus arbeitet und da die Schranke da irgendwie auf und zu macht. Den mochte ich. Und ich mochte... Wen mochte ich denn noch? Ich weiß es nicht. Breaking Bad hat nicht so viele sympathische Charaktere. So, dann habe ich hier Phantomkommando. Habe ich noch nie gesehen. Aber es ist auch ein Schwarzenegger-Film. Und höchstwahrscheinlich sind da auch sehr gute Momente dabei, wo er irgendwelche dummen Sprüche mit deutschem Akzent sagt. Deshalb, allein dafür sollte ich mir den wahrscheinlich mal angucken, aber ich habe den noch nie gesehen. Keine Ahnung. Mike. Ach, Mike heißt der. Ja, den fand ich cool. Ich weiß aber gar nicht, ob der in Breaking Bad so eine große Rolle hat. Ich weiß, dass er halt in Better Call Saul, da kam der öfter vor, oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich glaube, der kam eher in Better Call Saul vor. Aber den mochte ich auf jeden Fall. So, Phantomkommando. Keine Ahnung, was das für ein Film ist, um was es da geht. Wahrscheinlich so ein typischer 80er, 90er Actionfilm. Vielleicht schaue ich den irgendwann mal. Einer der besten Schwarzenegger-Filme. Ihr verarscht mich doch, oder? Jedes Mal, wenn hier ein Film kommt, den ich noch nicht gesehen habe, schreibt irgendjemand im Chat, Alter, richtig guter Film. Einer der besten Filme von dem und dem Schauspieler oder so. Ist Phantomkommando wirklich so gut? Habe ich da was verpasst? Ist der wirklich so geil? Mann, das ist jetzt richtig peinlich, weil ihr nach den beiden Streams genau wisst, was ich für Filme zu Hause rumliegen habe. Und wofür ich eigentlich die Möglichkeit hätte, den zu gucken, es aber einfach noch nicht gemacht habe. So, ich habe hier einen weiteren Film, den ich noch nicht gesehen habe. So wie ich euch einschätze, ist es wahrscheinlich einer der besten Filme der Welt. Es ist nur 48 Stunden. Ich habe den noch nicht gesehen.
Ich warte nur drauf, dass irgendjemand jetzt schreibt, Alter, der Film ist richtig gut. Daniel, den musst du dir unbedingt angucken. Um was geht's denn? Ein Verbrecher kann fliehen und legt auf der Suche nach der Beute, die ihn hinter Gitter gebracht hat, eine grausige Spur. Für Jack Cates, Polizist in San Francisco, beginnen nun dramatische 48 Stunden. Auf der Jagd nach dem Verbrecher verbündet er sich mit Gangster Reggie Hammond, den er für 48 Stunden aus dem Gefängnis entlässt. Ihr Verhältnis wird zur Machtprobe und zum Auftakt von mitreißenden, intelligenten Action-Szenen. Ja, den muss man kennen. Japp, bester Film. American History X habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne so viele Klassiker nicht. Okay, ja, Klassiker, nur 48 Stunden. Ja, wer kennt den Film auch nicht? Wahrscheinlich muss ich mir den unbedingt angucken, oder? Ich habe keine Ahnung. Eddie Murphy ist halt auch so ein Schauspieler, bei dem ich inzwischen echt vorsichtig geworden bin. Ist der... Das ist jetzt nur vielleicht so eine gefühlte Wahrheit und ist vielleicht gar nicht so. Aber Eddie Murphy ist bei mir so ähnlich geschaltet wie Adam Sandler. So, hat früher mal ganz gute Sachen gemacht, aber inzwischen kommt doch nur noch Scheiße mit dem raus, oder? Oder seht ihr das anders? Was hat denn... Warte, ist Eddie Murphy nicht der Typ von Norbit? Eddie Murphy ist doch Norbit, oder? Und Eddie Murphy ist doch auch... Was jetzt rauskam, dieser... Der zweite Teil von Der Prinz aus Zamunda oder so. Da habe ich auch nur gehört, dass der richtig scheiße sein soll. Wie wäre es mit einem Mission Impossible Ranking? Da müsste ich mir auch alle Filme nochmal angucken. Aber die sind alle so lang. Das weiß ich nicht. Aber mal Spaß beiseite. Guck dir Phantomkommando an. Okay, Phantomkommando muss ich gucken. Aber ist hier, okay, mal im Ernst, ist hier jemand, der nur 48 Stunden gesehen hat und eine Meinung dazu hat? Ist der wirklich gut? Kennt den keiner? Leo Wöll hat geschrieben, kenne ich nicht. Okay, ja, ich hab halt auch keine Ahnung, was mit dem Film abgeht. So, dann habe ich hier noch... So viel Staub... Dann habe ich hier noch Halloween, und zwar den von 2018. Mit, weiß nicht, muss ich da viel zu sagen? Da habe ich ein Review zugemacht. Fand ich ganz okay. War ganz gut. Ich finde, im Vergleich zu den anderen Halloween-Filmen ist er eigentlich richtig gut. Ja, den habe ich halt auch. Zero Cool schreibt, ja, 48 Stunden ist ein Klassiker, einer der besten Eddie Murphy Filme. Ich bin mir nicht sicher, ob du mich bambuselst hier. Weil es kommt halt gefühlt zu jedem Film. Ist der beste Film. So, dann habe ich hier noch Crank. Den hatte ich auch irgendwie cooler in Erinnerung. Ich weiß nicht, ich habe mir den vor ein paar Monaten nochmal angeguckt. Und, weiß nicht. Irgendwie flasht er mich nicht mehr so wie früher. Ich weiß noch, früher als Jugendlicher fand ich so den Film richtig geil. Ich dachte so, boah, der ist echt, echt cool. Aber jetzt, als ich ihn nochmal geguckt habe, fand ich ihn gar nicht so geil. Ich weiß auch nicht, ob ich den zweiten Teil noch angucken soll. Weil... Ich meine, dass der zweite Teil damals schon, dass ich den damals schon nicht so geil fand. Aber ja, mal gucken. Vielleicht schaue ich mir den zweiten auch nochmal an. Crank ist ein absoluter Klassiker. Einer der besten. Oh mein Gott, ich kann einfach nach keinem Film mehr fragen. Ich verarsche dich nicht, für diese Tape-Edition haben die viele Filmklassiker genommen von früher. Okay. Ja.
Okay, dann sollte ich die vielleicht echt mal nachholen. So, dann habe ich hier Friedhof der Kuscheltiere, und zwar den alten, nicht den neuen. Da traue ich mich ehrlich gesagt nicht, den nochmal anzugucken. Ich weiß noch, dass ich den früher unglaublich creepy fand. Meine Eltern hatten den auf einer VHS-Kassette und ich durfte den zu Hause nicht angucken. Die wollten mir das nicht erlauben. Gut, ich war auch irgendwie 12 oder so. Verständlich, dass man mich den Film dann nicht gucken lassen wollte. Aber ich hatte eine Oma, die hat nur, also ich musste bei mir nur hinten aus der Hintertür vom Haus raus über den Garten laufen und dann war ich bei meiner Oma. Und die hat mich halt Filme gucken lassen und so, weil die hat sich halt nicht dafür interessiert, was ich schaue. Die hat mich dann halt einfach ins Wohnzimmer gelassen und hat dann währenddessen irgendwie 2 Stunden im Garten gearbeitet. Deshalb konnte ich da immer was schauen, was ich wollte. Dann habe ich den Film mal, die VHS-Kassette, bei meinen Eltern heimlich mitgenommen, bin zu meiner Oma gegangen und wollte den da gucken. Zu meinem Pech war da aber die Cousine von meinem Vater. Irgendwie meine Großtante oder Großcousine oder sowas war da quasi da. Und die hat sehr viele Horrorfilme geguckt und die kannte den Film und hat dann gefragt, ey Daniel, was hast du denn da? Was willst du denn da angucken? Und dann hat die den halt gesehen, dass das Friedhof der Kuscheltiere ist. Und hat gesagt, boah, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass du den angucken darfst. Und hat mir den weggenommen. Und irgendwann habe ich ihn dann doch mal heimlich geschaut und ich fand den so creepy. Vor allem diese Schwester Zelda, die so irgendwie so diesen knochigen Rücken und so hat. Und dann, ich weiß halt, dass ich den damals richtig creepy und gut fand. Und deshalb habe ich ein bisschen Angst, mir den jetzt nochmal anzugucken. Weil ich habe einfach Angst habe, dass das meine Sichtweise von dem Film kaputt macht. Und dass ich den jetzt irgendwie scheiße finde. Ich weiß noch, ich hatte das Remake, den neuen Film, hatte ich im Kino geschaut mit meiner Mom. Eben weil ich dachte, der gefällt ihr bestimmt, weil ich halt wusste, dass sie den alten mochte. Und meine Tante war da auch noch mit dabei. Wir haben den Film zu dritt im Kino geguckt und wir fanden den alle so scheiße. Also meine Mom ist halt echt nicht schwer zu beeindrucken. Und selbst die fand den neuen Friedhof der Kuscheltiere-Film scheiße. Deshalb, ja, ich habe ein bisschen Angst davor, den nochmal zu gucken. Einfach nur, weil ich Angst habe, dass ich den dann doch nicht mehr gut finde. Wirklich einer der besten Eddie Murphy Filme. Ist der wirklich so gut? Es gibt so viele Filme, die ich jetzt nach diesem Stream einfach nachholen muss. So. Hast du den Trailer von Suicide Squad 2 gesehen? Wenn ja, was hältst du von dem Trailer? Ich habe den Trailer gesehen, aber ich fand den jetzt nicht so übertrieben geil irgendwie. Es sah schon ganz nett aus, aber ja, weiß nicht. Ich warte mal ab, bis der Film rauskommt. Ich fand den Trailer zum ersten Suicide Squad Film tatsächlich cooler, weil ich da noch nicht wusste, wie scheiße der fertige Film dann tatsächlich ist. Und der war halt geiler auf die Musik geschnitten. War der nicht mit Bohemian Rhapsody der erste Trailer zum ersten Suicide Squad? Ich weiß noch, den Trailer hatte ich mir halt sogar öfter angeguckt, weil ich den richtig cool fand. Aber jetzt den Trailer zum neuen, weiß nicht, hat mich noch nicht so krass geflasht. Hattest du dann nicht Angst vor der knarzenden Treppe zu eurem Dachboden? Ja, genau. Ich habe im zweiten Stock geschlafen und da war so ein langer Gang, der quasi... So ein langer Gang und am Ende vom Gang ging es um die Ecke rum und da war dann so eine Treppe, so eine alte, die in den Dachboden geführt hat. Und der Dachboden hatte halt auch keinen richtig stabilen Boden, da waren eher so lose Bretter drin, die da so lagen. Und das hat halt nachts manchmal geknarzt, wenn irgendwie, was weiß ich, wenn es gewindet hat oder sowas. Und dann lag ich bei mir im Bett, im zweiten Stock, in der Nähe von der Treppe zum Dachboden und die hat halt immer wieder geknarzt und ich hatte halt so Albträume teilweise von dieser Schwester Zelda, dass die da irgendwie im Dachboden haust und boah, ich hatte durch den alten Friedhof der Kuscheltiere tatsächlich einige schlaflose Nächte. So. Zumindest Gesetz der Rache und Phantomkommando sind ein Muss. Okay, dann muss ich mir die unbedingt mal anschauen. So, dann habe ich hier noch John Wick in so einer schicken Collection. Über den Film muss ich auch nicht viel sagen. Da habe ich beim letzten Mal ja schon drüber geredet. Und über die Pressevorführung von John Wick 3.
wo Keanu Reeves dabei war. Das war ziemlich cool, da dabei zu sein. Ja, John Wick ist, also von dem Film war ich echt positiv überrascht, als ich den gesehen habe. Das war ein Film, wo ich gehört habe, der soll richtig gut sein, bin dann mit der Einstellung an den Film rangegangen, boah, ich gucke jetzt gleich einen richtig guten Film, und ich fand den dann auch wirklich tatsächlich gut. So, dann hier habe ich hier noch einen anderen Klassiker, und zwar den Breakfast Club. Den, also ich glaube, was jeder aus diesem Film irgendwie kennt, ist diese bekannte Endszene, wo sie dann irgendwie alle gehen und ihre Hand so in den Himmel halten. Da mache ich mich jetzt vielleicht auch unbeliebt, aber... Ich habe mich gerade umgedreht und zu Anni geguckt, weil ich weiß, dass sie den Film mag. Und ich habe gerade geguckt, ob sie zuhört, weil sie sitzt da gerade mit Kopfhörern drin. Aber als sie gerade gehört hat, dass ich meinte, ich mache mich da jetzt unbeliebt, habe ich mich umgedreht und sehe direkt, wie sie Kopfhörer rausnimmt und mich schon so anguckt. Ich fand den gar nicht so gut. Ich fand den schon... Er ist schon okay, ich mochte ihn, aber ich finde den jetzt nicht so mega gut. Kann man sich schon angucken, aber ich bin nicht so der große Breakfast Club-Fan. Dieser Blick von Anni gerade. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich der zweitbeste Eddie Murphy-Film. Wird mir bestimmt der Chat gleich sagen. Beverly Hills Cop. Das, ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass davon halt dieses Axel, ja, der junge Polizist Axel Foley, also Axel F, und da kommt halt dieses Lied her, was später dann vom Crazy Frog abgewandelt wurde und dadurch dann per Yamba-Abo auf jedem Handy irgendwie zu finden war. Ja, alles, was ich über den Film weiß, ist... Ja, deshalb, ich kann zu dem Film nichts sagen. Ich habe den einfach nicht gesehen. So, ich warte jetzt nur drauf, dass die Leute mir sagen, dass das der zweitbeste Eddie Murphy Film ist. Wobei, oh mein Gott. Hier, was. Ich weiß gerade nicht mehr, war das Zero Cool? Irgendjemand, der vorhin meinte, dass nur 48 Stunden der beste Eddie Murphy Film ist. Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Denn der beste Eddie Murphy Film ist Shrek. Weil Eddie Murphy hat den Esel in Shrek gesprochen. Und es gibt keinen besseren... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen besseren Eddie Murphy Film gibt als Shrek. Das ist jetzt der beste... Das ist der beste? War nicht vorhin noch nur 48 Stunden? Oder war das nur einer der besten? Okay. Echter Klassiker, einer der besten. Ja. Ich habe halt von diesen ganzen Klassik, von den Sachen, die ich geschickt bekommen habe, das ist halt auch irgendwie voll das... Ich weiß nicht. Inzwischen ist es wahrscheinlich sowieso anders. Die meisten Leute gucken sich die Filme jetzt irgendwie bei Netflix oder Amazon oder sonst was an. Aber als es das noch nicht gab, habt ihr euch eher Filme auf DVD und Blu-ray gekauft, die ihr schon kanntet und wusstet, die mögt ihr? Oder habt ihr euch auch neue Filme gekauft, die ihr noch nicht kanntet? Bei den Filmen, die ich mir selbst gekauft habe, die ich in meinem Regal stehen, das sind halt welche, die ich schon mal davor gesehen habe und wo ich weiß, dass die gut sind. Deshalb habe ich die meisten, die ich selbst gekauft habe, schon gesehen. Und die Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe, die ich nicht selbst gekauft habe, die habe ich halt oft nicht gesehen. Hier, American Werewolf. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Übelster Klassiker. Voll der Klassiker. Irgendwie mit... Da kenne ich halt auch diese Szene, wo sich der Typ in einen Werwolf verwandelt und dann diese coolen praktischen Effekte sind, wo es aussieht, als würden die Knochen irgendwie wachsen oder so. Totaler Klassiker. Ich habe den noch nie gesehen. Ich muss mal so ein Wochenende machen und einfach alle Tape-Editionen, die ich habe, durchgucken. Dann habe ich wahrscheinlich so viele... Vor allem, das wird gleich noch richtig unangenehm. Ich sehe halt hier gerade, welche Filme ich gleich noch herholen muss. Und da habe ich voll viele auch nicht gesehen. Du schockierst mich total. Wie kannst du nur so viele geile Filme nicht kennen? Hätte ich bei dir nicht erwartet. Ja, ich habe halt viele ältere Filme nicht gesehen. Das ist echt sowas, was ich noch nachholen muss. Ich habe auch vor ein paar Jahren das erste Mal König der Löwen gesehen. Ich habe den als Kind nie geguckt.
teils, habe meistens zumindest versucht, einen Trailer oder eine Freundesmeinung zu bekommen. Ich habe mir halt auch echt selten Filme gekauft, bei denen ich nicht wusste, dass sie mir gefallen werden. Ich überlege gerade, welchen... Ist hier irgendein Film dabei in meiner Sammlung, den ich mir auf gut Glück gekauft habe? Ich glaube, die Stretch, den ich vorhin mal am Anfang vom Stream gezeigt habe. Stretch habe ich mir auf gut Glück gekauft. Black Swan auch. Den hatte ich davor noch nicht gesehen. Und hier, was ich beim letzten Mal gezeigt habe, Old Boy, Lady Vengeance und Sympathy for Mr. Vengeance. So ein paar Sachen habe ich mir auch auf gut Glück gekauft. Aber meistens kaufe ich mir eigentlich nur Filme, die ich schon gesehen habe und weiß, die gefallen mir sowieso. Lass halt echt mal so eine Klassikerwoche machen. Ja, Markus, können wir gerne mal machen. Gut, ich lege diese Klassiker mal weg und präsentiere euch gleich die nächsten Klassiker, die ich noch nicht gesehen habe. Das wird so peinlich! Es geht weiter, es wird unangenehm. Moment, ne, den hier oben habe ich tatsächlich gesehen. Okay, Leute. Soll ich euch jetzt direkt einen Film zeigen, den ich... Ach, ich zeige euch den kurz. Hier, ich habe auch John Wick 3 in so einer Box. Muss ich auch nicht viel zu sagen, habe ich auch beim letzten Mal schon drüber geredet, über John Wick. Okay. Soll ich euch schocken? Okay. Das ist auch ein Klassiker. Den wollte ich schon öfter mal gucken. Aber Anni will den nie sehen. Das ist ein Film, den habe ich schon öfter vorgeschlagen und gesagt, hey, lass uns den gucken, aber Anni will den nie gucken. Deshalb, da akzeptiere ich nicht den vollen Blame. Das ist nicht komplett meine Schuld, dass ich den noch nicht gesehen habe. Die Fliege. Das ist, der ist doch mit... Ja, Jeff Goldblum, den man auch aus Jurassic Park kennt. Die Fliege habe ich noch nicht gesehen, soll aber... Ich weiß, es ist ein Klassiker, einer der besten. Aber da habe ich sogar richtig Bock drauf. Ich hatte da mal so eine Szene, so einzelne Szenen gesehen, gerade diese Verwandlung, wie er dann sich in diese Fliege verwandelt und so, und wie eklig das aussieht, wie so Fetzen von seinem Gesicht runterfallen und sowas. Habe ich eigentlich echt Bock drauf. Würde mich auch interessieren, wie die das gemacht haben. Die haben da locker zig Puppen gebaut, die einfach richtig, richtig gut aussehen. Der Fliege, Klassiker. Ja, den will ich halt unbedingt mal schauen, aber da hat Anni nie so wirklich Bock drauf. Deshalb vielleicht fesseln wir die einfach mal oder schicken die für ein Wochenende zu ihren Eltern zurück. Und wenn die weg ist, können Markus und ich die ganzen Klassiker schauen, auf die sie keine Lust hat. Aber ja, die Fliege will ich tatsächlich... Sie hat's gehört, okay. Ja, gut, dass du es gehört hast. Schauen wir heute die Fliege. Anni, hast du das auch gehört? Schauen wir heute die Fliege. Die Fliege? Hm? Ja. Ja? Anni hat ja gesagt. Magst du noch mal kurz herkommen und das... Anni hat ja gesagt. On stream, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber sie hat gesagt, wir gucken heute die Fliege. Dann lasse ich den mal direkt hier vorne liegen, dann können wir den nämlich nachher schauen. So. Ein echter Klassiker. Der beste. Sehr gute praktische Effekte. Das habe ich halt auch gesehen. Mit Abstand bester Insektenfilm aller Zeiten. Boah. Das ist jetzt, kritisch. Ich weiß, was gibt's denn so für Insektenfilme? Zählt Men in Black als Insektenfilm, weil es um eine riesige Kakerlake geht? Ähnlich wie bei The Thing. Den haben Anni und ich sogar neulich zusammen geguckt. The Thing haben wir gesehen. Da fand ich die Effekte auch richtig gut. So,
Dann haben wir hier Der Grinch. Das ist ein... Den habe ich tatsächlich gesehen, schon ein paar Mal. Den habe ich früher in der Kindheit schon gesehen. Das ist aber auch ein Film, den kann ich hier nicht so wirklich gucken, weil Anni mag den überhaupt nicht. Die hat da irgendwie so ein Trauma aus der Kindheit davon getragen, von diesem Film, und die mag den überhaupt nicht. Deshalb Grinch ist in diesem Haushalt ja auch ein sehr schwieriges Thema. Aber ich glaube, ich fand den auch nicht... Ich finde den nicht so gut. Schon ein schöner Film, aber ich finde den jetzt nicht so geil. So. Ich bin froh, dass gerade ein paar Klassiker kommen, die ich halt echt sogar gesehen habe. Der weiße Hai. Den habe ich auch gesehen. So, aber erst neulich. Den habe ich erst geguckt, weil ich eben diese Tape-Edition davon hatte. Den habe ich geschaut und den fand ich auch nicht mega geil. Ich fand ihn aber schon ganz gut. Kann man sich anschauen. Am meisten überrascht war ich davon, wie gut die Bildqualität einfach ist. Also ich habe dann auch ins Bonusmaterial reingeguckt. Da war so eine extra Doku noch dabei, wie sie gezeigt haben, wie sie den Film restauriert haben, wie sie dann die ganzen alten Filmrollen eingescannt haben. Und wenn man die Filmrollen einscannt, passen die Bilder manchmal nicht so ganz miteinander zusammen, weil die dann so minimal verwackelt sind. Oder manchmal sind dann irgendwelche Fehler drauf, wie zum Beispiel, dass ein Staubkorn irgendwie auf dem gescannten Film liegt oder sowas. Und die sind dann halt bei diesem Film Bild für Bild jeden Frame vom Film durchgegangen und haben da die ganzen Staubkörner und so raus retuschiert und die ganzen irgendwie Knicke oder so, die im Film drin waren, alles rausgemacht. Und der sieht halt super aus. Also ich war echt richtig krass überrascht von der Bildqualität von dem Film. Ja, fand ich auch gut. Ich habe aber gehört, dass da gibt es ja auch irgendwie total viele Sequels von und dass die halt teilweise ziemlich scheiße sein sollen. Dass es irgendeinen auch gab in 3D und da war das 3D richtig scheiße. C2 ist ein Insektenfilm. Was ist C2? Heißt der wirklich so? Okay. Gut, dann habe ich hier noch E.T. Den habe ich tatsächlich auch erst geguckt, weil ich ihn in dieser Box hatte. Den habe ich als Kind auch nie geschaut. Den habe ich auch erst in dieser Blu-ray-Box hier geschaut. Den fand ich auch... Ich fand ihn auch gut, aber halt nicht so mega krass. Ich habe das Gefühl, dass das so mein Fazit von den meisten Klassikerfilmen ist, die ich hier so habe. Das tut mir auch voll leid. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass ich die nicht früher irgendwie gesehen habe und dann noch irgendwie Nostalgie mit drauf gerechnet wird. Aber ja, das fand ich gut, aber halt auch nicht so gut. Was mich da eher geflasht hat, ist, ich hatte zu der Zeit auch auf Netflix diese Haunting of Hill House Serie geguckt. Oder Spuk in Hill House. Und ich habe dann gesehen, dass der Typ, der Elliot spielt, dieser kleine Junge, das ist der Vater in dieser Hill House Serie. Das ist voll krass. Da dachte ich so, boah, wirklich? Das ist, ja, also das finde ich immer ganz cool, wenn man irgendwelche Leute, so Kinderdarsteller irgendwie sieht und dann stellt man so fest, oh, die sind ja inzwischen erwachsen und machen auch in Filmen heutzutage mit. Und das ist dann, da bin ich immer ein bisschen überrascht dann. Zum Beispiel bei Schöne Bescherung, dieser Weihnachtsfilm mit den Griswolds, da ist halt der Sohn, wird von dem Typen gespielt, der bei The Big Bang Theory Leonard spielt. Oder was ist denn noch? Was hatte ich neulich gesehen? Ich hatte diesen The Devil All the Time geguckt auf Netflix mit Tom Holland, wo es irgendwie um und Robert Pattinson, der dann irgendwie so einen Priester spielt, der sich an Mädels vergeht und so. Und wo man dann parallel auch noch so einen Serienmörder sieht, der mit seiner Freundin dann immer Fotos von seinen Opfern macht und so. Und da war halt so ein Priester-Dude dabei, der hat so einen Korb mit Spinnen gehabt und hat diese Spinnen über sich ausgeschüttet und die sind dann über sein Gesicht gekrabbelt und so. Und der Typ wurde halt, der Schauspieler, der sich da die CGI-Spinnen über den Kopf kippt, der hat halt einfach Dudley gespielt in den Harry Potter-Filmen. Und das habe ich nicht gerafft. Das habe ich neulich durch Zufall irgendwie auf Google gesehen. Dachte so, boah, krass, ist der gleiche.
Leute, der nächste Film, das ist mir jetzt peinlich. Das ist wahrscheinlich... Das ist halt ein Film, bei dem weiß ich jetzt, dass die Leute schockiert sein werden, dass ich den nicht gesehen habe. Das ist ein Film, bei dem weiß ich, dass die Leute sagen werden, das ist ein... Alter, den musst du gucken. Ich habe Scarface nicht gesehen. Ich habe noch nie Scarface gesehen. Ich habe auch Der Pate nicht gesehen. Keinen einzigen Patenfilm habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Mafia-Filme gesehen habe. Ja. Macht euch über mich lustig, seid geschockt. Schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Ich habe Scarface nicht gesehen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie dringend muss ich den nachholen? Schreibt es mir einfach. Wie dringend muss ich den nachholen? Die Leute einfach nur, was? Alter, den musst du gucken. Bester Film. Ja, ich dachte es mir schon. Vermutlich. Also über den habe ich halt echt schon sehr viel Gutes gehört. Das ist... Was? 800. Was? Das musst du, den musst du sofort nachholen. Vor allem Scarface. 10 von 10. 100. Ja, es tut mir leid, ich habe den noch nicht gesehen. Das ist dann auch so eine Sache, die ich dann in der Klassikerwoche mit Markus noch nachholen werde. Hast du denn Ferris macht Blau gesehen? Ja, den habe ich gesehen, den habe ich früher auch öfter mit meinem Dad geschaut. Das ist auch so ein... Ferris macht Blau ist ein richtig weirdes Filmerlebnis irgendwie. Ich habe den immer als ultra cool abgespeichert. Ich fand den damals... ultra gut, den Film. Und ich weiß nicht, ich habe den dann schon öfter mal Jahre später nochmal geguckt und dann festgestellt, so ultra cool, wie ich den früher fand, finde ich den gar nicht mehr. Und dann habe ich eigentlich diese neue Erkenntnis, dass ich ihn nicht mehr so cool finde, aber er ist in meinem Kopf dann trotzdem noch als ultra cool abgespeichert. Und jetzt habe ich den neulich nochmal geguckt. Ich glaube, ich habe den mal vor ein paar Wochen, nicht vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten habe ich den mal mit Anni geschaut und da habe ich dann wieder gemerkt, der ist gar nicht, ich finde den gar nicht mehr so cool, wie ich den in Erinnerung hatte. Aber irgendwie ist Ferris macht Blau bei mir trotzdem immer noch als dieser ultra coole Film eingespeichert. Kurze Frage, wie heißen nochmal diese Filme, wo die Leute Visionen haben und dann nacheinander sterben? Hast du, glaube ich, mal ein Video drüber gemacht. Das sind die Final Destination Filme. Da habe ich beim letzten Mal auch meine unvollständige Sammlung gezeigt. Ich habe von Final Destination Teil 2, 3 und 5 auf Blu-ray. Teil 1 und 4 fehlen mir. Wollte ihn rewatchen auf Netflix, weil er so geil war und die haben ihn einfach aus dem Sortiment genommen. Meinst du Scarface? Diese Klassikerwoche verdient eine ganze Podcast-Folge. Das könnten Markus und ich echt mal machen, dass wir jeden Tag einen Filmklassiker gucken, uns ein paar Notizen dazu machen und dann machen wir einen Special-Podcast, in dem wir über diese Klassikerwoche reden. Das fände ich echt eine gute Idee. Kennst du Reservoir Dogs? Wenn ja, wie fandest du den? Habe ich auch noch nicht geguckt. Ich weiß, das ist ein Tarantino-Klassiker, den habe ich noch nicht gesehen. Wenn ihr es wissen wollt, ich habe auch Kill Bill Volume 2 noch nicht gesehen. Den ersten habe ich gesehen, den zweiten aber noch nicht. Oh mein Gott. Ich hoffe, das wird jetzt nicht... Kommt jetzt bitte nicht auf die Idee zu fragen, hast du den Film schon gesehen? Hast du den Film schon gesehen? Das wird ultra peinlich, weil ich habe halt echt viele Klassiker nicht gesehen. Eden Lake habe ich auch nicht gesehen, nein. Demnächst erscheint eine Komplettbox von Final Destination auf Blu-ray. Das ist ja cool. Von den Tape-Editionen habe ich auch einige, aber dass nichts außer Blu-ray drin ist, finde ich leider schade. Ja. Ja, finde ich. Ich finde halt vor allem, die sind halt auch so groß und die nehmen so viel Platz im Regal weg. Man könnte die Filme auch davor ankündigen, dann können andere mitschauen. Dass wir quasi... Wie meinst du das?
dann könnte man das theoretisch als Livestream machen, als Nachzügler-Livestream, dass wir quasi am Anfang der Woche ankündigen, so, ey, yo, die Woche gucken wir die Filme und am Sonntag reden wir dann drüber. Und dann können die Leute die Filme auch gucken, wenn sie Bock haben. Und dann machen wir an einem Sonntag mal einen Livestream, wo wir dann drüber reden und die Leute können dann halt auch direkt ihre Meinung zu den Filmen sagen. Das wäre eigentlich cool. Das könnten wir von mir aus machen. Kostet dann vermutlich weniger als zurzeit Teil 1. Ja, da, weil der erste Teil so teuer und schwer zu bekommen ist, habe ich den auch nicht. So, dann habe ich hier noch Shaun of the Dead. Den habe ich tatsächlich gesehen. Habe ich ja auch beim letzten Mal schon gezeigt. In dieser, da habe ich diese Cornetto-Trilogie-Box, wo der auch mit drin ist. Den habe ich gesehen. Den finde ich auch ganz cool. Und dann habe ich hier noch Robocop. Den habe ich auch ewig lange nicht gesehen. Den habe ich vor ein paar Monaten habe ich den mit Markus mal geschaut. Also das ist tatsächlich ein Klassiker, den ich auch inzwischen gesehen habe. Robocop kenne ich jetzt. Den habe ich geschaut. So. Ich glaube aber bei den Sachen, die jetzt noch da sind, das sind nicht mehr viele, aber da sind auch einige dabei, die ich nicht gesehen habe. So. Stirb langsam. Die Hard. Den habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. Einmal, glaube ich, nur. Aber den habe ich gesehen. Ich kenne diesen Film. Ich habe sogar damals ein Videospiel dazu gehabt. Die Hard Vendetta hieß das Spiel, glaube ich. Das hatte ich für die GameCube. Ich weiß nicht mehr, aber ich kann mich an kaum Szenen aus dem Film erinnern. Das ist schon sehr lange her, dass ich den geguckt habe. Aber ich habe ihn gesehen. So, gut. Jetzt wird es aber schon wieder unangenehm. Stirb langsam 2. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den ersten Teil gesehen. Die anderen nicht. Es gibt... Gab es 4? Oder kam da noch ein 5. raus? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nur den ersten Stirb langsam gesehen. Den hier habe ich auch noch nicht geguckt, den zweiten. Keine Ahnung, um was es da geht. Ich habe auch keine Ahnung, bei den meisten Filmen habe ich irgendwie so gehört, ja, ja, der erste ist gut, der zweite soll nicht so gut sein, der dritte ist dann wieder irgendwie bei vielen Filmen, auch wenn ich sie nicht gesehen habe, bei irgendwelchen Reihen habe ich dann trotzdem irgendwie so die Public Opinion irgendwie hat man dann so im Hinterkopf, dass irgendein Film total aus der Reihe raussticht und nicht so gut sein soll. Aber bei Stirb langsam habe ich echt keine Ahnung. Indiana Jones ist... Oh mein Gott, ich hätte es nicht ansprechen sollen. Ich habe nur den ersten Indiana Jones Film gesehen. Nur den ersten. Aber ich weiß, dass so gut wie jeder den vierten Teil hasst. Das ist irgendwie so Common Knowledge. Die Leute hassen den Kristallschädel oder wie der vierte Teil heißt. Das weiß ich. Aber bei Stirb langsam habe ich echt keine Ahnung, wie da die Public Reception ist. Ob die alle durchgängig ganz gut sind, ob irgendwie ein Teil viel schlechter ist als die anderen. Teil 2 und 5 sind blöd, wird hier geschrieben. Wie kannst du nur, aber Spaß beiseite, den zweiten kann man auslassen. Der dritte ist wieder besser. Okay, also... Der hier ist also anscheinend nicht gut, oder? Okay, gut. Ja, vielleicht hole ich die mal alle nach. So, hier habe ich noch einen Schwarzenegger-Film, und zwar der erste Terminator. Den habe ich gesehen. Den habe ich schon öfter gesehen. Da habe ich sogar eine Review zugemacht. Ja. Ich sehe gerade erst, dass da hier so eine kleine... steht so drauf. Note. Edition enthält keine VHS-Kassette. Ja. Den habe ich gesehen. Der ist auch ganz gut. Hat ein paar ziemlich coole Effekte mit drin, die noch auch heute noch ganz gut aussehen. Aber ja, ich schätze, das muss man nicht viel zu sagen. Terminator kennen die meisten Leute. Gehe ich mal von aus. Der vierte Teil nur das Ende. Der Rest war gut. Ansonsten noch der zweite Teil eher meh. Und
Oh, Shadowloose, danke fürs, fürs Kanalmitglied werden. Habe ich die John Wick-Reihe verpasst? Will dazu deine Meinung wissen. Ja, die das hast du schon verpasst. Ich habe gerade vorhin noch mal den ersten, den dritten gezeigt und im letzten Stream habe ich über die John Wick-Reihe geredet. Und über die Premiere, bei der ich dabei war und so. Das Schlimme ist, ich weiß jetzt gerade, hier schreiben gerade voll viele Leute, ja, Teil 4 ist gut, Teil 2 ist so pipapo. Ich weiß aber gerade nicht, ob ihr jetzt über Stirb langsam oder über Indiana Jones redet. Teil 1 ist geil, Teil 2 ist super und der dritte ist Vorgeschichte zum ersten. Meinst du jetzt Indiana Jones oder meinst du, ich habe gerade keine Ahnung. Bin gerade richtig lost. Und oh, jetzt wird hier auch noch Terminator mit reingeschmissen. Ich finde Teil 1, 2 und 5 waren gut, der dritte war schlecht und der vierte war nicht so meins von Terminator. Aber bei Terminator gibt es doch 6 Filme, oder? Der fünfte war Genesis und der sechste war auch dieses irgendwas mit Dark. Dark. Wie hieß denn der sechste? Ich weiß gerade nicht, wie der sechste hieß. Ah, ist ja auch egal. So. Oh nein. Steinigt mich nicht. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab Top Gun nicht gesehen. Dark Fate. Ah, stimmt. Dark Fate hieß der sechste Teil. So, ich warte jetzt kurz, bis der Stream ist ja ein bisschen leicht verzögert. Deshalb warte ich mal, bis es bei euch angekommen ist, dass ich gerade gesagt habe, ich habe Top Gun nicht gesehen. Mal gucken, ob ich direkt erkenne, wann... Okay, da kommt der erste geschockte Emoji. Stein wird geworfen. Ja, ich habe Top Gun nicht gesehen. Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Ist das nicht einfach nur so ein... Ist das nicht einfach nur so ein amerikanischer Patriotismus abfeiernder Film irgendwie? Oder ist der tatsächlich gut? Ein Klassiker, einer der besten. Von meiner Mutter der Lieblingsfilm. Boah, okay. Ich bin gerade echt... Ein paar Leute schreiben hier, dass sie Top Gun auch nicht gesehen haben. Da... Okay, ich bin froh. Gut. Ich hake das einfach mal ab. Da müssen wir nicht länger drüber reden, dass ich Top Gun nicht gesehen habe. Okay, hier ist Upgrade. Den habe ich gesehen. Den fand ich sogar ganz, ganz cool. Also die Geschichte, ich finde, er ist jetzt nicht so mega der krasse Burner, der voll die gute Geschichte hat, aber ich finde so rein optisch und von... Er hat ein paar coole Action-Momente. Das ist so... Da ist eine Szene, wie erkläre ich das am besten? Er sitzt halt eigentlich im Rollstuhl, der Dude. Oder ich weiß nicht, ob der frisch im Rollstuhl sitzt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es da einen Autounfall relativ am Anfang vom Film gab oder so. Auf jeden Fall sitzt er im Rollstuhl und der lässt sich dann so ein Roboter-Dingens irgendwie implantieren, was auch seine Muskeln steuern kann. Und der kann dann halt zum Beispiel sagen, ja okay, schalte meinen freien Willen kurz aus, du kannst kurz die Kontrolle über meinen Körper übernehmen. Und dann geht der Körper halt, wird dann von dieser Maschine gesteuert und geht halt richtig ab. Und da gibt es eine Szene, die fand ich richtig geil. Da haben sie, das hatte ich in einem Making-of gesehen, wie sie das gemacht haben. Die haben dem quasi ein iPhone an die Brust ran gemacht, unterm T-Shirt. Und das iPhone kann, glaube ich, irgendwie sehr gut, es hat so einen Sensor drin, dass es immer weiß, in welcher Lage es gerade ist. Ob es gerade irgendwie liegt oder ob es schräg ist oder so. Und dann haben sie halt quasi mit dem iPhone, während er die Kampfszene aufgenommen hat, hat das iPhone übertragen, wie es gerade sich befindet, also wie das iPhone gerade liegt, damit die Kamera automatisch gesteuert sich an die Bewegung vom iPhone anpasst. Und da ist dann halt so eine Kampfszene, wo er irgendwie so aufsteht und die Kamera ist währenddessen immer auf die gleiche Stelle von seinem Körper fixiert.
ich weiß gerade nicht, wie ich das erklären soll. Ich guck mal kurz, ob ich das bei YouTube finde. Das sieht halt echt richtig, richtig geil aus. Wartet. Finde ich das hier direkt? Ist das... Wobei, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich das hier überhaupt in diesem Livestream zeigen darf, weil er ja nachträglich auf YouTube online bleibt. Ich zeig's lieber mal nicht. Nicht, dass ich da wegen der Filmszene dann irgendwie einen Copyright-Strike bekomme oder so. Und der Stream dann nachträglich offline ist. Ihr müsst mir einfach vertrauen, es sieht richtig, richtig cool aus. Upgrade kenne ich wieder. Upgrade ist auch nicht so ein Filmklassiker. Das ist so ein. Der ist von 2018. Der ist relativ neu, der Film. Das ist vor allem. Das ist dieser Schauspieler, von dem ich immer denke, dass es Tom Hardy ist. Ich finde, der sieht total aus wie Tom Hardy. Ist er aber nicht. Ich war da auch total verwirrt. Erstmal, ich dachte so: Marvel, was habt ihr denn da für ein Bullshit gemacht? Also, Tom Hardy spielt Venom? Aber gleichzeitig ist Tom Hardy auch in Spider-Man Homecoming dabei. Das passt doch nicht zusammen. Und ja, dann habe ich aber gesehen, dass das in Spider-Man Homecoming gar nicht Tom Hardy war. Das ist dieser Schauspieler. Und ich finde, der sieht voll aus wie Tom Hardy. So. Ja. Der ist ganz cool. Also, den kann ich empfehlen. Und jetzt kommt die letzte Ladung Film. Oh, nee. Ich bin durch mit den Tape-Editionen. Jetzt habe ich nur noch so ein paar Filme, die hier in diesen Fächern drin sind, in den Vieren. Das geht aber relativ schnell, deshalb ja, hole ich die mal kurz. Gehen wir das erste Fach durch, relativ easy. Da habe ich, das ist ein Deadpool-Fach, da habe ich Deadpool 1 und Deadpool 2 drin. Die fand ich richtig cool, habe ich beide auch im Kino gesehen, im IMAX. Ich freue mich so auf einen dritten Deadpool-Film. Ich bin da richtig gespannt drauf. Also, ja. Habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, als ich über Zombieland geredet habe. Ist ein ähnlicher Humor wie Zombieland, weil es halt von den gleichen Autoren ist. Aber Deadpool ist inzwischen so bekannt. Ich glaube, die meisten hier kennen den wahrscheinlich. So. Dann gehen wir zum nächsten Fach. Also das da hinten im Eck, das ist mein Nightmare on Elm Street / Freitag der 13. Fach. Also die Nightmare on Elm Street Box habe ich ja im letzten Stream schon kurz gezeigt. Und dann habe ich hier noch, was habe ich hier denn noch? Ich habe hier Freddy vs. Jason nochmal extra, den hatte ich mir mal vor Jahren gekauft, bevor ich irgendwie solche Sammelboxen hatte. Dann habe ich hier noch das Remake von Nightmare on Elm Street. Der ist nämlich in der Nightmare on Elm Street Blu-ray Collection Box irgendwie nicht mit dabei gewesen. Deshalb hatte ich mir den extra gekauft. Und weiß nicht. Also zu den Filmen werde ich jetzt, glaube ich, nicht viel sagen, weil ich da halt schon Rankings und sowas gemacht habe, wo ich dann genauer über die Filme geredet habe. Und dann habe ich hier noch diese Doku zu Nightmare on Elm Street, die Never Sleep Again Doku, in der quasi, steht es hier drauf? Das ist quasi sowas wie diese Crystal Lake Memories Doku, in der sie über die ganzen Freitag der 13. Filme reden, nur dass sie hier halt über die ganzen Nightmare on Elm Street Filme reden. 240 Minuten. Dauert das. Und da sind halt auch haufenweise Interviews mit den Leuten, die an den Filmen mitgearbeitet haben und so dabei. Die Doku ist eigentlich auch relativ cool, kann ich empfehlen. Im Gegensatz zu Never Sleep Again. Never Sleep Again 2, I Am Nancy. Diese, oh mein Gott, diese Doku. Was steht da drauf? Laufzeit 70 Minuten. Alter, das ist so, ich fand die Doku so schrecklich. Also,
Die Doku wurde, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, in Auftrag gegeben und produziert und so von Heather Langenkamp, die Nancy gespielt hat im ersten Film. Und Alter, durch diese Doku ist mir diese Heather Langenkamp sowas von unsympathisch geworden. Diese ganze Doku ist im Prinzip Heather Langenkamp, wie sie auf Fan-Conventions geht und dann Leute fragt, hey, du findest Freddy Krueger cool. Warum findest du nicht Nancy cool? Warum findest du mich nicht cool? Weil ich bin eigentlich die Heldin vom Film. Weil Freddy Krueger ist der Böse und ich bin die Gute. Erklär mir jetzt bitte, warum du mich nicht cool findest. Und so ist im Prinzip die ganze Doku. Also die feiert sich selber ab und versucht herauszufinden, warum die Leute Freddy-Fans sind, aber nicht Fans von Nancy. Das fand ich so schrecklich. Also echt, die ist dann so, da gab es dann solche Szenen, wo man gesehen hat, oh, hier ist ein Fanart vom ersten Nightmare on Elm Street Film. Und dann hat man irgendwie gesehen, ja, die haben da aber Freddy draufgemalt. Warum habt ihr da nicht Nancy draufgemalt? Weil ich bin doch die Protagonistin vom Film. Warum findet ihr mich nicht cool? Warum werden auf den Conventions immer Figuren von Freddy verkauft, aber kaum Figuren von Nancy? Und dann hast du irgendwie Szenen, hast du halt wirklich drin, wie sie auf Conventions rumläuft, wo dann Leute irgendwie Actionfiguren verkaufen und dann so, ah, das ist ein guter Stand, der hat auch eine Nancy-Figur. Das, boah, also ich fand die so unsympathisch nach dieser Doku, das war richtig schrecklich. Die hat sich die ganze Zeit nur selbst bemitleidet und, oh, keiner mag Nancy, keiner mag meine Figur, alle reden immer nur über Freddy. Ja, tut mir leid für den Rant, ich mochte die Doku echt überhaupt nicht. Die fand ich so grottenschlecht, ich fand die so kacke. Die Doku Never Sleep habe ich auch geschaut. Ja, die erste Doku finde ich auch echt gut, aber diese zweite da mit Nancy, nee, also, boah, die fand ich so unterirdisch. So, jetzt kommt gleich das letzte Fach, wo noch irgendwelche Blu-rays von mir drin sind und das ist gleichzeitig eins meiner Lieblingsfächer. Das wird jetzt lustig. Damit mache ich alles wett. Alle Klassiker, die ich nicht gesehen habe, mache ich durch dieses Fach wieder wett. Okay, dann werde ich mir diese Doku niemals zulegen. Was für eine dumme Doku. Ja, ich dachte irgendwie, die wäre cooler. Ich dachte, da geht es um was anderes. Aber es ging halt wirklich die ganze Zeit nur um die, wie sie meint, oh, keiner mag meine Figur. So. Also. Sind die richtig sortiert? Ja. Es geht los mit Bibi und Tina. Bibi und Tina voll verhext. Also der zweite Bibi und Tina Film. Bibi und Tina Mädchen gegen Jungs und Bibi und Tina Tohu Wabohu total. So, Leute, das wird jetzt nochmal ein 3-Stunden-Talk, in dem wir ganz genau über diese Filme reden. Nee, keine Angst. Wenn ihr, das kann ich auch mal kurz raussuchen. Warte, wo war das? Hier. Falls ihr euch wirklich interessiert mit, warum wir Bibi und Tina so cool finden und wie wir die Filme finden und so, dann könnt ihr einfach bei unserem Podcast vorbeischauen. Da haben Markus, unser Kollege Jonas und ich, Alter, wir haben wirklich 2,5 Stunden über die Bibi und Tina-Reihe geredet. Wir haben wirklich 2,5 Stunden darüber geredet. Ja. Also, falls es euch wirklich interessiert, dann schaut euch einfach, hört euch einfach den Podcast an. Da reden wir über die Faszination und warum wir die so gerne geguckt haben. Die habe ich mir alle auf Blu-ray gekauft und ja, weiß nicht, die habe ich auch schon
das sind wahrscheinlich die Blu-ray-Filme, die ich am meisten geguckt habe in den letzten Jahren. Also wir haben halt wirklich öfter mal so einfach gedacht, hey, wir haben schon lange nicht mehr Bibi und Tina geguckt. Und dann gucken wir Bibi und Tina. Also, und so cool ich die auch finde, ich muss euch jetzt noch, leider müssen wir den, ist das Letzte, was ich euch zeige, etwas sehr Unbefriedigendes. Und zwar, zu Bibi und Tina gibt es die vier Filme und es gab jetzt aber auch auf Amazon eine Realfilmserie. Und die kann man sich mit, wenn man ein Prime Now Abo, ein Amazon Prime Konto hat, kann man sich bei Prime Video diese Bibi und Tina Serie, alle Folgen, alle 10 Folgen, kann man sich da in Full HD kostenlos anschauen, weil die halt in einem Prime Abo mit drin sind. So. Dann habe ich gesehen, dass die da aber auch die Staffel auf DVD rausgebracht haben. Und ich dachte mir so, das ist eigentlich irgendwie ein bisschen doof, weil ich hätte die schon gern auf Blu-ray zu Hause. Also habe ich Bibi und Tina den offiziellen Account auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob das auch noch auf Blu-ray rauskommt. Und sie meinten, nee, es bleibt bei DVDs. Dann dachte ich mir, ja, okay, schade. Aber als Sammler will ich das schon irgendwie im Regal haben. Und dann habe ich mir die DVD zu der Bibi und Tina Serie bestellt. Und jetzt passt auf, ich habe noch nie so eine schäbige, räudige DVD-Box gesehen. Das hier ist die DVD-Box zu Bibi und Tina. Guckt mal, wie dünn die ist. Das ist einfach nur ein Stück Pappe, wo die zwei Discs drin sind. Das ist hauchdünn. Da ist die Serie drin. Das ist ein Stück Pappe, was zusammengeklappt ist, wo die zwei Discs der Serie drin sind. Und das ist halt, es ist wohl ein bisschen Bonusmaterial drauf, das habe ich aber noch nicht angeguckt. Aber irgendwie ist es halt, warum ist das in so einer kleinen, dummen Pappding? Das ist halt richtig bescheuert. Vor allem, ich dachte halt, es wäre cool, weil man das dann so, weil man dann halt was hat, um es ins Regal zu stellen, aber sieht halt scheiße aus. Und so zum Angucken lohnt sich's halt nicht wirklich, weil es ist halt eine DVD. Du hast das Zeug hier in SD-Qualität, in Standardqualität. Und bei Amazon Prime kannst du es halt in Full HD schauen. Weil es im Abo mit drin ist. Das ist halt so. Was soll das? Was soll das? Das ist ja richtig bescheuert. Ja, das war meine Enttäuschung über die Bibi und Tina Serie auf DVD. Vielleicht kommt es ja doch noch irgendwie auf Blu-ray raus. Ich wage es zu bezweifeln, aber wäre cool. Ich würde mir gern auch was ins Regal stellen, was nicht so aussieht. Ja. Das müsste jetzt eigentlich alles gewesen sein. Ich gehe noch mal kurz hin und guck durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich habe tatsächlich was vergessen. Und zwar habe ich hier. Das kann ich euch nacherzählen. Das ist eine unglaublich gute Geschichte. Ich habe von Digimon Adventure gab es dann später so eine sondern so eine Fortsetzung in Form von Film. Es gibt jetzt auch eine neue Digimon Adventure Serie, die kann man auf Crunchyroll gucken. Aber hier, es gibt dieses Digimon Adventure Tree. Und da habe ich die ersten 4 Kapitel auf Blu-ray zugeschickt bekommen. Ich finde, die Boxen sind halt auch, ich finde, die sind echt schick. Also die haben alle hier so, jede ist in einem eigenen farblichen Design. Ich finde, die sehen halt echt cool aus. Und ja, die sehen echt nice aus. Ich habe die aber, ich glaube, ich habe den ersten und den zweiten geguckt. Ich habe die noch nicht alle gesehen. Was ich auch bekommen habe, ist die Digimon Adventure DVD-Box, wo die erste Staffel der Serie halt drauf ist. Alles hier auf DVDs. Hier, ja, gibt's halt DVDs, wo die erste Serie drauf ist. What? Ach so, das ist das Papierding, was da noch mit drauf war. Ja, so, habe ich halt die Serie auch auf DVD bekommen. Und zwar
Ich habe die Serie, ich habe das zugeschickt bekommen und wurde gefragt, ich glaube, von KSM Anime oder so, ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich habe die zugeschickt bekommen und es hieß, dass ich dann halt ein Video dazu machen soll. Dass ich zum Beispiel ein Faktenvideo dazu machen soll, zu Digimon. Und da dachte ich so, boah, cool, habe ich Bock drauf. Aber ich habe dann halt gefragt, wie das ist mit dem Bildmaterial, ob ich das verwenden darf, weil ich weiß, dass bei Anime die Leute immer, also dass bei Anime YouTube immer besonders ausschlägt. Wenn du irgendwie Anime-Szenen in einem Video einbaust, dann kriegst du direkt oftmals irgendwie einen Copyright-Strike oder schlimmer und dann, ja, also Anime-Content verwenden auf YouTube ist halt echt die Hölle. Und dann habe ich die gefragt, ja okay, ihr habt mir die Box geschickt und ich soll ein Faktenvideo dazu machen oder so, darf ich dann das Bildmaterial verwenden? Und dann die so, nö. Das geht leider nicht. Also es wäre cool, wenn du ein Video dazu machst, aber du darfst nichts zeigen. Und dann so, was soll ich dann dazu machen, wenn ich nichts davon zeigen kann? Deshalb, ja. Seither steht die halt rum und ich habe da doch nichts zu gemacht, weil ich kein Bildmaterial davon verwenden darf. Und ich dachte, irgendwie so ein Faktenvideo, wo ich einfach nur dastehe und irgendwelche Sachen erzähle oder so und nichts zeigen darf, ist halt irgendwie ein bisschen witzlos. Deshalb, ja. Aber ich bin froh, dass ich die Box hier habe. Sieht ganz schick aus und das ist halt, also das ist halt meine Kindheit. Ich habe Digimon früher so viel geguckt, ich habe das so gesuchtet. Deshalb bin ich echt froh, dass ich das in meinem Regal hier stehen habe. Also ich habe hier auch so ein Digimon-Fach, wo noch so eine, die hat Anni mir mal geschenkt, so eine Digimon-Brotdose, die sie irgendwie auf einem Flohmarkt oder so gekauft haben. Richtig geil. So. Dann einfach Standbilder oder auch gespiegelt. Ja, also das ist, kann aber trotzdem irgendwie problematisch werden. Vor allem, die sind halt auch, also die Japaner sind halt nicht nur bei irgendwie ihren, bei Anime-Bildern und Videos so richtig krass penibel und sagen, das darfst du nicht verwenden. Das ist halt auch bei Gameplay-Material so. Ich weiß noch, auf meinem Gaming-Kanal hatte ich auch mal so ein Format, so ähnlich wie die montiert. Da haben Leute mir halt Fragen in den Kommentaren geschickt und ich habe die beantwortet. Und ich hatte da wurde ich mal gefragt, wie ich weiß nicht mehr, was genau die Frage war, aber ich hatte auf jeden Fall darüber geredet, dass ein Digimon-Spiel zu eben dieser Staffel für die PSP rauskommt. Es kam so ein Digimon-Adventure-PSP-Spiel raus. Und ich hatte da eine Szene aus dem Trailer verwendet, vom Spiel. Das war also nicht mal der Anime, das war einfach nur eine In-Game-Szene aus diesem Trailer von dem Digimon-Spiel. Und mein Video hat einen Claim gekriegt für die paar Sekunden, wo ich diesen Digimon-Spiel-Trailer gezeigt habe. Das war halt richtig krass. Also da, deshalb, von Anime lasse ich halt so eher noch meine Finger, weil das halt sehr, sehr, das noch schlimmer ist mit den Urheberrechten als bei normalen Filmen. Die Digimon Adventure 3-DVDs hatte ich mal, aber habe sie aus persönlichen Gründen leider abgeben müssen. Ich finde, die sehen halt richtig schick aus. Ich weiß auch gar nicht, die Tri-Reihe ist jetzt, glaube ich, abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das jetzt insgesamt hat. Aber die anderen Blu-Rays würde ich mir auch gerne noch holen, weil ich finde, die sehen halt, wie gesagt, echt schick aus. So. Ja, das wär's jetzt schon gewesen. Ich glaube, ich bin mit allem durch. Dann würde ich auch sagen, ich mache jetzt gleich Schluss, denn Anni und ich wollten noch die Fliege gucken. Und damit sollten wir ja auch nicht erst zu spät anfangen, sonst schläft Anni vielleicht ein. Deshalb, ja. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich merke so an den Kommentaren, dass der Stream halt ein bisschen verzögert bei euch ankommt. Und ich weiß nicht, wie krass verzögert der jetzt ist. Das wäre halt, ich sage jetzt schon mal Tschüss und warte noch lang genug, dass ihr das Tschüss schon gehört habt und ich dann euer Tschüss lesen kann. Deshalb, ich sage jetzt mal Tschüss, danke fürs Zuschauen. Der Stream bleibt online und ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche dann mit dem Spiel hier weitermache. Days Gone weiterspiele oder nicht. Das werden wir dann sehen. Die Fliege, ey. Richtig gut.
Ja, Urst, ich habe vorhin gemeint, dass ich den noch nicht geschaut habe. Aber meine Freundin, ich habe schon ein paar Mal vorgeschlagen, den zu gucken, aber meine Freundin hatte da nie so wirklich Lust drauf. Und sie hat jetzt aber vorhin im Stream gesagt, dass wir den heute gucken. Deshalb, ja, gucken wir den heute. Freust du dich schon, Anni? Sie tut gerade so, als würde sie mich nicht hören und hat angefangen, so auf ihrem Laptop zu tippen, als wäre sie abgelenkt. Also dann, ja, wir gucken dann nachher die Fliege. Dankeschön an alle fürs Zuschauen. Danke an Itachi für den Euro. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah, warte, hier bei YouTube. Oh, diese Livestreams bei YouTube, das ist immer so ein Kack zum Beenden. Muss hier drücken. Okay, ciao.